Das kleine, bucklige Mädchen. Es war einmal eine Frau, die hatte ein einziges Töchterchen, das war sehr klein und blass und wohl etwas anders wie andere Kinder. Denn wenn die Frau mit ihm ausging, blieben oft die Leute stehen, sahen dem Kinde nach und raunten sich etwas zu. Wenn dann das kleine Mädchen seine Mutter fragte, weshalb die Leute es so sonderbar ansähen, entgegnete die Mutter jedes Mal, »Weil du ein so wunderschönes neues Kleidchen anhast.« Darauf gab sich die Kleine zufrieden. Kamen sie jedoch nach Hause zurück, so nahm die Mutter ihr Töchterchen auf die Arme, küsste es wieder und immer wieder und sagte, »Du lieber süßer Herzensengel, was soll aus dir werden, wenn ich einmal tot bin? Kein Mensch weiß es, was du für ein lieber Engel bist, nicht einmal dein Vater.« Nach einiger Zeit wurde die Mutter plötzlich krank. Und am 9. Tage starb sie. Da warf sich der Vater des kleinen Mädchens verzweifelt auf das Totenbett und wollte sich mit seiner Frau begraben lassen. Seine Freunde jedoch redeten ihm zu und trösteten ihn. Da ließ er es. Und nach einem Jahr nahm er sich eine andere Frau. Schöner, jünger und reicher als die erste. Aber so gut war sie lange nicht. Und das kleine Mädchen hatte die ganze Zeit, seit seine Mutter gestorben war, jeden Tag von früh bis abends in der Stube auf dem Fensterbrett gesessen, denn es fand sich niemand, der mit ihm ausgehen wollte. Es war noch blässer geworden und gewachsen war es in dem letzten Jahre gar nicht. Als nun die neue Mutter ins Haus kam, dachte es, »Jetzt wirst du wieder spazieren gehen, vor die Stadt im lustigen Sonnenschein, auf den hübschen Wegen, an denen die schönen Sträuche und Blumen stehen und wo die vielen geputzten Menschen sind.« Denn es wohnte in einem kleinen, engen Gässchen, in welches die Sonne nur selten hineinschien. Und wenn man auf dem Fensterbrette saß, sah man nur ein Stückchen blauen Himmel, so groß wie ein Taschentuch. Die neue Mutter ging auch jeden Tag aus, vormittags und nachmittags. Dazu zog sie jedes Mal ein wunderschönes buntes Kleid an, viel schöner, als die alte Mutter je eins besessen hatte. Doch das kleine Mädchen nahm sie nie mit sich. Da fasste sich das Letztere endlich ein Herz und eines Tages bat sie es recht inständig, sie möchte es doch mitnehmen. Allein die neue Mutter schlug es ihr rund ab, indem sie sagte, »Du bist wohl nicht recht gescheit. Was sollen die Leute denken, wenn ich mich mit dir sehen lasse? Du bist ja ganz bucklig. Bucklige Kinder gehen nie spazieren. Die bleiben immer zu Hause.« Darauf wurde das kleine Mädchen ganz still. Und sobald die neue Mutter das Haus verlassen, stellte es sich auf einen Stuhl und besah sich im Spiegel. Und wirklich, es war bucklig. Sehr bucklig. Da setzte es sich wieder auf sein Fensterbrett und sah hinab auf die Straße und dachte an seine gute alte Mutter, die es doch jeden Tag mitgenommen hatte. Dann dachte es wieder an seinen Buckel. »Was nur da drin ist«, sagte es zu sich selber, »es muss doch etwas in so einem Buckel drin sein.« Und der Sommer verging, und als der Winter kam, war das kleine Mädchen noch blässer und so schwach geworden, dass es sich gar nicht mehr auf das Fensterbrett setzen konnte, sondern stets im Bett liegen musste. Und als die Schneeglöckchen ihre ersten grünen Spitzchen aus der Erde hervorstreckten, kam eines Nachts die alte gute Mutter zu ihm und erzählte ihm, wie golden und herrlich es im Himmel aussehe. Am anderen Morgen war das kleine Mädchen tot. »Weine nicht, Mann!« sagte die neue Mutter. »Es ist für das arme Kind so am besten.« Und der Mann erwiderte kein Wort, sondern nickte stumm mit dem Kopfe. Als nun das kleine Mädchen begraben war, kam ein Engel mit großen weißen Schwanenflügeln vom Himmel herbeigeflogen, setzte sich neben das Grab und klopfte daran, als wenn es eine Türe wäre. Alsbald kam das kleine Mädchen aus dem Grabe hervor, und der Engel erzählte ihm, er sei gekommen, um es zu seiner Mutter in den Himmel zu holen. Da fragte das kleine Mädchen schüchtern, ob denn bucklige Kinder auch in den Himmel kämen.
Es könne sich das gar nicht vorstellen, weil es doch im Himmel so schön und vornehm wäre. Jedoch der Engel erwiderte: Du gutes, liebes Kind, du bist ja gar nicht mehr bucklig, und berührte ihm den Rücken mit seiner weißen Hand. Da fiel der alte, garstige Buckel ab wie eine große, hohle Schale. Und was war darin? Zwei herrliche, weiße Engelsflügel. Die spannte es aus, als wenn es schon immer fliegen gekonnt hätte, und flog mit dem Engel durch den blitzenden Sonnenschein in den blauen Himmel hinauf. Auf dem höchsten Platze im Himmel aber saß seine gute alte Mutter und breitete ihm die Arme entgegen. Der flog es gerade auf den Schoß. Von dem Tode des Hühnchens. Auf eine Zeit ging das Hühnchen mit dem Hähnchen in den Nussberg, und sie machten miteinander aus, wer einen Nusskern fände, sollte ihn mit dem anderen teilen. Nun fand das Hühnchen eine große, große Nuss, sagte aber nichts davon und wollte den Kern alleine essen. Der Kern war aber so dick, dass es ihn nicht hinunterschlucken konnte, und er ihm im Hals stecken blieb, dass ihm Angst wurde, es müsste ersticken. Da schrie das Hühnchen: Hähnchen, ich bitte dich, lauf, was du kannst, und hol mir Wasser, sonst ersticke ich. Das Hähnchen lief, was es konnte, zum Brunnen und sprach: Born, du sollst mir Wasser geben, das Hühnchen liegt auf dem Nussberg, hat einen großen Nusskern geschluckt und will ersticken. Der Brunnen antwortete: Lauf erst hin zur Braut und lass dir rote Seide geben. Das Hähnchen lief zur Braut. Braut, du sollst mir rote Seide geben. Rote Seide will ich dem Brunnen geben. Der Brunnen soll mir Wasser geben. Das Wasser will ich dem Hühnchen bringen. Das liegt auf dem Nussberg, hat einen großen Nusskern geschluckt und will daran ersticken. Die Braut antwortete: Lauf erst und hol mir mein Kränzlein. Das blieb an einer Weide hängen. Da lief das Hähnchen zur Weide und zog das Kränzlein von dem Ast und brachte es der Braut. Und die Braut gab ihm rote Seide dafür. Die brachte es dem Brunnen. Der gab ihm Wasser dafür. Da brachte das Hähnchen das Wasser zum Hühnchen. Wie es aber hinkam, war derweil das Hühnchen erstickt und lag da tot und regte sich nicht. Da war das Hähnchen so traurig, dass es laut schrie, und kamen alle Tiere und beklagten das Hühnchen. Und 6 Mäuse bauten einen kleinen Wagen, das Hühnchen darin zum Grabe zu fahren. Und als der Wagen fertig war, spannten sie sich davor und das Hähnchen fuhr. Auf dem Weg aber kam der Fuchs. »Wo willst du hin, Hähnchen?« »Ich will mein Hühnchen begraben. Darf ich mitfahren?« »Ja, aber setz dich hinten auf den Wagen. Vorn können's meine Pferdchen nicht vertragen.« Da setzte sich der Fuchs hinten auf, dann der Wolf, der Bär, der Hirsch, der Löwe und alle Tiere in den Wald. So ging die Fahrt fort. Da kamen sie an einen Bach. »Wie sollen wir denn nun hinüber?« sagte das Hähnchen. Da lag ein Strohhalm am Bach, der sagte: »Ich will mich quer drüber legen, so könnt ihr über mich fahren.« Wie aber die 6 Mäuse auf die Brücke kamen, rutschte der Strohhalm und fiel ins Wasser, und die 6 Mäuse fielen alle hinein und ertranken. Da ging die Not von Neuem an und kam eine Kohle und sagte: »Ich bin groß genug, ich will mich drüber legen und ihr sollt über mich fahren.« Die Kohle legte sich auch an das Wasser, aber sie berührte es unglücklicherweise ein wenig, da zischte sie, verlöschte und war tot. Wie das ein Stein sah, erbarmte er sich und wollte dem Hähnchen helfen und legte sich über das Wasser. Da zog nun das Hähnchen den Wagen selber. Wie es ihn aber bald drüben hatte und war mit dem toten Hühnchen auf dem Land und wollten die anderen, die hinten aufsaßen, auch heranziehen, da waren ihrer zu viel geworden. Und der Wagen fiel zurück und alles fiel miteinander in das Wasser und ertrank. Da war das Hähnchen noch allein mit dem toten Hühnchen und grub ihm ein Grab und legte es hinein und machte einen Hügel darüber, auf den setzte es sich und grämte sich so lange, bis es auch starb. Und da war alles tot. Der Ring des Bildhauers. Es war ein junger Bildhauer. Sein Pate, der ihn erzogen, war eben dasselbe gewesen.
Ein stiller, trüber Mann, der immer gewährt, wenn jener mit den Kinderfingern in Ton geknetet oder spielend mit Hammer und Meißel an seinem Seinstück gehauen hatte. Er war gestorben und hatte da nichts mehr verwehren können. Sein Pflegesohn war doch ein Bildhauer geworden. Im nämlichen Atelier, wie einst der Pate, knetete und meißelte er. Aber er war nicht der stille, trübe Mann. Er besaß Jugendfeuer und wollte das Höchste leisten. Und jetzt hat er eine Gruppe fertig. Gerade heute, an seinem 25. Geburtstag, hatte er sie im Atelier ausgestellt. Und die Stadt wusste es. Und die Leute, die auf die Kunst hielten, strömten ein und aus. Eine biblische Gruppe. Christus, dem die Sünderin die Füße salbt. Christus war gut zu erkennen und es war eine hübsche Sünderin. Wie schneerein der weiße Marmor leuchtete. Der junge Bildhauer war stolz. Es war gewiss eine Kunstleistung ersten Ranges, die er geschaffen. Da lehnte er in dem sauber gefegten Atelier an einem Tisch, blondlockig und mit glänzenden blauen Augen und jugendlich schlank. Er verneigte sich lächelnd dahin und dorthin, von wo man ihm Lobsprüche zurief. Es war ihm so selbstverständlich, dass heute der Tag seines Triumphes war, und doch tat ihm jedes neue Lob in der Seele wohl. Es kamen freilich auch Leute und gingen wieder, die nichts sagten, darunter gerade einige, deren Lob ihm sehr angenehm gewesen wäre. Aber es passte ihm wahrscheinlich nur nicht, sich auszusprechen. »Wenn das doch mein Pate erlebt hätte«, dachte der junge Bildhauer ein paar Mal. Den ganzen Tag flog es im Atelier ab und zu wie in einem Taubenschlag. Gegen Abend ward es leerer, obschon für Lichter gesorgt war, und der junge Bildhauer meinte: »Es ist schade, eigentlich nimmt sich das Ganze bei Licht noch prächtiger aus.« Einmal war ein stattlicher alter Mann ganz allein im Atelier, ein Fremder, wie es dem glücklichen Künstler schien. Er betrachtete den Christus mit der Sünderin genau von allen Seiten und machte immer das nämliche, gleichgültige Gesicht dazu. »Wie gefällt euch die Gruppe, mein Herr?« fragte der junge Bildhauer hinzutretend. »Oh, ein leidliches Stück Arbeit. Aber der Marmorblock wäre mir unbearbeitet lieber.« »Was tadet ihr denn an dem Werk? Findet ihr Fehler?« »So tadeln ist nichts daran, ausgenommen, dass nichts daran zu loben ist. Wisst, junger Mann, so sieht Menschenwerk aus. Das hat ein gesunder, braver, fleißiger Mensch gearbeitet. Aber von dem verklärenden Glanz ewiger Schönheit, von dem überirdischen Zauber, der solch ein Bildwerk zu einer Offenbarung stempelt, sehe ich nichts.« »Meint ihr nicht, dass der Bildhauer, der diesen Christus und diese Sünderin geschaffen, einst noch Höheres leisten könnte?« »Ich glaube nicht«, war die Antwort. »Wer seid ihr, Herr, dass ihr so erbarmungslos einen Künstler die Wurzel seiner Kraft, den Glauben an sich selbst, durchschneidet?« fuhr der junge Bildhauer dunkelrot auf. Der Fremde richtete einen scharfen Blick auf ihn. »Pietri«, sagte er. Der junge Mann fiel auf die Knie und presste die Hände vor die Augen. »Pietri«, murmelte er, »der größte Bildhauer der Zeit, der große, gewaltige Pietri!« Die Schritte des Fremden verhallten vor seinem Ohr, und er merkte es kaum. Endlich sprang er empor. »Es ist Neid«, rief er, »es ist Eifersucht!« Er eilte zur Tür und verschloss sie. Nun war er allein mit seiner weißen Marmorgruppe und den flackernden Lichtern. Er trat vor die Gruppe, kreuzte die Arme und hob den Kopf hoch. »Du bist doch schön! Du musst schön sein, oder ich bin verloren!« Aber der erhobene Kopf sank tiefer und tiefer. »Es ist wahr«, murmelte er mit erstickter Stimme. »Karl, Karl, nüchtern, ohne Glanz, ohne Grazie, ein Stümperswerk! Oh, du ewige Schönheit, ich werde dich nie finden!« Länger und länger starrte er mit verloschenen Augen auf die weißen Figuren. Dann wurde ihm der Anblick unerträglich. Eine zornige Beweglichkeit kam über ihn. Er sah sich überall um, ging endlich in die Ecke, hob einen Hammer vom Boden und kehrte zu der Marmorgruppe zurück. Draußen pochten Leute an die Tür. Er ließ sie vergeblich pochen und weitergehen. Er schwang den Hammer über sich, um die Arbeit zu zerstören. Aber er ließ den Arm wieder sinken. So im vollen Licht der Glanz vermochte er es nicht. Die Figuren dünkten ihm plötzlich wie lebende Wesen und er kam sich vor wie einer, der einen Mord begehen will. Er löschte ein Licht nach dem anderen aus, bis ihn eine Finsternis umgab, die nicht dichter sein konnte.
und in der Finsternis flog der Hammer schmetternd auf den Marmor nieder, dass der mit klirrendem Wehlaut in Stücke splitterte. Eine wilde Lust der Zerstörung überkam den jungen Bildhauer, mit tiefem Wehgefühl gemischt, und während er drauf und drein schlug, unbekümmert, wie oft er sich dabei die Hand verletzte, fühlte er brennende Tränen der Verzweiflung spärlich auf seine Wangen rinnen. Zuletzt flog ihm der Hammer aus der Hand. Er musste einhalten und wischte sich über die heißen Augen. Dann suchte er einen der Stühle beim Tisch und sank darauf nieder. Da saß er mit wirren Gedanken, die Ellbogen auf den Tisch gestimmt, den Kopf in die Hände vergraben. Ein Lichtschein im Atelier weckte ihn aus seinen Brüten. Der Mond war über die gegenüberliegenden Dächer gestiegen und schien durch die Fenster. Geisterhaft im Mondschein sah er die Marmortrümmer liegen. Gerade zu seinen Füßen lag vereinzelt der Kopf der großen Sünderin, die ihn mit den weißen Augen wie vorwurfsvoll anblickte. Ihn schauerte. Er verließ hastig das Atelier und stieg eine Treppe hinauf in seine Wohnung. Sein Diener zündete ihm die Lampe an, dann scheuchte diesen ein Wink aus dem Zimmer. Düster ging der Bildhauer auf und nieder. Sein Stolz, seine Hoffnungen, seine Zukunft lagen vor ihm wie entblätterte Rosen. Er hatte geträumt, eines Hauptes höher dazustehen als die anderen Menschen, ein Künstler zu sein. Und er war doch nur ein Stümper, ein Handwerker. Der große Pietri hat es gesagt und heute hat er es selbst gefühlt. Heute an seinem Geburtstag. Er wünschte, er wäre nie geboren. Und doch quälte ihn eine brennende Sehnsucht zu schaffen. Großes, Entzückendes, Vollendetes, nur ein einziges Mal. Nur nicht ruhmlos vergehen. Ein Sandkorn, das Millionen anderen gleicht. Und er hob die geröteten Augen zur Decke auf und faltete die Hände. Himmlische Barmherzigkeit, tu ein Wunder! Als er niedersah, fiel sein Blick auf ein Kästchen, das er am Morgen auf einen Nebentisch gestellt hatte, um es am Abend zu öffnen. Er trug es zur Lampe. Es war 7-mal versiegelt und oben klebte ein Zettel mit vergilbter Schrift. Meinem teuren Paten und Pflegesohn an seinem 25. Geburtstag, den ihn Gott erleben lasse, zu öffnen. So hieß es auf dem Zettel. Die Gestalt des alten Bildhauers trat wieder vor die Seele des Jungen und jetzt weckte sie die Röte der Scham auf seinen Wangen. Aber er gehorchte dem Wink des Toten auf dem Zettel und bröckelte die Siegel ab. In dem Kästchen lagen ein Ring und ein Brief. Mein Sohn, las der junge Mann, heute lege ich den verhängnisvollen Ring in deine Hand. Gnade Gott, dass du der Versuchung widerstehst, ihn zu gebrauchen. Ich habe es ein langes, mühevolles, hoffnungsloses Leben hindurch vermocht. Wenn du inzwischen deiner Neugier zur Kunst entsagt hättest oder wenn der göttliche Funke in dir wohnen sollte, der den großen Künstler macht, dann wird dieser Ring dir nicht gefährlich werden. Ich war nie wirklicher Künstler, wie du als Knabe wähntest. An meiner Wiege stand keine Muse und keine Grazie. Ein Dämon hat mir den Wechselbalg Ehrgeiz in die Kissen gelegt. Und der ist mit mir groß geworden und hat mich in die Werkstatt der Kunst geführt. Ich wurde ein Stümper. Und als ich das einsah, war es zu spät. In meiner tiefen Not gelangte ich zu dem Ring. Wie? Das verschweige ich. In ihm wohnt das, was mir fehlte. Ich konnte ihn an die Hand stecken und in jenem Feuer glühen, das unsterblich macht. Ich fand den Mut nicht dazu. Keine höllische Macht hat bei diesem Ring die Hand im Spiel. Und dennoch ist ein furchtbares Aber dabei. Nur die Gottbegnadeten tragen jenes himmlische Feuer ohne Schaden in sich. Wer es gewaltsam in sich entzündet, den verzehrt es den Leib. Gebrauche den Ring und du wirst das Höchste leisten. Aber es wird dein Tod sein. Ich hatte das Leben lieber als den Ruhm. Es ist vielleicht eine größere Schwäche noch, dass ich den Ring auf dich vererbe, statt ihn in das Meer zu werfen. Ich wünsche dir ein langes Leben. Meine Seele geht zum Frieden ein. So las der junge Bildhauer und zitterte vor Entzücken. Er legte den Brief beiseite und nahm den kostbaren Ring heraus. Ein Goldreif war es, mit einem weißen, blitzenden Stein. Nichts spürte er als ein leises Schwirren und Beben in den Fingerspitzen, mit denen er ihn angefasst hielt. Glänzendes Blickes neigte er sich über das Kleinod, da die höchste Würze des Lebens und das Bitterste zugleich barg. Den unverwelklichen Lorbeer und den Tod.
Und es kam über ihn wie ein Rausch. Da hatte er den Ring am Finger. Ein paar Jahrzehnte früher oder später, was verschlägt das? Lass den Leib sich verzehren, das Leben ist gemein wie das Brot. Ich will sterben wie die geheimnisvolle Blüte einer Königin der Nacht, die das Volk beklagt, wenn ihre Auflösung da ist. Er klingelte dem Diener und hieß ihn die Gasthöfe durchforschen, um zu erkunden, wo Pietri, der fremde, so unerwartet in der Stadt erschienene Meister, eingekehrt sei. Der Ausgesandte kam wieder und brachte die Nachricht, jener sei weitergefahren, hoch in den Norden hinauf. Erst nach einem halben Jahr werde er zurückkehren in den sonnigen Süden. »Wir werden uns wiedersehen, Meister Pietri«, frohlockte der junge Bildhauer. »Anders sehen als diesmal. Du selber, der mich ausgestrichen aus dem Buch der Gottbegnadeten, sollst mir den Lorbeer auf das Haupt drücken.« Spät in der Nacht ging er schlafen. Und einmal während des Schlafes wachte er auf. Ein leises Wehgefühl durchzog ihn, ein Zucken und Ziehen und Saugen. Er schauerte ein wenig zusammen und dann wurde ihm so schwül. »Schon?« murmelte er verschlafen, aber er lächelte darauf und streichelte über den Goldreif am Finger. Am nächsten Morgen betrat er das Atelier. In seinem Inneren glühte es und in seinem Kopf schwirrte es wunderbar von Bildern und Formen, die er nicht festzuhalten vermochte. Prächtige Gewandfalten mit seltener Schattenwirkung, graziöse Linien von Körpern, weiße Gesichter mit wechselnden Zügen, Gruppen, die blitzschnell erschienen und verschwanden. Alles war da, aber er beherrschte nichts. Die Marmorbrocken waren fortgeräumt und der angemachte Ton harrte seiner. Er besann sich, während er einen Klumpen Ton spielend in der Hand wog. Dann war er entschlossen. »Noch einmal das Nämliche«, sagte er mit leuchtenden Augen. »Christus und die große Sünderin!« Und er warf den Ton klatschend auf den Tisch. Da fuhr er zusammen. In seinem Kopf war das Chaos von Formen verschwunden. Nichts war darin als ein Wille, mächtig und feurig. Aber dort, ihm gegenüber an der Wand, stand eine weiße Marmorgruppe von bezaubernden Schönheiten. Christus und die große Sünderin. War das Wirklichkeit oder Fantasiespiel? Jede Form, jedes Fältchen und jeder Muskel war mit wundervoller Klarheit zu erkennen. Das schimmernde Lichtspiel des Marmorkorns konnte nicht naturwahrer sein. Er trat hastig ein paar Schritte hinüber bis zu der Gruppe, griff zu und griff ins Leere. Aber alles blieb völlig unverändert. Wie Schnee leuchtete der Marmor und immer gleich deutlich und einzig schön war diese Gruppe, von welcher Seite er sie auch betrachten mochte. »Das wird ein Geschöpf sein«, sagte er mit beglückender Gewissheit in ihm. Sein Auge suchte die Stelle, wo er dereinst seinen Namen einzeichnen wollte, und da stand er schon mit dem Fessé dahinter. Er fasste sich endlich und begann zu arbeiten. Am Abend schrieb er und bestellte den Marmorblock. Eine merkwürdige Verfassung war es, in der er das Werk schuf. Der Kopf war klar und die Hand ruhig, aber am Körper war Glut, ein Schwärmen, Bohren und Brennen. Und immer in den Nächten des geheimnisvollen Erwachen das Saugen und Nagen. Die Freunde, mit denen er zusammenkam, betrachteten ihn mit besorgten Blicken. Wenn sie ihn fragten, »Fühlst du dich krank? Du siehst übel aus«, so lächelte er mit den Augen, die immer strahlender und tiefer wurden. »Ihr ahnt, was mir bevorsteht«, nickte er einmal. »Aber ich werde wie die Sonne sterben, und es wird ein selten schöner Sonnenuntergang werden.« Sie verstanden ihn nicht, denn niemand durfte in sein Atelier kommen. Sie schickten ihm Ärzte, und er wies sie ab. Der Sommer verging, und die Rosen verblühten, aber auf seinem schmal gewordenen Wangen blühten sie nur desto röter. Er hustete. Was verschlug es ihm, dass er die Wege und den Herbstrasen mit Blutblumen schmückte? Wie hell der Stein an dem Goldreif blitzte und wie unvergleichlich sie wurden, der Christus und die große Sünderin mit dem wallenden Haar und dem wehmütigen, feinen Gesicht. Es war Zeit, dass sie fertig wurden, hohe Zeit. Die schmalen Hände des jungen Meisters weigerten sich manchmal, das Werkzeug zu führen. Und endlich waren sie fertig. Wie ihr Spiegelbild stand die Fantasiegruppe gegenüber. Es war eines Abends, als er mit zitternder Hand das Fessé gemeißelt hatte und müde, aber glückselig herüber und hinüberblickte.
Da plötzlich bewegte sich drüben die Gruppe, die weißen Gestalten flossen seltsam ineinander und das Ganze begann in Farben zu spielen. Der junge, todsieche Mann sah starr in das Wunder. Ein herrliches Weib, schön wie eine Göttin und lächelnd wie die Liebe stand sie da. Und nun rührte sie sich und schwebte auf ihn zu, mit elastischer Sohle kaum den Boden berührend. Sie neigte das hohe Haupt zu der Stirn des Verzauberten und küsste sie, wie der Lufthauch küsste. »O ewige Schönheit«, hauchte der junge Bildhauer verklärt und sank wie leblos zusammen. Die Gruppe war fertig und Pietri kam nicht. Wie ein Verzweifelter sandte der Kranke ihm Boten entgegen. Er war so sterbensmüde, aber er wollte nicht sterben, ehe Pietri nicht da gewesen. Und endlich langte ein Bote an, der ihn getroffen. Der Meister war nur noch ein paar Tagreisen entfernt. Da flammte das glimmende Leben in dem jungen Bildhauer noch einmal hell auf. Er ließ durch den Diener das Atelier schmücken und am Tag, da der Erwartete kommen sollte, stand der Christus mit der großen Sünderin gegen einen Hintergrund von Lorbeeren, Orangen und Palmen zum Entzücken schön. Pietri kam nicht. Die Kraft des Armen, der seiner harrte, sank plötzlich, als der Tag zu Ende war. Mühsam überdauerte er mit seiner letzten Willenskraft die Nacht, und am Morgen des nächsten Tages ließ er sich vor die Stadt hinaustragen, auf einen Berg, um von der schönen Erde Abschied zu nehmen. Die Herbstsonne strahlte fast heiß. Es war, als ob die Wolken, die da über das Meer heraufquollen, Gewitterwolken wären. Welch ein zauberhaftes Bild, diese Landschaft. Glitzernde Meerflut, ein Hafen mit Schiffen, dort die Stadt und weiterhin das offene Land im farbigen Herbstkleid. Ein paar Freunde standen um den Kranken mit den geisterhaft brennenden Augen, der in Decken gewickelt lag, dicht am Felsrand, wie er gewollt hatte. Am Felsabsturz plätscherte das Meer in den Buchten. Von Zeit zu Zeit kam ein Bote und schüttelte das Haupt. Dann seufzte der junge Bildhauer tief aus seiner kranken Brust. Die Wolken zogen herauf, immer schwerer, tiefer, dunkler. Ein paar Blitze zuckten und leises Donnergrollen wurde vernehmbar. Die Freunde wollten den Kranken heimbringen, aber der wehrte sich. »Ich will versuchen, ob ich so sterben kann, unter Donner und Blitz«, sprach er leise. Eine Viertelstunde später trat der Diener um seine Fellsäcke, hinter der sein Beobachtungsposten gewesen war. »Ich glaube, er kommt«, sagte der Diener. Und der ernste Mann, der bald nachher so eilig um dieselbe Felsecke bog, war Pietri mit seinem Lorbeerzweig in der Hand. Er kniete zu dem Mattlächelnden nieder, der seine Arme ein wenig hob. »Unglücklicher«, sprach er und legte den Lorbeer über sein Haar. »Warum müsst ihr sterben? Unvergänglich ist, was ihr geschaffen habt, und ich will euch preisen, wo man die Kunst ehrt, da es mir verwehrt ist, euch zu beneiden.« »Warum sterben?« flüsterte der junge Bildhauer träumerisch. »Ja, warum?« Und seine Hand spielte mit dem Ring. Dann schloss er die Augen und schlummerte. Er hörte nicht, wie der Donner stärker und stärker rollte und sah nichts von den Blitzen. Als sie windsberaut über den Berggipfel sauste, erwachte er. »Es ist aus«, stammelte er, richtete sich mit plötzlichem Besinnen auf, zog den Ring von der Hand und warf ihn über die Klippen ins Meer. »Es ist aus«, wiederholte er und nickte den Freunden und dem Fremden zu. »Aber ich habe gesiegt.« Dann blickte er plötzlich weit in die Luft hinaus und faltete die Hände. »O ewige Schönheit«, murmelte er, wie mit den Augen etwas verfolgend. In Donnerschlägen und Windesbrausen schied seine Seele. Jedes Mal, wenn ein gutes Kind stirbt, kommt ein Engel Gottes zur Erde hernieder und nimmt das tote Kind auf seine Arme, breitet die großen weißen Flügel aus und pflückt eine ganze Handvoll Blumen, die er zu Gott hinaufbringt, damit sie dort noch schöner als auf der Erde blühen. Gott drückt sie dort an sein Herz, aber der Blume, die ihm die liebste ist, gibt er einen Kuss. Und dann bekommt sie Stimme
und kann in der großen Glückseligkeit mitsingen. Sieh, alles dieses erzählte ein Engel Gottes, während er ein totes Kind zum Himmel forttrug. Und das Kind hörte wie im Traume. Sie flogen über die Städten in der Heimat, wo das kleine Kind gespielt hatte, und kamen durch Gärten mit herrlichen Blumen. »Welche wollen wir nun mitnehmen und in den Himmel pflanzen?«, fragte der Engel. Da stand ein schlanker, herrlicher Rosenstock, aber eine böse Hand hatte den Stamm abgebrochen, so dass alle Zweige voll von großen, halb aufgebrochenen Knospen vertrocknet rundherum hingen. »Der arme Rosenstock«, sagte das Kind, »nimm ihn, damit er oben bei Gott zum Blühen kommen kann.« Und der Engel nahm ihn, küsste das Kind dafür, und das Kleine öffnete seine Augen zur Hälfte. Sie pflückten von dem reichen Prachtblumen, nahmen aber auch die verachtete Butterblume und das wilde Stiefmütterchen. »Nun haben wir Blumen«, sagte das Kind, und der Engel nickte. Aber er flog noch nicht zu Gott empor. Es war Nacht und ganz still. Sie blieben in der großen Stadt und schwebten in einer der schmalen Gassen umher, wo Haufen Stroh und Asche lagen. Es war Umzug gewesen. Da lagen Scherben von Tellern, Gipsstücke, Lumpen und alte Hutköpfe, was alles nicht gut aussah. Der Engel zeigte in allem diesen Wirrwarr hinunter auf einige Scherben eines Blumentopfes und auf einen Klumpen Erde, der da herausgefallen war. Von den Wurzeln einer großen vertrockneten Feldblume, die nichts taugte und die man deshalb auf die Gasse geworfen hatte, wurde er zusammengehalten. »Diese nehmen wir mit«, sagte der Engel. »Ich werde dir erzählen, während wir fliegen.« Sie flogen und der Engel erzählte. Dort unten in der schmalen Gasse, in dem niedrigen Keller, wohnte ein armer, kranker Knabe. Von seiner Geburt an war er immer bettlägerig gewesen. Wenn es ihm am besten ging, konnte er auf Krücken die kleine Stube ein paar Mal auf- und niedergehen. Das war alles. An einigen Tagen im Sommer fielen die Sonnenstrahlen während einer halben Stunde bis in den Keller hinab. Und wenn der Knabe da saß und sich von der warmen Sonne bescheinen ließ und das rote Blut durch seine feinen Finger sah, die er vor das Gesicht hielt, dann hieß es, heute ist er ausgewiesen. Er kannte den Wald in seinen herrlichen Frühjahrsgrün nur dadurch, dass ihm des Nachbars Sohn den ersten Buchenzweig brachte. Den hielt er über seinem Haupte und träumte dann, unter Buchen zu sein, wo die Sonne scheint und die Vögel singen. An einem Frühlingstage brachte ihm des Nachbars Knabe auch Feldblumen, und unter diesen war zufällig eine Wurzel. Deshalb wurde sie in einen Blumentopf gepflanzt und am Bette neben das Fenster gestellt. Die Blume war mit einer glücklichen Hand gepflanzt, sie wuchs, trieb neue Zweige und trug jedes Jahr ihre Blumen. Sie wurde des kranken Knaben herrlichster Blumengarten, sein kleiner Schatz hier auf Erden. Er begoss und pflegte sie und sorgte dafür, dass sie jeden Sonnenstrahl bis zum letzten, der durch das niedrige Fenster hinunterglitt, erhielt. Die Blume selbst verwuchs mit seinen Tränen, denn für ihn blühte sie, verbreitete sie ihren Duft und erfreute das Auge. Gegen sie wendete er sich im Tode, da der Herr ihn rief. Ein Jahr ist er nun bei Gott gewesen, ein Jahr hat die Blume vergessen am Fenster gestanden und ist verdorrt und wurde deshalb beim Umziehen hinaus auf die Straße geworfen. Und dies ist die Blume, die vertrocknete Blume, die wir mit unserem Blumenstrauß genommen haben. Denn diese Blume hat mehr erfreut als die reichste Blume im Garten einer Königin. »Aber woher weißt du das alles?« fragte das Kind, das der Engel gen Himmel trug. »Ich weiß es«, sagte der Engel, »denn ich war selbst der kleine kranke Knabe, der auf Krücken ging. Meine Blume kenne ich wohl.« Das Kind öffnete seine Augen ganz und sah in des Engels herrliches, frohes Antlitz hinein. Und im selben Augenblick befanden sie sich in Gottes Himmel, wo Freude und Glückseligkeit waren. Gott drückte das tote Kind an sein Herz,
und da bekam es Schwingen wie der andere Engel und flog Hand in Hand mit ihm. Gott drückte alle Blumen an sein Herz, aber die arme verdorrte Feldblume küsste er, und sie erhielt Stimme und sang mit allen Engeln, welche Gott umschwebten, einige ganz nah, andere um diese herum, in großen Kreisen und immer weiter fort in das Unendliche, aber alle gleich glücklich. Und alle sangen sie, klein und groß, samt dem guten, gesegneten Kinde und der armen Feldblume, die verdorrt dagelegen hatte, hingeworfen in den Kehricht des Umziehtages, in der schmalen, dunklen Gasse. In der engen, krummen Straße zwischen ärmlichen Häusern stand ein schmales, hohes Haus aus Fachwerken, das schon überall aus den Fugen ging. Arme Leute wohnten hier und am ärmlichsten sah es in der Dachkammer aus, wo vor dem kleinen Fenster im Sonnenschein ein altes, verbeultes Vogelbauer hing, das nicht einmal ein ordentliches Trinknäpfchen hatte, sondern nur einen umgekehrten Flaschenhals mit einem Pfropfen unten. So ließ er sich mit Wasser füllen. Ein altes Mädchen stand an dem offenen Fenster. Sie hatte eben den Käfig mit Vogelmiere geschmückt, dem ein kleiner Hänfling von Stange zu Stange hüpfte und sang, dass es schallte. »Ja, du hast gut singen«, sagte der Flaschenhals. Freilich sagte er es nicht so, wie wir es sagen können, denn ein Flaschenhals kann ja nicht sprechen. Aber er dachte es in der Art bei sich, wie wir Menschen auch mit uns selbst sprechen. »Ja, du hast gut singen, du hast deine ganzen Glieder. Du solltest einmal in meiner Lage sein, deinen Unterleib verlieren und nur noch Hals und Mund übrig behalten, noch dazu mit einem Pfropfen darin. Dann würdest du nicht singen. Aber es ist doch gut, dass wenigstens einer vergnügt ist. Ich habe keinen Grund zum Singen und ich kann es auch nicht. Damals, als ich noch eine ganze Flasche war, konnte ich es, wenn man einen Pfropfen gegen mich rieb. Damals wurde ich die wahre Lerche, die große Lerche genannt. Und dann damals, als ich mit der Kirschners Familie im Wald war und die Tochter sich verlobte, ja, daran erinnere ich mich, als wäre es gestern gewesen. Ich hab doch viel erlebt, wenn ich alles überdenke. Ich bin durch Feuer und durch Wasser gegangen, unten in der schwarzen Erde bin ich gewesen und weiter in die Höhe hinaufgekommen als die meisten. Und nun schwebe ich draußen vor dem Vogelbauer in Luft und Sonnenschein. Es wäre wohl der Mühe wert, meine Geschichte zu hören, aber ich spreche nicht laut darüber, denn das kann ich nicht. Und so erzählte sie sich, oder vielmehr dachte sie sich ihre Geschichte, die merkwürdig genug war. Der kleine Vogel sang lustig sein Liedchen, und unten auf der Straße fuhr man und ging man. Jeder dachte an sich oder an überhaupt gar nichts. Aber das tat der Flaschenhals. Er dachte zuerst zurück an den flammenden Schmelzofen in der Fabrik, wo er ins Leben geblasen wurde. Er erinnerte sich noch, dass er ganz warm gewesen war und, als er in den glühenden Ofen hineingeschaut hatte, die größte Lust verspürt hatte, gerade wieder hineinzuspringen, sich aber später nach und nach, je nachdem gerade seiner Abkühlung, recht wohl befunden hatte, wo er war. Er stand in Reih und Glied in einem ganzen Regiment von Brüdern und Schwestern. Alle aus demselben Ofen, aber einige waren zu Champagnerflaschen geblasen worden, andere zu Bierflaschen, und das ist ein Unterschied. Später in der Welt draußen kann freilich eine Bierflasche den köstlichsten Lacrim Christi in dich fassen und eine Champagnerflasche mit Öl gefüllt sein, aber wozu man geboren ist, kann man doch am Äußeren erkennen. Adel bleibt Adel, selbst mit Öl im Leib. Bald wurden alle Flaschen eingepackt und unsere Flasche mit. Damals dachte sie noch nicht daran, dass sie einst als Flaschenhals enden würde, um sich nach und nach zu einem Vogelnäpfchen heraufzudienen, was doch immerhin ein ehrlicher Beruf ist. Man ist doch etwas. Sie sah erst das Tageslicht wieder, als sie mit anderen Kameraden im Keller eines Weinhändlers ausgepackt und das erste Mal gespült wurde. Das war ein wunderliches Gefühl. Da lag sie nun leer und ohne Pfropfen und fühlte sich so merkwürdig flau.
Es fehlte ihr etwas, aber sie wusste selbst nicht, was es war. Nun wurde sie mit einem guten, herrlichen Wein gefüllt. Sie bekam einen Pfropfen, wurde mit Lack geschlossen und bekam die Aufschrift »Prima Sorte«. Das war gerade, als habe sie beim Examen die beste Nummer erhalten. Aber der Wein war gut und die Flasche war auch gut. Ist man jung, so ist man Lyriker. Es sang und klang in ihr von Dingen, die ihr ganz unbekannt waren. Von grünen, sonnigen Bergen, wo der Wein wächst und muntere Mädchen und fröhliche Burschen singen und sich küssen. Ja, es ist herrlich zu leben. Vor all dem sang und klang es in der Flasche wie in jungen Dichtern, die oft auch nichts von dem wissen, was sie besingen. Eines Morgens wurde sie gekauft. Der Laufbursche des Kirschners sollte eine Flasche Wein vom Besten bringen, und so kam sie in den Esskorb zu Schinken, Käse und Wurst. Dort gab es die herrlichste Butter, das feinste Brot. Die Kirschners Tochter selbst packte sie ein. Sie war so jung, so schön. Die braunen Augen lachten, ein Lächeln lag um ihren Mund, das ebenso sprechend war wie die Augen. Sie hatte feine, weiche Hände, so weiß waren sie. Doch Hals und Brust waren noch weißer. Man konnte sogleich sehen, dass sie eines der hübschesten Mädchen in der Stadt war. Und doch war sie noch nicht verlobt. Der Esskorb stand auf ihrem Schoß, als die Familie in den Wald hinausfuhr. Der Flaschenhals lugte unter den Zipfeln des weißen Tuches hervor. Der Pfropfen war mit rotem Lack verziert. Und sie schaute gerade in des jungen Mädchens Antlitz. Sie sah auch den jungen Steuermann an, der an der Seite des Mädchens saß. Es war ihr Jugendfreund, der Sohn eines Porträtmalers. Vor kurzem hatte er seine Steuermannsprüfung mit Ehren bestanden und sollte morgen mit seinem Schiffe fort nach fremden Ländern fahren. Hiervon war schon während des Einpackens viel die Rede gewesen. Und während davon gesprochen wurde, war just nicht viel Vergnügen in den Augen und um den Mund der schönen Kirschners Tochter zu sehen gewesen. Die beiden jungen Leute gingen in den grünen Wald und sprachen zusammen. Wovon sprachen sie wohl? Ja, das hörte die Flasche nicht, sie stand noch immer im Esskorb. Es dauerte merkwürdig lange, bis sie hervorgeholt wurde. Als es jedoch nun geschah, hatten sich auch erfreuliche Dinge ereignet. Alle Augen lachten und auch die Kirschners Tochter lachte, aber sie sprach weniger als zuvor und ihre Wangen glühten wie zwei rote Rosen. Der Vater nahm die gefüllte Flasche und den Korkenzieher. Ja, es ist ein wunderliches Gefühl, so zum ersten Mal geöffnet zu werden. Der Flaschenhals konnte seitdem niemals mehr diesen feierlichen Augenblick vergessen. Es hatte ordentlich Schwupp in ihm gesagt, als der Pfropfen herausging. Und dann gluckste es, als der Wein hinaus in die Gläser strömte. »Den Verlobten zum Wohle«, sagte der Vater. Jedes Glas wurde bis zur Neige geleert, und der Steuermann küsste seine schöne Braut. »Glück und Segen«, sagten die beiden Alten, und der junge Mann füllte die Gläser noch einmal. »Auf Heimkehr und Hochzeit, heut übers Jahr«, rief er, und als die Gläser geleert waren, ergriff er die Flasche, hob sie hoch empor und sagte, »Du bist am schönsten Tage meines Lebens mit dabei gewesen. Weiter sollst du keinem dienen.« Dabei warf er sie hoch empor. Damals dachte die Kirschners Tochter nicht daran, dass sie sie wiedersehen sollte, aber sie sollte es. Die Flasche fiel in das dichte Schilf an dem kleinen Waldsee. Der Flaschenhals erinnerte sich so lebhaft daran, als sei es heute geschehen, wie er dort im Schilfe gelegen und nachgedacht hatte. »Ich gab ihnen Wein und sie geben mir Sumpfwasser, aber es war gut gemeint.« Er konnte die Verlobten und die fröhlichen Alten nicht mehr sehen, aber noch lange hörte er sie jubilieren und singen. Dann kamen zwei kleine Bauernjungen, guckten zwischen das Schilf, erblickten die Flasche und nahmen sie mit. Nun war sie versorgt. Daheim in dem Waldhäuschen, wo sie wohnten, war gestern ihr ältester Bruder, der Seemann, gewesen und hatte Lebewohl gesagt, der auf eine größere Reise gehen sollte. Die Mutter stand nun und packte noch ein und das andere ein, womit der Vater am Abend in die Stadt gehen sollte, um den Sohn noch einmal vor der Abreise zu sehen und ihm seinen und der Mutter Gruß zu bringen. Eine kleine Flasche mit Kräuterbrandwein war in das Päckchen gelegt worden, doch nun kamen die Knaben mit der größeren Flasche, die sie gefunden hatten. Dort hinein ging mehr als in die kleine, und außerdem war es doch ein guter Schnaps gegen verdorbenen Magen. Er war auf Hypericum abgezogen.
Es war kein roter Wein wie zuvor, den die Flasche nun bekam. Sie bekam gar bittere Tropfen. Aber die sind auch gut, für den Magen. Die neue Flasche sollte mit, nicht die kleine. So kam die Flasche wieder auf die Wanderschaft und sie kam an Bord zu Peter Jensen. Das war gerade das gleiche Schiff, auf dem auch der junge Steuermann war. Aber er sah die Flasche nicht, er hätte sie wohl auch nicht wiedererkannt oder daran gedacht, dass es dieselbe sein könne, woraus er auf Verlobung und Heimkehr getrunken hatte. Freilich war kein Wein mehr darin, aber etwas ebenso Gutes. Sie wurde auch jedes Mal, wenn Peter Jensen sie hervorholte, der Apotheker genannt. Aus ihr schenkte man die gute Medizin, die dem Magen half. Und sie half so lange, wie noch ein Tropfen darin war. Das war eine fröhliche Zeit und die Flasche sang, wenn man sie mit dem Pfropfen rieb. Damals bekam sie auch den Namen der wahren Lerche. Peter Jensens Lerche. Lange Zeit war vergangen, sie stand leer in einer Ecke. Da geschah es. Ob es auf der Hinreise oder Rückreise war, wusste die Flasche nicht so genau, denn sie war nicht mit an Land gewesen. Da erhob sich ein Sturm. Hohe Seen, schwarz und schwer, wälzten sich heran. Sie hoben das Fahrzeug mit sich empor und schleuderten es wieder hinab. Eine Sturzsee schlug eine Planke ein. Die Pumpen konnten nichts mehr ausrichten. Es war stockfinstere Nacht und das Schiff sank. Aber in der letzten Minute schrieb der junge Steuermann auf ein Blatt: In Jesu Namen, wir sinken! Er schrieb den Namen seiner Braut, der seinen und des Schiffes darauf, steckte den Zettel in eine leere Flasche, die da stand, drückte den Pfropfen fest hinein und warf die Flasche hinaus in das stürmende Meer. Er wusste nicht, dass es die Flasche war, woraus einst der Hoffnung und der Freude wohlgetrunken worden war für ihn und für sie. Nun schaukelte sie auf den Wellen mit einem Gruß und einer Todesbotschaft. Das Schiff sank, die Mannschaft sank, aber die Flasche flog wie ein Vogel. Sie hatte ja ein Herz, einen Liebesbrief in sich. Und die Sonne ging auf und sie ging unter. Es war für die Flasche fast ebenso anzusehen wie der rote glühende Ofen in ihrer Jugend. Und sie hatte Sehnsucht, wieder hineinzufliegen. Sie trieb in Windstille und neuen Stürmen dahin, doch stieß sie an keine Felsenklippe. Kein Hai verschluckte sie. Länger als Jahr und Tag trieb sie umher, bald nach Nord, bald nach Süd, wie die Strömung sie führte. Im Übrigen war sie ihr eigener Herr, aber auch dessen kann man überdrüssig werden. Das beschriebene Blatt, das letzte Lebewohl des Bräutigams an die Braut, sollte nur Trauer bringen, wenn es dereinst in die rechte Hände geriet. Aber wo waren die Hände, die so weiß geleuchtet hatten, als sie das Tuch in das frische Gras im grünen Walde ausgebreitet am Verlobungstage? Wo war des Kirschners Tochter? Ja, wo war das Land? Und welches Land war wohl das nächste? Die Flasche wusste es nicht. Sie trieb und trieb und wurde schließlich des Treibens müde. Es war nicht ihre Bestimmung, aber sie trieb trotzdem, bis sie endlich Land erreichte. Ein fremdes Land. Sie verstand nicht ein Wort von dem, was gesprochen wurde. Es war nicht die Sprache, die sie zuvor hatte sprechen hören. Ja, es geht viel verloren, wenn man die Sprache nicht beherrscht. Die Flasche wurde aufgehoben und betrachtet. Der Zettel darin wurde gesehen, herausgenommen und nach allen Seiten gedreht und gewendet. Aber man verstand nicht, was darauf geschrieben stand. Sie begriffen wohl, dass die Flasche aus irgendeinem Grunde über Bord geworfen war. Und dieser Grund auf dem Papier geschrieben stand, aber was dort stand, war unbegreiflich. Und der Zettel wurde wieder in die Flasche gesteckt. Und diese kam in einen großen Schrank, in einer großen Stube, in einem großen Hause. Jedes Mal, wenn Besuch kam, wurde der Zettel hervorgeholt und gedreht und gewendet, sodass die Worte darauf, die nur mit Bleistift geschrieben waren, mehr und mehr unleserlich wurden. Zuletzt konnte niemand mehr erkennen, dass Buchstaben darauf waren. Die Flasche stand noch ein Jahr lang im Schranke, dann kam sie auf den Boden und wurde von Staub und Spinnweben bedeckt. Da dachte sie an die besseren Tage zurück, wo sie roten Wein im frischen Walde eingeschenkt und auf den Wogen schaukelte und ein Geheimnis zu tragen hatte, einen Brief, einen Abschiedsseufzer. Und nun stand sie wohl 20 Jahre auf dem Boden. Sie hätte noch länger dort stehen können, wäre das Haus nicht umgebaut worden.
Das Dach wurde abgerissen und die Flasche gefunden und besprochen, aber sie verstand die Sprache nicht. Die lernt man nicht vom auf dem Boden stehen, selbst in 20 Jahren nicht. Wäre ich unten in der Stube geblieben, sagte sie ganz richtig, dann hätte ich sie wohl gelernt. Sie wurde nun gewaschen und gespült, und das hatte sie auch nötig. Sie fühlte sich ganz klar und durchsichtig, sie wurde wieder jung in ihren alten Jahren, aber der Zettel, den sie in sich trug, war bei der Wäsche verloren gegangen. Die Flasche wurde nun mit Samenkörnern gefüllt, von welcher Art wusste sie nicht. Sie wurde zugekorkt und gut eingewickelt und sah weder Licht noch Laterne, geschweige denn Sonne oder Mond. Oder etwas müsste man doch sehen, wenn man auf Reisen ginge, meinte die Flasche. Aber sie sah nichts. Doch das Wichtigste tat sie. Sie reiste und kam dorthin, wohin sie sollte. Dort wurde sie ausgepackt. Was sie sich dort im Auslande für Umstände mit ihr gemacht haben, wurde gesagt. Und doch wird sie wohl gesprungen sein. Aber sie war nicht gesprungen. Die Flasche verstand jedes einzelne Wort, das gesagt wurde. Es war die Sprache, die sie am Schmelzofen und beim Weinhändler, im Walde und auf dem Schiffe vernommen hatte, die einzig richtige, gute alte Sprache, die man verstehen konnte. Sie war wieder in ihr Heimatland zurückgekommen. Sie bekam ihren Willkommensgruß. Vor Freude wäre sie ihn fast aus den Händen gesprungen. Sie merkte es kaum, wie der Korken herausgezogen, sie ausgeschüttet und in den Keller gesetzt wurde, um weggestellt und vergessen zu werden. In der Heimat ist es doch am besten, selbst im Keller. Es kam ihr nie in den Sinn, darüber nachzudenken, wie lange sie dort lag. Sie lag gut und lag jahrelang. Da kamen eines Tages Leute in den Keller herunter und holten mit den Flaschen auch sie herauf. Draußen im Garten herrschten Pracht und Herrlichkeit. Brennende Lampen hingen an Girlanden. Papierlaternen strahlten wie transparenten Tulpen. Es war ein herrlicher Abend. Das Wetter war still und klar. Die Sterne blinkten hell und der Neumond stand am Himmel. Eigentlich sah man den ganzen runden Mond wie eine blau-graue Kugel mit goldenem Rande. Und es sah gut aus für gute Augen. Die Nebengänge waren auch illuminiert. Wenigstens so hell, dass man darin vorwärts kommen konnte. Zwischen den Hecken waren Flaschen mit Lichtern aufgestellt. Dort stand auch die Flasche, die wir kennen und die dereinst als Flaschenhals enden sollte, als Vogelnapf. Sie fand in diesem Augenblicke alles unaussprechlich schön. Sie war wieder im Grünen, nahm wieder teil an Freud und Fest, vernahm Gesang und Musik. Das Geschwirr und Gesumm vieler Menschen, besonders von der Seite des Gartens, wo die Lampen brannten und die Papierlaternen ihre Farbenpracht zeigten. Sie selbst stand wohl abseits in einem Gang, aber just das regte sie zum Nachdenken an. Da stand nun die Flasche und trug ihr Licht, stand hier zum Nutzen und zur Freude, und das ist das Richtige. In solch einer Stunde vergisst man die 20 Jahre auf dem Boden, und es ist gut, das zu vergessen. Dicht an ihr vorbei ging ein einzelnes Paar Arm in Arm, wie das Brautpaar damals im Walde, der Steuermann und die Kirschnerstochter. Es war für die Flasche, als erlebe sie es noch einmal. Im Garten gingen Gäste und Leute, die diese und all die Pracht anschauen durften. Unter diesen war auch ein altes Mädchen, die keine Verwandten mehr, wohl aber Freunde besaß. Sie dachte ganz an dieselben Dinge wie die Flasche, an den grünen Wald, und ein junges Brautpaar, das ihr recht nahe ging, war sie doch selbst der eine Teil desselben. Das war ihre glücklichste Stunde gewesen, und die vergisst sich nie, auch wenn man eine noch so alte Jungfer wird. Aber sie erkannte die Flasche nicht, und diese erkannte sie nicht. So geht man einander vorüber in der Welt, bis man sich wieder begegnet. Und das taten die beiden, in der Stadt waren sie ja zusammengekommen. Die Flasche kam aus dem Garten zum Weinhändler, wurde wieder mit Wein gefüllt und an den Luftschiffer verkauft, der am nächsten Sonntag mit dem Ballon aufsteigen sollte. Das war ein Gewimmel von Menschen, die alle zuschauen wollten. Regimentsmusik erschallte und Vorbereitungen wurden getroffen. Die Flasche sah alles von einem Korbe aus, worin sie zusammen mit einem lebendigen Kaninchen lag. Das war ganz verzagt, weil es wusste, dass es mit aufsteigen sollte, um dann mit einem Fallschirm hinabgelassen zu werden. Die Flasche
wusste weder etwas von herauf noch herunter. Sie sah, dass der Ballon dicker und immer dicker aufschwoll und, als er nicht mehr größer werden konnte, sich emporzuheben begann. Höher und höher, immer unruhiger wurde er. Da durchschnitt man die Taue, die ihn hielten. Und er schwebte mit dem Luftschiffer, dem Korbe, der Flasche und dem Kaninchen himmelwärts. Die Musik setzte wieder ein und alle Menschen riefen: Hurra! Es ist doch ein merkwürdig Ding, so in die Luft zu gehen, dachte die Flasche. Das ist eine gute neue Art zu segeln, da oben kann man doch nicht laufen. Viele tausend Menschen sahen dem Ballon nach und die alte Jungfer sah ihm auch nach. Sie stand an ihrem offenen Dachkammerfenster, vor dem das Vogelbauer mit dem kleinen Hänfling hing, der damals noch kein Wasserglas hatte, sondern sich mit einer Tasse begnügen musste. Im Fenster stand ein Myrtenstock, der ein wenig beiseite gerückt worden war, um nicht hinuntergestoßen zu werden, während das alte Mädchen sich vorbeugte, um hinauszusehen. Sie sah deutlich den Luftschiffer im Ballon, der das Kaninchen mit dem Fallschirm hinabließ, dann auf aller Menschen wohl trank und die Flasche hoch in die Luft hinauswarf. Sie dachte nicht daran, dass sie just dieselbe Flasche schon einmal hatte so fliegen sehen, und zwar vor ihr und ihrem Freund an dem Freudentage draußen im grünen Walde in ihrer Jugendzeit. Die Flasche hatte gar keine Zeit zum Nachdenken übrig. So plötzlich, so unerwartet gelangte sie auf den Höhepunkt ihres Lebens. Türme und Dächer lagen tief unten. Die Menschen waren nur wie kleine Pünktchen zu sehen. Nun sank sie, und zwar mit einer anderen Geschwindigkeit als das Kaninchen. Die Flasche schoss Purzelbäume in der Luft. Sie fühlte sich so jung, so ausgelassen. Sie war noch halb berauscht vom Weine in ihr, aber nicht lange. Welch eine Reise! Die Sonne schien auf die Flasche nieder, alle Menschen sahen ihrem Fluge nach, der Ballon war schon weit weg und bald war auch die Flasche weg. Sie fiel auf eines der Dächer und dann war sie entzwei. Aber die Scherben waren noch so vom Fluge benommen, dass sie nicht liegen bleiben konnten. Sie sprangen und rollten, bis sie den Hof erreichten, um dort in noch kleinere Stücke zu zerspringen. Nur der Flaschenhals hielt. Er sah aus wie von einem Diamanten abgeschnitten. »Der könnte gut als Wassernäpfchen für einen Vogel verwendet werden«, sagte der Krämer im Keller. Aber er selbst hatte weder einen Vogel noch einen Bauer, und es wäre wohl etwas zu weit gegriffen, sich diese anzuschaffen, weil er nun einen Flaschenhals hatte, der als Wassernäpfchen verwendet werden könnte. Aber die alte Jungfer in der Dachkammer konnte ihn gebrauchen, und so kam der Flaschenhals zu ihr hinauf, bekam einen Pfropfen zu schlucken, und was er früher nach oben gekehrt hatte, kam nun nach unten, wie es gar oft bei Veränderungen zu geschehen pflegt. Er bekam frisches Wasser und wurde vor das Bauer zu dem kleinen Vogel gehängt, der so herzhaft sang, dass es schallte. »Ja, du hast gut singen«, das war es, was der Flaschenhals sagte, und der war ja etwas Besonderes, weil er in einem Luftballon gewesen war. Mehr wusste man nicht von seiner Geschichte. Nun hing er da als Vogelnäpfchen, konnte die Leute auf der Straße lärmen und sich tummeln hören und konnte das Gespräch der alten Jungfer drin in der Kammer mit anhören. Es war ihm Besuch gekommen, eine gleichaltrige Freundin, und sie sprachen zusammen, nicht von dem Flaschenhals, sondern von dem Myrtenbaum am Fenster. »Du solltest wahrhaftig nicht 2 Reichstaler wegwerfen für einen Brautkranz für deine Tochter«, sagte die alte Jungfer. »Du solltest von mir einen haben, und zwar einen hübschen, ganz voller Blüten. Siehst du, wie herrlich das Bäumchen steht? Ja, das ist ein Ableger von der Myrte, die du mir am Tag nach meiner Verlobung gegeben hast, von dem Stock, von dem ich mir einen Brautkranz schneiden sollte, wenn das Jahr um war. Aber der Tag kam nicht. Die Augen haben sich geschlossen, die mir zu Glück und Segen in diesem Leben leuchten sollten. Auf dem Meeresgrund schläft er süß, die Engelsseele. Das Bäumchen wurde ein alter Baum, aber ich wurde noch älter. Und als der Baum verdorrte, nahm ich den letzten frischen Zweig und setzte ihn in die Erde. Und dieses Zweiglein ist nun ein großer Baum geworden und kommt nun doch endlich zu seinem Hochzeitstart, wird deiner Tochter Brautkranz.« Es standen Tränen in des alten Mädchens Augen. Sie sprach von dem Freund ihrer Jugend, von der Verlobung im Walde. Sie dachte an das Wohl, das damals ausgebracht wurde. Dachte an den ersten Kuss,
aber das sagte sie nicht, war sie doch eine alte Jungfer. An so vieles dachte sie, aber daran dachte sie nicht, dass vor ihrem Fenster noch ein Andenken aus jener Zeit hing. Der Hals jener Flasche, der damals Schwupps sagte, als der Pfropfen knallte. Aber der Flaschenhals erkannte sie auch nicht, denn er hörte nicht darauf, was sie erzählte. Er dachte nur an sich. Die drei Schwestern mit den gläsernen Herzen. Es gibt Menschen mit gläsernen Herzen. Wenn man leise daran rührt, klingen sie so fein wie silberne Glocken. Stößt man jedoch derb daran, so gehen sie entzwei. Da war nun auch ein Königspaar, das besaß drei Töchter und alle drei hatten gläserne Herzen. Kinder, sagte die Königin, nehmt euch mit euren Herzen in Acht, sie sind eine zerbrechliche Ware. Und sie taten es auch. Eines Tages jedoch lehnte sich die älteste Schwester zum Fenster hinaus über die Brüstung und sah hinab in den Garten, wie die Bienen und Schmetterlinge um die Levkojen flogen. Dabei drückte sie sich ihr Herz. Kling ging es, wie wenn etwas zerspringt. Und sie fiel hin und war tot. Wieder nach einiger Zeit trank die zweite Tochter eine Tasse zu heißem Kaffee. Da gab es abermals einen Klang, wie wenn ein Glas zerspringt, nur etwas feiner wie das erste Mal, und auch sie fiel um. Da hob sie ihre Mutter auf und besah sie, merkte aber bald zu ihrer Freude, dass sie nicht tot war, sondern dass ihr Herz nur einen Sprung bekommen hatte, jedoch noch hielt. »Was sollen wir nun mit unserer Tochter anfangen?« ratschlagten der König und die Königin. »Sie hatte einen Sprung im Herzen, und wenn er auch nur fein ist, so wird es doch leicht ganz in zwei gehen. Wir müssen sie sehr in Acht nehmen.« Aber die Prinzessin sagte, »Lasst mich nur, manchmal hält das, was einen Sprung bekommen hat, nachher gerade noch recht lange.« Indessen war die jüngste Königstochter auch groß geworden und so schön, gut und verständig, dass von allen Seiten Königssöhne herbeiströmten und um sie fretten. Doch der alte König war durch Schaden klug geworden und sagte, »Ich habe nur noch eine ganze Tochter und auch die hat ein gläsernes Herz. Soll ich sie jemand geben, so muss es ein König sein, der zugleich glaser ist und mit so zerbrechlicher Ware umzugehen versteht.« Allein es war unter den vielen Freiern nicht einer, der sich gleichzeitig auf die Glaserei gelegt hätte, und so mussten sie alle wieder abziehen. Da war nun unter den Edelknaben im Schloss des Königs einer, der war beinahe fertig. Wenn er noch dreimal der jüngste Königstochter die Schleppe getragen hatte, so war er ein Edelmann. Dann gratulierte ihm der König und sagte ihm, »Du bist nun fertig und Edelmann. Ich danke dir, du kannst gehen.« Als er nun das erste Mal der Prinzessin die Schleppe trug, sah er, dass sie einen ganz königlichen Gang hatte. Als er sie ihr das zweite Mal trug, sagte die Prinzessin, »Lasst einmal einen Augenblick die Schleppe los. Gib mir deine Hand und führe mich die Treppe hinauf, aber fein zierlich, wie es sich für einen Edelknaben, der eine Königstochter führt, schickt.« Als er dies tat, sah er, dass sie auch eine ganz königliche Hand hatte. Sie aber merkte auch etwas. Was es aber war, will ich erst nachher sagen. Endlich, als er das dritte Mal die Schleppe trug, drehte sich die Königstochter um und sagte zu ihm, »Wie reizend du mir meine Schleppe trägst! So reizend hat sie mir noch keiner getragen!« Da merkte der Edelknabe, dass sie auch eine ganz königliche Sprache führte. Damit war er nun aber fertig und Edelmann. Der König dankte und gratulierte ihm und sagte, er könne nun gehen. Als er ging, stand die Königstochter an der Gartentüre und sprach zu ihm, »Du hast mir so reizend die Schleppe getragen wie kein anderer, wenn du doch Glaser und König wärst!« Darauf antwortete er, er wolle sich alle Mühe geben, es zu werden. Sie möge nur auf ihn warten, er käme gewiss wieder. Er ging also zu einem Glaser und fragte ihn, ob er nicht einen Glaserjungen gebrauchen könne. »Jawohl«, erwiderte dieser, »aber du musst 4 Jahre bei mir lernen. Im ersten Jahr lernst du die Semmeln vom Bäcker holen und die Kinder waschen, kämmen und anziehen. Im zweiten lernst du die Ritzen mit Kitt verschmieren, im dritten Glas schneiden und einsetzen und im vierten wirst du Meister.« Darauf fragte er den Glaser, ob er nicht von hinten anfangen könne, weil es dann doch schneller ginge.
Und dass der Glaser bedeutete ihm, dass ein ordentlicher Glaser immer von vorn anfangen müsse, sonst würde nichts Gescheites daraus. Damit gab er sich zufrieden. Im ersten Jahr holte er also die Semmeln vom Bäcker, wusch und kämmte die Kinder und zog sie an. Im zweiten verschmierte er die Ritzen mit Kitt, im dritten lernte er Glas schneiden und einsetzen und im vierten Jahre wurde er Meister. Darauf zog er sich wieder seine Edelmannskleider an, nahm Abschied von seinem Lehrherrn und überlegte sich, wie es anfinge, um nun auch noch König zu werden. Während er so auf der Straße, ganz in Gedanken versunken, einherging und aufs Pflaster sah, trat ein Mann an ihn heran und fragte, ob er etwas verloren habe, das er immer so auf die Erde sehe. Da erwiderte er, verloren habe er zwar nichts, aber suchen täte er doch etwas, nämlich ein Königreich, und fragte ihn, ob er nicht wisse, was er zu beginnen habe, um König zu werden. »Wenn du ein Glaser wärst«, sagte der Mann, »wüsste ich schon Rat.« »Ich bin ja gerade ein Glaser«, antwortete er, »und eben fertig geworden.« Als er dies gesagt hatte, erzählte ihm der Mann die Geschichte von den drei Schwestern mit den gläsernen Herzen und wie der alte König durchaus seine Tochter nur einem Glaser vermählen wolle. »Anfangs«, so sprach er, »war nur noch die Bedingung, dass der Glaser, der sie bekäme, auch noch ein König oder ein Königssohn sein müsse. Was ich aber keiner finden will, der alles beides ist, Glaser und König zugleich, so hat er etwas nachgegeben, wie es der Klügste immer tun muss, und zwei andere Bedingungen gestellt. Glaser muss er freilich immer noch sein, dabei bleibt es.« »Welches sind denn die beiden Bedingungen?« fragte der junge Edelmann. »Er muss der Prinzessin gefallen und Samtpatschen haben. Kommt nun ein Glaser, welcher der Prinzessin gefällt und auch Samtpatschen hat, so will ihm der König seine Tochter geben und ihn später, wenn er tot ist, zum König machen. Es sind nun auch schon eine Menge Glaser auf dem Schloss gewesen, aber der Prinzessin wollte keiner gefallen. Außerdem hatte sie auch alle keinen Samtpatschen, sondern grobe Hände, wie das von gewöhnlichen Glaser nicht anders zu erwarten ist.« Als dies der junge Edelmann vernahm, ging er in das Schloss, entdeckte sich dem König, erinnerte ihn daran, dass er bei ihm Edelknabe gewesen sei, und erzählte ihm, dass er seiner Tochter zuliebe Glaser geworden und sie nun gar gern heiraten, nach seinem Tode König werden wolle. Da ließ der König die Prinzessin rufen und fragte sie, ob der junge Edelmann ihr gefiele. Und als sie dies bejahte, weil sie ihn gleich erkannte, sagte er dann weiter, er solle nun auch seine Handschuhe ausziehen und zeigen, ob er auch Samtpatschen habe. Aber die Prinzessin meinte, dies sei unnötig, sie wisse es ganz genau, dass er wirklich Samtpatschen habe. Sie hätte es schon damals gemerkt, als er sie die Treppe hinaufgeführt hätte. So waren denn beide Bedingungen erfüllt. Und da die Prinzessin einen Glaser zum Mann bekam und noch dazu einen mit Samtpatschen, so nahm er ihr Herz sehr in Acht und es hielt bis an ihr seliges Ende. Die zweite Schwester aber, welche schon den Sprung hatte, wurde die Tante, und zwar die allerbeste Tante der Welt. Dies versicherten nicht bloß die Kinder, welche der junge Edelmann und die Prinzessin zusammenbekam, sondern auch alle anderen Leute. Die kleinen Prinzessinnen lehrte sie lesen, beten und Puppenkleider machen, den Prinzen aber besah sie die Zensuren. Wer eine gute Zensur hatte, wurde sehr gelobt und bekam etwas geschenkt. Hatte aber einmal einer eine schlechte Zensur, dann gab sie ihm einen Katzenkopf und sprach, »Sage einmal, sauberer Prinz, was du dir eigentlich vorstellst. Was willst du später einmal werden? Heraus mit der Sprache. Nun, wird's bald.« Und wenn er dann schnupste und sagte, »König«, lachte sie und fragte, »König? Wohl König Midas? König Midas hochgeboren mit zwei langen Eselsohren?« Dann schämte sich der, welcher die schlechte Zensur bekommen hatte, gewaltig. Und auch diese zweite Prinzessin wurde steinalt, obwohl ihr Herz einen Sprung hatte. Wenn sich jemand darüber wunderte, sagte sie regelmäßig, »Was in der Jugend einen Sprung kriegt und geht nicht gleich den zwei, das hält nachher oft gerade noch recht lange.« Und das ist auch wahr. Denn meine Mutter hat auch so ein altes Sahnetöpfchen, weiß, mit kleinen bunten Blumensträußchen besät. Das hat einen Sprung, solange ich denken kann, und hält immer noch.
Und seit es meine Mutter hat, sind schon so viele neue Sahnetöpfchen gekauft und immer wieder zerbrochen worden, dass man sie gar nicht zählen kann. Der alte Großvater und der Enkel. Es war einmal ein steinalter Mann, dem waren die Augen trüb geworden, die Ohren taub und die Knie zitterten ihm. Wenn er nun bei Tische saß und den Löffel kaum halten konnte, schüttete er Suppe auf das Tischtuch und es floss ihm auch etwas wieder aus dem Mund. Sein Sohn und dessen Frau ekelten sich davor und deswegen musste sich der alte Großvater endlich hinter den Ofen in die Ecke setzen und sie gaben ihm sein Essen in ein irdenes Schüsselchen und noch dazu nicht einmal satt. Da sah er betrübt nach dem Tisch und die Augen wurden ihm nass. Endlich auch konnten seine zittrigen Hände das Schüsselchen nicht festhalten, es fiel zur Erde und zerbrach. Die junge Frau schalt, er sagte aber nichts und seufzte nur. Da kaufte sie ihm ein hölzernes Schüsselchen für ein paar Heller, daraus musste er nun essen. Wie sie so dasitzen, so trägt der kleine Enkel von 4 Jahren auf der Erde kleine Brettlein zusammen. »Was machst du da?« fragte der Vater. »Ich mache ein Tröglein«, antwortete das Kind. »Daraus sollen Vater und Mutter essen, wenn ich groß bin.« Da sahen sich Mann und Frau eine Weile an, fingen endlich an zu weinen, holten alt sofort den alten Großvater an den Tisch und ließen ihn von nun an immer mitessen, sagten auch nichts, wenn er es ein wenig verschüttete. Venezia. Weit im Süden gibt es eine Märchenstadt, die jeder besuchen kann. Durch ihre Straßen plätschert das Meer und in der plätschernden Meerflut spiegeln sich Marmorpaläste. Es ist unmöglich, in der Stadt einen Wagen zu sehen und die 2 oder 3 Pferde, die es in ihr gibt, werden wie Menagerietiere bestaunt. Wenn die Ausrufer nicht lärmten, so würde man eine wunderbare Stelle in der Stadt haben, denn die Gondeln, die über das Wasser gleiten, hörst du kaum. Im Hafen liegen Seeschiffe. Sie kommen und sie gehen wieder. Am Ufer siehst du zuweilen die gelben und schwarzen Kinder Indiens in Afrika wandeln. Wie weich die Seeluft weht und wie zart blau der Himmel sich spannt. Schimmernde Inseln tauchen aus der Flut mit farbigen Häusern und gewölbten Domen. Auch eine Inselspitze mit grünen Gärten fern am Horizont. Der Lido heißt sie. Das Seewasser plätschert leise an den Marmorstufen des Ufers und die weiche Seeluft streicht über sie hinweg zwischen die Wunderbauten eines schmalen Platzes, auf dessen Marmorpflaster die Sonne brennt. Dann biegt sie links um einen einsam stehenden hohen Turm auf einen breiteren Platz. Dieser ist die Piazza von San Marco und die Märchenstadt heißt Venedig. 3 lange, kunstreiche Häuserfronten und eine seltsam prächtige Kirche fassen die Piazza ein. Marmorn ist die Kirche, Marmorn sind die Häuser, Marmorn ist das Pflaster. Ein Säulengang führt rings unter die Häuserfronten hin und die Säulen sind wieder Marmor. Eine unbeschreibliche Pracht. Auf der Piazza schwirrt und flattert es, duckt und gurrt. Das sind die Tauben von San Marco. Es ist Mittag und sie werden gefüttert und die Kinder stehen herum und sehen zu. Wenn die Tauben von San Marco satt sind, fliegen sie mit jauchzenden Flügeln auf die Kirche, den Turm, die umstehenden Häuser, deren 2 Prokuratien heißen, oder Himmel auf, so hoch, dass sie die ganze Märchenstadt sehen können. Welch ein Anblick! Die Häuser und Paläste glänzen in lichten Farben, die Meerflut zittert und blitzt,
Die schmalen schwarzen Gondeln schießen da und dort. Und die Häuser sind heute mit Blumen und Teppichen geschmückt. Die Schiffe sind überflattert von allen Wimpeln und Flaggen, die sie besitzen. Und auf den Kähnen befestigt man Lampignons, Papierlaternen und Kränze. Es ist ein Festtag heute. Aber die Tauben von San Marco senken die Flügel und schweben auf die Gebäude nieder. Und dort nicken sie einander geheimnisvoll zu und schütteln sich wohl, als hätten sie an dem Fest etwas auszusetzen. Sie wissen allerlei, was die Menschen nicht wissen. Es wird Nacht und die Tauben sitzen noch immer auf den Dächern. Heute ist die Nacht, in der sie nicht schlafen. Die Piazza ist hell erleuchtet wie ein Ballsaal und aus dem Menschengewühl drunten schallt Musik herauf. Im Hafen tummeln sich die Gondeln. Die farbigen Ballons leuchten durch die Nachtdunkel. Das Meer glänzt im Widerschein von Flammen. Eine Lichterstraße führt gleich einer hellen Brücke zum Lido hinüber, wo die Raketen und Feuergarben aufschießen wie alljährlich in dieser Nacht. Die Stunden verrinnen. Mitternacht ist lang vorüber. Auf der Piazza ist es leer und dunkel. Und leer und dunkel ist es im Hafen und auf der Riva, dem Hafenufer. Nur, dass am stahlblauen Himmel die Sterne scheinen und fern über dem Lido ein Schimmer liegt. Von irgendwo klingt leise Tanzmusik. Die springenden Ziffern der künstlichen Uhr auf der Piazza sind plötzlich verfinstert, als geschehe, was nun geschieht außerhalb der Zeit. Ein silberheller Pfiff schallt durch die Nacht. Die Tauben von San Marco hören ihn und wie ein Heer von Geistern schwirren sie von den Dächern nieder und verschwinden im Hof eines Palastes, der von der seltsam prächtigen Kirche bis zum Hafen reicht. Wohin? Ein Treppenaufgang ist dort, den man die Goldene Stiege nennt. Tief unter der Goldenen Stiege, zwischen den Grundmauern des Gebäudes, ist ein Saal. Ampeln hängen vor dem Gewölbe nieder, und die weißen geschliffenen Marmorwände leuchten von ihrem Schein mit Märchenglanz. Ein Teppich deckt den Boden, leuchtend rot und grün und blau. In den Saalecken stehen Marmorbilder und in einem Kamin lodert ein Feuer. Mitten im Saal streckt sich ein Ruhebett, auf dem eine hohe Frau sitzt. Das Licht der mächtigen Ampel über ihr fällt auf ihr rötlich-blondes Gelock, auf ihren weißen Nacken, auf die Stickerei des Kleides. Ein Diadem von Gold und Edelsteinen blitzt über der Stirn, Perlenschnüre schlingen sich durch ihr Haar, Korallen und Goldspangen sind ihr Schmuck. Eine königliche Frau. Regungslos lauscht sie, ein silbernes Pfeifchen in der Hand. Man hört das Kaminfeuer knistern und die Wellen des Kanals an der Mauer schlagen. Vor der Mitte der Mauer steigt eine gewundene Treppe aufwärts durch das Gewölbe. Und plötzlich rauscht es im Inneren der Treppe und hereinfliegen die Tauben von San Marco. Wie es raschelt und duckt und gurrt auf den Decken, die von dem Ruhebett niederhängen und zu den Füßen der hohen Frau auf dem Teppich. Sie aber spricht müde und traurig ein paar Worte in dem reichen Italienisch von Venedig. Die Tauben schwirren fort, geflügelte Boten, und sie bleibt wieder allein. Sie verlässt das Lager und nimmt von dem Marmorkamin ein Buch mit goldenen Deckeln, das trägt sie auf den Pfühl hin, schlägt es auf und liest darin. Nichts steht drinnen als Namen, uralte und mit späterer Schrift geschriebene, und sie flüstert einen nach dem anderen, bald stolz, bald traurig, bald zornig. Manchmal lächelt sie auch. Wenn sie die Rechte in die Lichtflut der Ampel bringt, so blinkt ein Ring am Ringfinger. Da regt es sich wieder auf der Treppe und kommt tiefer und tiefer. Wuchtige Tritte von Männern,
Und dann werden die Gestalten sichtbar, zumeist alt, mit ehrwürdigen Bärten und ernsten, faltigen Gesichtern. Des einen Haupt ist mit schwarzem Tuch verhüllt, und die anderen weichen ihm aus. Als er, gleich jenen, vor der hohen Frau niederkniet und den Nacken beugt, kann man sehen, wie ein roter Streifen um seinen Hals läuft und wie ihre Brauen sich zornig zusammenziehen. Und sie murmelt seinen Namen. Falieri. Immer mehr Menschen erscheinen. Der ganze Saal füllt sich. Sie tragen lange Brokatgewänder, Schwerter, goldene Ketten und wunderlich hohe spitze Mützen. Endlich erhebt sich die Frau von dem Pfühl. Im Arm das Buch mit den goldenen Deckeln. Mächtig ragt sie wie eine Göttin aus der Schar. Und mit lauter Stimme ruft sie in ihrer süßen Sprache: Dogen von Venedig, seid mir gegrüßt! Draußen durch die Nacht im Hafen gleitet mit Ballons und Lichtern ein Prachtschiff. Die Vergoldung des Kunstschmuckes an seinen Wänden glimmt mit stillem Glanz. Blumengewinde ziehen sich von Fenster zu Fenster und Blumengewinde sind die Taue, die zu den Segeln hinauflaufen. Um seine Mastspitzen fliegen wie eine dunkle Wolke die Tauben. In dem Kanal unter der Seufzerbrücke halten Gondeln und in jeder stehen zwei Leute, einer mit einem Ruder, der andere mit Fackeln. Da öffnet sich die Mauer und nun steigen sie aus dem tiefen Marmorsaal herauf, die hehre, blonde Frau und die Männer, und füllen die Gondeln. Die Gondolerie rudern sie unter die Treppenbrücke hin zu dem wundersamen Schiff. Geistergesichter schauen aus den Fenstern der Seufzerbrücke, durch die Gefängnisgitter und aus der Flut des Kanals, tödlich blass, und starren den Fahrzeugen nach. Vom Schiff hängt eine Treppe nieder, und als die Fackelträger nahen, flammt am Schiffsschnabel eine Inschrift auf. Bucintoro. Endlich ist alles oben. Die Segel des Wunderschiffes blähen sich auf, die Girlanden schwanken mit ihren Ballons und da gleitet es hinauf in den Sternenspiegel der Adria. Vorweg das Schiff, hinterher die Gondeln mit den Fackeln. Sie fahren weit hin in die Nacht, inmitten des Meeres hält das Schiff. Auf dem Vorderteil ist ein Baldachin errichtet, unter dem sitzt die hohe, prächtige Frau auf einem Thronsessel. Sie ist blasser und blasser geworden, je weiter sie auf das Meer hinausgekommen. Wie sie jetzt aufsteht und mit dem goldenen Buch im Arm an die Brüstung vortritt, ist ihr Auge umflort und ihre Lippen zittern. Sie legt das Buch auf den Boden, kniet darauf, und während sie sich über den Rand des Schiffes neigt, zieht sie den Goldreif vom Finger und wirft ihn dem Wasser zu. Die Gondeln umringen die Stelle und beleuchten sie durch Fackelschein. Sorgenvoll gespannt blicken die ernsten, bärtigen Gesichter unter den spitzen Mützen zu ihr nieder. Und über ihr schweben mit zitternden Flügeln die Tauben von San Marco und recken die Köpfe hinab. Gott des Meeres, mein Gatte, spricht die hohe Frau mit schwankender Stimme. So vermähle ich mich mit dir aufs Neue, die Verlassene, Verstoßene. Der blitzende Goldring ist in die Tiefe gesunken. Starr und atemlos blickt alles dahin, wo er durch die Fläche brach. Da dringt ein lichter Schein aus der Tiefe herauf. Breiter und breiter wird er. Flimmernde Kreise schlingen sich im Schoß des Wassers. Das sind lauter goldene Ringe, die durcheinander tanzen. An die tausend. Das Wasser ist durchleuchtet, als ob eine unterseeische Sonne schiene. Ein Schauer geht über den Leib der Frau. Und sie neigt sich weiter über die Brüstung und beobachtet einen dunklen Gegenstand, der durch den Glanz heraufquirlt.
Die Tauben senken sich so tief nieder, dass sie ihn vor ihr verdecken. Ihr Fittich scheint das Wasser zu streifen. Plötzlich stieben sie auseinander. Die eine aber trägt den dunklen Gegenstand im Schnabel und bringt ihn der stolzen blonden Frau. Ein bayernes, wachsüberzogenes Teffelchen. Darauf steht ein Wort eingekratzt. Dies Wort bedeutet nimmermehr. Nimmermehr, flüstert die schöne Frau. Sie lässt das Teffelchen in das Wasser fallen. Der Glanz drunten verlischt wie ihre Hoffnung. Sie stöhnt tief auf, als wäre sie todwund, und ihr Haupt sinkt schwer in die Hände. »War ich wirklich die Königin der Meere?« murmelt sie dumpf. »Die glückliche Fürstin, die geliebte Gattin, so lange. War ich das Weib, dem die Schätze des Meeres und der Erde zuflossen? 3 Königreiche gab bei mir zum Angebinde, auf den Sederstangen bei meinem Palast wehten ihre Flaggen. Kaiser und Könige hörte ich meine Schönheit preisen und meine Macht huldigen. Jahr und Jahr, an diesem Tage unserer Vermählung, habe ich mich geschmückt für meinen Gatten und wir haben unseren Bund erneuert. Aber es wurde lauer und endlich wurde er meiner müde. Ich weiß es wohl, warum. Wer gibt mir meine Jugend wieder?« Und die stolze Frau schluchzt bitterlich. »Er hat genommen, was er mir geschenkt hat und anderen geschenkt hat. Sypern hat er weggegeben, Kanadier, Morea, die kleinen Diamanten meiner Krone, auch alles, alles. Sie waren jung und blühend, denen er gab. Und ich wurde älter. Ich wusste, was kommen würde, und es kam. Er hat mich verlassen, verstoßen und in die Hand von Fremden gegeben. Fremde mussten mich erlösen und in das Haus meiner Mutter führen. Oh, du treuloser Gott! Und ich liebe dich doch und jedes Jahr buhle ich wieder um deine Liebe, wissend, dass es umsonst ist und dass du kein Wort für mich hast als das eine schreckliche Wort. Nimmermehr!« Ihr Leib bebt und ihre Tränen strömen. Fallende Blütenblätter von den Girlanden wehen nieder in ihr goldiges Haar. Endlich legt sich eine Hand auf ihre Schulter und die Stimme eines Greises, der hinter sie getreten ist, spricht trübe und tonlos. »Fürstin, es ist Zeit.« »Ja«, sagt sie, »es ist Zeit.« Und erhebt sich langsam. Sie wischt die Tränenspuren von ihrem Gesicht und der Greis hebt ihr das Buch auf und führt sie zu dem Thronsessel. Das Schiff segelt und die Gondolerie tauchen die Ruder ein und droben flattern mit klatschenden Flügeln die Tauben von San Marco. Fern über der Küste von Amazien geht der Mond auf. Schweigend gelangen sie in den Hafen, in den Gondeln und in den Saal mit den schimmernden Marmorwänden. Sie sehen nicht, wie die Geisterlichter in der Seufzerbrücke hinter den Gittern und auf dem Grund des Kanals sich höhnisch verziehen. »Bis übers Jahr«, sagt die stolze, unglückliche Frau zu den Männern, die sie geleitet haben. Und die Männer knien vor ihr nieder und neigen das Haupt, ehe sie treppauf gehen und verschwinden. Nun ist sie allein. Sie nimmt das goldene Buch, trägt es zum Kamin und wirft es in die Flammen. Die goldenen Deckel zerschmelzen und die Blätter verbrennen zu Asche. Und die hohe Frau seufzt tief auf. Dann geht sie zu dem Ruhebett, legt sich wie zum Schlafen zurecht und schlägt die Decken über sich zusammen, die auf den Teppich niedergehangen haben. Man sieht jetzt, dass die untere Seite derselben schwarz ist. Und man kann jetzt bemerken, dass das Ruhebett wie ein Sarkophag aussieht. Der Sarkophag ist von schwarzem Marmor und trägt eine goldene Inschrift, die lautet Venezia. Die Liegende schließt die Augen, das Feuer im Kamin verlöscht, die Ampeln brennen trüber und trüber, endlich sind sie auch verloschen. Im Saal herrscht Dunkel und Schweigen, bis auf das Wellenrieseln
an der Kanalmauer. Zur selben Zeit hält fern auf einer anderen Seite der Stadt beim Arsenal das Wunderschiff. Helle Flammen schlagen aus seinem Bauch und züngeln aus den Fenstern der Wände hinauf. Die Segel lodern, die Girlanden knistern und in den Planken kracht und knarrt es dumpf, bis alles in einer feurigen Lohe verschwindet. Endlich versinken die Trümmer zischend in der dunklen Flut und die Mondesdämmerung der Frühnacht schlägt über der Stelle zusammen. Auf den Dächern der Piazza aber sitzen die Tauben von San Marco und wachen den Morgen heran. Da fährt das Frühlicht über den Hafen. Die ersten Boote vom Lido, von Malmocco und von Tioggia schwimmen auf der Lagune und eine Glocke fängt an zu läuten. Nacheinander stimmen 100 andere ein. In der Gondel liegt träumend ein junger Mann und summt seine traurige Melodie zu den Rhythmen der Glocken, während seine Linke den Strohhut hält und seine Rechte in dem kühlen Wasser plätschert. Das ist der Einzige, der um das Märchen dieser Nacht weiß, denn er ist ein Sonntagskind und ein Dichter. Weit draußen im Meere ist das Wasser so blau wie die Blütenblätter der schönsten Kornblume und so klar wie das reinste Glas. Aber es ist dort sehr tief, tiefer als irgendein Ankertau reicht. Viele Kirchtürme müssten aufeinander gestellt werden, um von Grund bis über das Wasser zu reichen. Dort unten wohnt das Meervolk. Nun muss man nicht etwa glauben, dass dort nur der nackte weiße Sandboden sei. Da wachsen die wundersamsten Bäume und Pflanzen, deren Stiele und Blätter so geschmeidig sind, dass sie sich bei der geringsten Bewegung des Wassers rühren, als ob sie lebend wären. Alle Fische, klein und groß, schlüpfen zwischen den Zweigen hindurch, gerade wie hier oben die Vögel in der Luft. An der allertiefsten Stelle liegt des Meereskönigs Schloss. Die Mauern sind aus Korallen und die langen spitzen Fenster von allerklarsten Bernstein. Das Dach aber besteht aus Muschelschalen, die sich öffnen und schließen, je nachdem das Wasser strömt. Das sieht prächtig aus, denn in jeder liegen strahlende Perlen. Eine einzige davon würde der Stolz einer Königskrone sein. Der Meereskönig dort unten war seit vielen Jahren Witwer, aber seine alte Mutter besorgte sein Haus. Sie war eine kluge Frau, doch recht stolz auf ihren Adel. Deshalb trug sie 12 Austern auf dem Schwanze, während die anderen Vornehmen nur 6 tragen durften. Sonst verdiente sie großes Lob, besonders weil sie die kleinen Meeresprinzessinnen, ihre Enkelinnen, so liebte. Das waren 6 prächtige Kinder, aber die jüngste war die schönste von allen. Ihre Haut war so klar und zart wie ein Rosenblatt, ihre Augen so blau wie die tiefste See. Aber ebenso wie alle anderen hatte sie keine Füße. Ihr Körper endete in einem Fischschwanz. Den lieben langen Tag durften sie unten im Schlosse, wo lebendige Blumen aus den Wänden wuchsen, spielen. Die großen Bernsteinfenster wurden aufgemacht und dann schwammen die Fische zu ihnen herein, gerade wie bei uns die Schwalben hereinfliegen, wenn wir die Fenster aufmachen. Aber die Fische schwammen geradewegs auf die kleine Prinzessin zu, fraßen aus ihren Händen und ließen sich streicheln. Draußen vor dem Schlosse war ein großer Garten mit feuerroten und dunkelblauen Bäumen. Die Früchte strahlten wie Gold und die Blumen wie brennendes Feuer, indem sie fortwährend Stängel und Blätter bewegten. Der Boden selbst war der feinste Sand, aber blau wie Schwefelflamme. Über dem Ganzen dort unten lag ein seltsamer blauer Schein. Man hätte eher glauben mögen, dass man hoch oben in der Luft stände und nur Himmel über und unter sich sehe, als dass man auf dem Meeresgrunde sei. Bei Windstille konnte man die Sonne sehen,
Sie erschien wie eine Purpurblume, aus deren Kelche alles Licht strömte. Jede der kleinen Prinzessinnen hatte ihren kleinen Fleck im Garten, wo sie graben und pflanzen konnte, ganz wie sie wollte. Eine gab ihrem Blumenbeet die Gestalt eines Walfisches. Einer anderen erschien es hübscher, dass das ihre einem Meerweiblein glich. Aber die jüngste machte ihr Beet ganz rund wie die Sonne und hatte nur Blumen darauf, die so rot wie diese leuchteten. Sie war ein seltsames Kind, still und nachdenklich, und während die anderen Schwestern sich mit den merkwürdigsten Sachen, die aus gestrandeten Schiffen genommen waren, putzten, wollte sie nur, außer ihrer rosenroten Blumen, die der Sonne dort oben glichen, ein schönes Marmorbild haben. Es war ein herrlicher Knabe aus weißem, klaren Stein gehauen, der beim Stranden auf den Meeresboden gesunken war. Sie pflanzte neben dem Bilde eine rosarote Trauerweide, die prächtig wuchs und mit ihren frischen Zweigen darüber hing, bis auf den blauen Sandboden hinab, wo der Schatten sich violett färbte und gleich den Zweigen in sanfter Bewegung war. Es sah aus, als ob die Spitze und die Wurzeln miteinander spielten, als ob sie sich küssen wollten. Sie kannte keine größere Freude, als von der Menschenwelt über ihr zu hören. Die alte Großmutter musste ihr alles erzählen, was sie wusste von den Schiffen und Städten, Menschen und Tieren. Ganz besonders wunderbar und herrlich erschien es ihr, dass oben auf der Erde die Blumen dufteten, denn das taten sie auf dem Meeresboden nicht, und dass die Wälder grün waren und die Fische, die man dort auf den Zweigen sieht, so laut und lieblich singen konnten, dass es eine Lust war. Es waren die kleinen Vögel, die die Großmutter Fische nannte, denn sonst hätten es die Kinder nicht verstehen können, da sie nie einen Vogel gesehen hatten. »Wenn ihr euer 15. Jahr erreicht habt«, sagte die Großmutter, »so werdet ihr Erlaubnis bekommen, aus dem Meere emporzutauchen, im Mondschein auf den Klippen zu sitzen und die großen Schiffe vorbeisegeln zu sehen. Auch die Wälder und Städte sollt ihr dann sehen.« Im nächsten Jahr wurde die eine von den Schwestern 15 Jahre, aber die anderen, die eine war immer ein Jahr jünger als die andere, die jüngste musste also noch 5 Jahre länger warten, bevor sie den Meeresgrund aufsteigen und sehen konnte, wie es bei uns aussieht. Aber die eine versprach der anderen zu erzählen, was sie gesehen und am ersten Tage am schönsten gefunden hätte, denn ihre Großmutter erzählte ihnen nicht genug. Da war noch so vieles, worüber sie Bescheid wissen mussten. Keine war so sehnsuchtsvoll wie die jüngste. Gerade sie, die am längsten Zeit zu warten hatte und die so still und gedankenvoll war. Manche Nacht stand sie am offenen Fenster und sah hinauf durch das dunkelblaue Wasser, wo die Fische mit ihren Flossen und Schwänzen einherruderten. Mond und Sterne konnte sie sehen. Zwar leuchteten sie nur ganz bleich, aber durch das Wasser sahen sie viel größer aus als für unsere Augen. Glitt es dann gleich einer schwarzen Wolke unter ihnen dahin, so wusste sie, dass es entweder ein Walfisch war, der über ihr schwamm, oder ein Schiff mit vielen Menschen. Die dachten gewiss nicht daran, dass eine liebliche kleine Seejungfer unten stand und ihre weißen Hände gegen den Kiel emporstreckte. Nun war die älteste Prinzessin 15 Jahre alt und durfte zur Meeresoberfläche aufsteigen. Als sie zurückkam, wusste sie 100 Dinge zu erzählen. Das Herrlichste jedoch, sagte sie, wäre, im Mondschein auf einer Sandbank in der ruhigen See zu liegen und zu der großen Stadt dicht bei der Küste hinüberzuschauen, wo die Lichter blinkten wie 100 Sterne, die Musik und den Lärm und die Geräusche der Wagen und Menschen zu hören, die vielen Kirchtürme und Giebel zu sehen und zu hören, wie die Glocken läuteten. Und die Jüngste sehnte sich immer mehr nach diesem Allen, gerade weil sie noch immer nicht hinauf durfte. Oh, wie horchte sie auf, und wenn sie dann abends am offenen Fenster stand und durch das dunkelblaue Wasser hinaufsah, dachte sie an die große Stadt mit all ihrem Lärm und Geräusch. Und dann vermeinte sie, die Kirchenglocken bis zu sich herunterläuten zu hören. Ein Jahr danach bekam die zweite Schwester Erlaubnis, durch das Wasser aufzusteigen und zu schwimmen, wohin sie wollte. Sie tauchte auf, gerade als die Sonne unterging, und dieser Anblick erschien ihr der schönste. Der ganze Himmel habe wie Gold ausgesehen, sagte sie, und die Wolken, ja deren Herrlichkeit konnte sie nicht genug beschreiben. Rot und violett waren sie über ihr dahingesegelt, aber weit hurtiger als sie flog, wie ein langer weißer Schleier, ein Schwarm wilder Späne über das Wasser hin, wo die Sonne stand.
Sie schwamm ihr entgegen, aber sie sank und der Rosenschimmer erlosch auf der Meeresfläche und den Wolken. Im Jahre darauf kam die dritte Schwester hinauf. Sie war die dreisteste von allen. Darum schwamm sie einen breiten Fluss hinauf, der in das Meer mündete. Herrliche grüne Hügel mit Weinreben sah sie, und Schlösser und Bauernhöfe schauten zwischen den prächtigen Wäldern hervor. Sie hörte, wie alle Vögel sangen, und die Sonne schien so warm, dass sie untertauchen musste, um im Wasser ihr brennendes Antlitz zu kühlen. In einer kleinen Bucht traf sie eine Schar kleiner Menschenkinder. Ganz nackend liefen sie im Wasser umher und plätscherten. Sie wollte mit ihnen spielen, aber sie waren erschreckt davongelaufen, und ein kleines schwarzes Tier war gekommen. Das war ein Hund, aber sie hatte nie zuvor einen Hund gesehen. Der bellte sie so schrecklich an, dass sie es mit der Angst bekam und schnell in die offene See zu kommen suchte. Aber niemals konnte sie die prächtigen Wälder vergessen und die grünen Hügel und die niedlichen Kinder, die im Wasser schwimmen konnten, obwohl sie keinen Fischschwanz hatten. Die vierte Schwester war nicht so dreist. Sie blieb draußen mitten im wilden Meer und erzählte, dass gerade das Herrlichste gewesen wäre. Man sehe viele Meilen weit umher und der Himmel stände über einem wie eine große Glasglocke. Schiffe hätte sie gesehen, aber weit in der Ferne. Sie sehen aus wie Strandmöwen. Die lustigen Delfine hätten Purzelbäume geschlagen und die großen Walfische hätten aus ihren Nasenlöchern Wasser hoch in die Luft gespritzt, sodass es wie 100 Springbrunnen ringsumher ausgesehen habe. Nun kam die Reihe an die fünfte Schwester. Ihr Geburtstag fiel gerade in den Winter und darum sah sie, was die anderen das erste Mal nicht gesehen hatten. Das Meer nahm sich ganz grün aus und ringsum schwammen große Eisberge. Jeder sehe aus wie eine Perle, sagte sie, doch sei er größer als die Kirchtürme, die die Menschen bauten. In den seltsamsten Gestalten zeigten sie sich und funkelten wie Diamanten. Sie hatte sich auf einen der größten gesetzt und alle Segler kreuzten erschrocken in großem Bogen dort vorbei, wo sie saß und ihre Haare im Wind fliegen ließ. Aber gegen Abend überzog sich der Himmel mit schwarzen Wolken. Es blitzte und donnerte, während die schwarze See die großen Eisblöcke hoch emporhob und sie in rotem Lichte erglänzen ließ. Auf allen Schiffen nahm man die Segel herein und überall herrschte Angst und Grauen. Sie aber saß ruhig auf ihrem schwimmenden Eisberg und sah die blauen Blitze im Zickzack in die schimmernde See herniederschlagen. Das erste Mal, wenn eine der Schwestern über das Wasser emporkam, war jede entzückt über all das Neue und Schöne, was sie sah. Aber da sie nun als erwachsene Mädchen emporsteigen durften, wann sie wollten, wurde es ihnen gleichgültig. Sie sehnten sich wieder nach Hause zurück und nach eines Monats Verlauf sagten sie, dass es doch unten bei ihnen am allerschönsten sei. Man sei da so hübsch zu Hause. In mancher Abendstunde fassten sich die fünf Schwestern an den Händen und stiegen in einer Reihe über das Wasser hinauf. Herrliche Stimmen hatten sie, schöner als irgendein Mensch. Und wenn dann ein Sturm heraufzog, sodass sie annehmen konnten, dass Schiffe untergehen würden, so schwammen sie vor den Schiffen her und sangen so wundersam, wie schön es auf dem Meeresgrunde sei. Und sie baten die Schiffer, sich nicht zu fürchten vor dem Untergehen. Aber diese konnten die Worte nicht verstehen und glaubten, es wäre der Sturm. Und sie bekamen die Herrlichkeiten da unten auch nicht zu sehen, denn wenn das Schiff sank, ertranken die Menschen und kamen nur als Tote zu des Meereskönigs Schloss. Wenn die Schwestern so Arm in Arm am Abend durch die See hinaufstiegen, dann stand die kleine Schwester ganz allein und sah ihnen nach. Und es war ihr, als ob sie weinen müsste, aber Seejungfern haben keine Tränen und leiden darum viel schwerer. »Ach, wäre ich doch 15 Jahre«, sagte sie. »Ich weiß, dass ich die Welt da oben und die Menschen, die dort bauen und wohnen, recht in mein Herz schließen werde.« Endlich war sie 15 Jahre alt. »Sieh, nun bist du erwachsen«, sagte ihre Großmutter, die alte Königin Witwe. »Komm, komm nun und lass dich von mir schmücken wie deine anderen Schwestern.« Und sie setzte ihr einen Kranz von weißen Lilien ins Haar, aber jedes Blumenblatt war eine halbe Perle. Und dann ließ die Alte 8 große Austern sich im Schwanze der Prinzessin festklemmen, um ihren hohen Stand zu zeigen. »Das tut so weh«, sagte die kleine Seejungfer. »Ja, Adel hat seinen Zwang«, sagte die Alte. »Ach,
Sie würde so gern die ganze Pracht abgeschüttelt und den schwarzen Kranz weggelegt haben. Ihre roten Blumen im Garten kleideten sie viel besser. Aber das nutzte nun nichts mehr. »Lebe wohl«, sagte sie und stieg leicht und klar, gleich einer Blase im Wasser empor. Die Sonne war gerade untergegangen, als sie ihr Haupt aus dem Wasser erhob. Aber alle Wolken leuchteten noch wie Rosen und Gold. Und mitten in der zartroten Luft strahlte der Abendstern so licht und klar. Die Luft war mild und frisch und das Meer windstill. Da lag ein großes Schiff mit 3 Masten. Nur ein einziges Segel war aufgezogen, denn nicht ein Lüftchen rührte sich und rings im Tauwerk und auf den Stangen saßen Matrosen. Da war Musik und Gesang und als es abends dunkelte, wurden hunderte von bunten Lichtern angezündet. Und es sah aus, als ob die Flaggen aller Nationen in der Luft wehten. Die kleine Seejungfer schwamm bis dicht an das Kajütenfenster. Und jedes Mal, wenn das Wasser sie emporhob, konnte sie durch die spiegelklaren Scheiben sehen, wie viele geputzte Menschen darin standen. Aber der Schönste war doch der junge Prinz mit den großen schwarzen Augen. Er war gewiss nicht viel über 16 Jahre. Es war sein Geburtstag und darum herrschte all die Pracht. Die Matrosen tanzten auf dem Deck und als der junge Prinz heraustrat, stiegen über 100 Raketen in die Luft empor. Die leuchteten wie der klare Tag, sodass die kleine Seejungfer ganz erschreckt ins Wasser niedertauchte. Aber sie steckte bald den Kopf wieder hervor und da war es, als ob alle Sterne des Himmels auf sie herniederfielen. Niemals hatte sie solche Feuerkünste gesehen. Große Sonnen drehten sich sprühend herum, Feuerfische schwangen sich in die blaue Luft und alles spiegelte sich in der klaren, stillen See. Auf dem Schiff selbst war es so hell, dass man jedes kleine Tau sehen konnte. Wie viel genauer noch die Menschen. Ach, wie schön war doch der junge Prinz. Und er drückte den Leuten die Hand und lächelte, während die Musik in die herrliche Nacht hinausklang. Es wurde spät. Aber die kleine Seejungfer konnte die Augen nicht von dem Schiff und dem schönen Prinzen wegwenden. Die bunten Lichter waren gelöscht, Raketen stiegen nicht mehr empor und auch keine Kanonenschüsse ertönten mehr. Aber tief unten im Meere summte und brummte es. Sie saß inzwischen und ließ sich vom Wasser auf und nieder schaukeln, sodass sie in die Kajüte hineinsehen konnte. Aber jetzt bekam das Schiff stärkere Fahrt. Ein Segel nach dem anderen breitete sich aus, die Wogen gingen höher, große Wolken zogen herauf. Es blitzte in der Ferne. Ein schreckliches Unwetter war im Anzuge, deshalb nahmen die Matrosen die Segel ein. Das große Schiff schaukelte in fliegender Fahrt auf der wilden See. Die Wogen stiegen auf wie große schwarze Berge, die sich über die Masten wälzen wollten. Aber das Schiff tauchte wie ein Schwan zwischen den hohen Wogen nieder und ließ sich wieder emportragen auf die aufgetürmten Wasser. Die kleine Seejungfer schien es eine recht lustige Fahrt zu sein, aber den Seeleuten erschien es ganz und gar nicht so. Das Schiff knackte und krachte, die dicken Planken bogen sich bei den starken Stößen, mit denen sich die See gegen das Schiff warf. Der Mast brach mittendurch, als ob er ein Rohr wäre. Und das Schiff schlingerte auf die Seite, während das Wasser in den Raum drang. Nun sah die kleine Seejungfer, dass sie in Gefahr waren. Sie musste sich selbst in Acht nehmen vor den Balken und Schiffstrümmern, die auf dem Wasser trieben. Einen Augenblick war es so kohlschwarze Finsternis, dass sie nicht das Mindeste gewahren konnte. Aber wenn es dann blitzte, wurde es wieder so hell, dass sie alle auf dem Schiff erkennen konnte. Jeder tummelte sich, so gut er konnte. Besonders suchte sie nach dem jungen Prinzen und sie sah ihn, als das Schiff verschwand, in das tiefe Meer versinken. Zuerst war sie sehr froh darüber, denn nun kam er ja zu ihr herunter. Aber dann erinnerte sie sich, dass Menschen nicht unter dem Wasser leben können, dass er also nur als Toter hinunter zu ihres Vaters Schloss gelangen konnte. Nein, sterben durfte er nicht. Deshalb schwamm sie hin zwischen die Balken und Planken, die auf dem Meere trieben, und vergaß ganz, dass sie von ihnen hätte zermalmt werden können. Sie tauchte tief unter das Wasser, stieg wieder empor zwischen den Wogen und gelangte so zuletzt zu dem jungen Prinzen hin, der kaum mehr in der stürmischen See schwimmen konnte. Seine Arme und Beine begannen zu ermatten, die schönen Augen schlossen sich und er wäre gestorben, wenn nicht die kleine Seejungfer dazugekommen wäre. Sie hielt seinen Kopf über Wasser
und ließ sich so von den Wogen mit ihm treiben, wohin sie wollten. Am Morgen war das Unwetter vorüber. Vom Schiffe war nicht ein Span mehr zu sehen. Die Sonne stieg rot empor und glänzte über dem Wasser. Und es war gerade, als ob des Prinzen Wangen Leben dadurch erhielten. Aber die Augen blieben geschlossen. Die Seejungfer küsste seine hohe, schöne Stirn und strich sein nasses Haar zurück. Sie dachte, dass er dem Marmorbilde unten in ihrem kleinen Garten gliche. Und sie küsste ihn wieder und wünschte, dass er doch leben möchte. Nun sah sie vor sich das feste Land. Hohe blaue Berge, auf deren Gipfel der weiße Schnee schimmerte, als ob Schwäne dort oben lägen. Unten an der Küste waren herrliche grüne Wälder und vorn lag eine Kirche oder ein Kloster, das wusste sie nicht recht, aber ein Gebäude war es. Zitronen- und Apfelsinenbäume wuchsen dort im Garten und vor den Toren standen große Palmenbäume. Die See bildete hier eine kleine Bucht. Da war es ganz still, aber sehr tief. Bis dicht zu den Klippen, wo der feine weiße Sand angespült lag, schwamm sie mit dem schönen Prinzen, legte ihn in den Sand und sorgte besonders dafür, dass der Kopf hoch im warmen Sonnenschein lag. Nun läuteten die Glocken in dem großen weißen Gebäude und es kamen viele junge Mädchen durch den Garten. Da schwamm die kleine Seejungfer etwas weiter hinaus hinter ein paar große Felsen, die aus dem Meere aufragten, bedeckte ihre Brust und ihr Haar mit Meerschaum, so dass niemand ihr kleines Antlitz sehen konnte. Und dann passte sie auf, wer zu dem armen Prinzen kommen würde. Es dauerte nicht lange, bis ein junges Mädchen dahin kam. Sie schien sehr erschrocken, aber nur einen Augenblick. Dann holte sie mehrere Leute herbei und die Seejungfer sah, dass der Prinz wieder zu sich kam. Und alle anlächelte, aber hinaus zu ihr lächelte er nicht. Er wusste ja auch nicht, dass sie ihn gerettet hatte. Sie wurde sehr traurig, und als er in das große Gebäude geführt wurde, tauchte sie betrübt ins Wasser hinab und kehrte heim zu ihres Vaters Schloss. Immer war sie still und gedankenvoll gewesen, aber nun wurde sie noch weit mehr. Die Schwestern fragten sie, was sie das erste Mal dort oben gesehen habe, aber sie erzählte nichts. Manchen Abend und Morgen stieg sie auf zu der Stelle, wo sie den Prinzen verlassen hatte. Sie sah des Gartens Früchte reifen und gepflückt werden, sie sah den Schnee auf den hohen Bergen schmelzen, aber den Prinzen sah sie nicht und deshalb kehrte sie immer betrübter heim. Es war ihr einziger Trost, in dem kleinen Garten zu sitzen und ihre Arme um das schöne Marmorbild, das dem Prinzen glich, zu schlingen. Aber ihre Blumen pflegte sie nicht. Sie wuchsen wie in einer Wildnis über die Gänge hinaus und flochten ihre langen Stiele und Blätter in die Zweige der Bäume, so dass es dort ganz dunkel war. Zuletzt konnte sie es nicht länger aushalten und sagte es einer von ihren Schwestern. Und so bekam es schnell all die anderen zu wissen, aber nicht mehr als sie und noch ein paar Seejungfern, die es niemand weiter sagten, als ihren allernächsten Freundinnen. Eine von diesen wusste, wer der Prinz war. Sie hatte auch das Fest auf dem Schiffe gesehen und wusste, woher er war und wo sein Königreich lag. »Komm, Schwesterchen«, sagten die anderen Prinzessinnen, und Arm in Arm stiegen sie in einer langen Reihe aus dem Meere empor, dorthin, wo sie des Prinzen Schloss wussten. Dies war aus einer hellgelb glänzenden Steinart aufgeführt, mit großen Marmortreppen, von denen eine gerade bis zum Meere hinunterführte. Prächtige, vergoldete Kuppeln erhoben sich über dem Dache. Und zwischen den Säulen, die das ganze Gebäude umkleideten, standen Marmorbilder, die sahen aus, als ob sie Leben hätten. Durch das klare Glas in den hohen Fenstern konnte man in die prächtigsten Gemächer hineinsehen, wo kostbare Seidengardinen und Teppiche hingen und die Wände mit großen Gemälden geschmückt waren, so dass es ein wahres Vergnügen war, alles anzusehen. Mitten in dem größten Saal plätscherte ein großer Springbrunnen. Seine Strahlen sprangen hoch auf gegen die Glaskuppel in der Decke, wohindurch die Sonne auf das Wasser und die herrlichen Pflanzen schien, die in dem großen Marmorbecken wuchsen. Nun wusste sie, wo er wohnte, und so brachte sie manchen Abend und manche Nacht dort auf dem Wasser zu. Sie schwamm dem Lande weit näher, als es eine der anderen je gewagt hatte. Ja, sie drang bis weit in den schmalen Kanal unter dem prächtigen Marmoraltan ein, der einen langen Schatten über das Wasser warf. Hier saß sie und sah auf den jungen Prinzen, der sich ganz allein in dem klaren Mondschein glaubte.
An manchen Abend sah sie ihn mit Musik und wehenden Flaggen in seinem prächtigen Boot davonsegeln. Sie lugte zwischen dem grünen Schilfe hervor, und wenn der Wind mit ihrem langen silberweißen Schleier spielte und jemand das sah, dachte er, es sei ein Schwan, der seine Flügel höbe. Sie hörte in mancher Nacht, wenn die Fischer mit Fackeln auf dem Meer lagen, dass viel Gutes von dem jungen Prinzen berichtet wurde. Und da freute sie sich, dass sie ihn gerettet hatte, als er halb tot auf den Wogen trieb. Und sie dachte daran, wie fest sein Haupt an ihrer Brust geruht hatte und wie innig sie ihn da geküsst hatte. Aber er wusste nichts davon und konnte nicht einmal von ihr träumen. Mehr und mehr kam sie dazu, die Menschen zu lieben. Und mehr wünschte sie, zu ihnen hinaufsteigen zu können, denn die Menschenwelt erschien ihr weit größer als die ihre. Sie konnten zu Schiff über die Meere fliegen, auf die hohen Berge weit über den Wolken steigen, und ihre Länder erstreckten sich mit Wäldern und Feldern weiter, als sie blicken konnte. Da war so vieles, was sie gern wissen wollte, aber die Schwestern konnten ihr auf viele Fragen keine Antwort geben. Deshalb fragte sie die alte Großmutter, denn diese kannte die höhere Welt, wie sie sehr richtig die Länder oberhalb des Meeres nannte, recht gut. »Wenn die Menschen nicht ertrinken«, fragte die kleine Seejungfer, »können sie dann ewig leben? Sterben sie nicht, wie wir hier unten im Meere?« »Ja«, sagte die Alte, »sie müssen auch sterben, und ihre Lebenszeit ist sogar noch kürzer als die unsere. Wir können 300 Jahre alt werden, aber wenn wir dann aufgehört haben zu sein, so werden wir in Schaum auf dem Wasser verwandelt und haben nicht einmal ein Grab hier unten zwischen unseren Leben. Wir haben keine unsterbliche Seele. Wir erhalten nie wieder Leben. Wir sind gleich dem grünen Schilfe. Ist es einmal abgeschnitten, so kann es nie wieder grünen. Die Menschen dagegen haben eine Seele, die ewig lebt. Die lebt, auch wenn der Körper zur Erde zerfallen ist. Sie steigt auf in der klaren Luft und zu all den schimmernden Sternen empor. Gerade wie wir aus dem Meere auftauchen und die Länder der Menschen sehen, so tauchen sie zu unbekannten herrlichen Orten empor, die wir niemals erblicken werden. »Warum bekamen wir keine unsterbliche Seele?«, sagte die kleine Seejungfer betrübt. »Ich wollte all meine 100 Jahre, die ich zu leben habe, dafür hingeben, einen Tag ein Mensch zu sein und teilzuhaben an der himmlischen Welt.« »So etwas musst du nicht denken«, sagte die Alte. »Wir sind viel glücklicher und besser dran als die Menschen dort oben.« »Ich muss also sterben und als Schaum auf dem Meere treiben und darf nicht mehr der Wellenmusik hören, die herrlichen Blumen und die rote Sonne sehen? Kann ich denn gar nichts tun, um eine unsterbliche Seele zu gewinnen?« »Nein«, sagte die Alte, »nur wenn ein Mensch dich so lieb gewinnt, dass du für ihn mehr wirst als Vater und Mutter, wenn er mit all seinen Gedanken und seiner Liebe an dir hinge und den Priester deine rechte Hand in seine legen ließe, mit dem Gelübde der Treue hier und für alle Ewigkeit. Dann würde seine Seele in deinen Körper überfließen und du bekämst auch Teil an dem Glücke der Menschen. Er gäbe dir eine Seele und behielte doch die eigene. Aber das kann niemals geschehen. Was hier im Meere gerade als schön gilt, dein Fischschwanz, das finden sie hässlich oben auf der Erde. Sie verstehen es eben nicht besser. Man muss dort zwei plumpe Säulen haben, die sie Beine nennen, um schön zu sein.« Da seufzte die kleine Seejungfer und sah betrübt auf ihren Fischschwanz. »Lass uns fröhlich sein«, sagte die Alte. »Hüpfen und springen wollen wir in den 300 Jahren, die wir zu leben haben. Das ist eine ganz schöne Zeit. Später kann man sich umso sorgenloser in seinem Grabe ausruhen. Heute Abend haben wir Hofball.« Das war eine Pracht, wie man sie auf der Erde nie sehen konnte. Wände und Decken in dem großen Tanzsaal waren aus dickem, aber klarem Glase. Mehrere hundert riesige Muschelschalen, rosenrote und grasgrüne, standen in Reihen an jeder Seite mit einem blau brennenden Feuer, das den ganzen Saal erleuchtete und durch die Wände hinausschien, so dass die See draußen ebenfalls hell erleuchtet war. Man konnte all die unzähligen Fische sehen, große und kleine, die gegen die Glasmauern schwammen. Bei einigen schimmerten die Schuppen purpurrot, bei anderen wie Silber und Gold. Mitten im Saale floss ein breiter Strom, und auf diesem tanzten die Meermänner und Meerweiblein zu ihrem eigenen herrlichen Gesang. So süß klingende Stimmen gab es bei den Menschen auf der Erde nicht. Die kleine Seejungfer sang am schönsten von allen, und alle klatschten ihr zu.
Und einen Augenblick lang fühlte sie Freude im Herzen, denn sie wusste, dass sie die schönste Stimme von allem im Wasser und auf der Erde hatte. Aber bald dachte sie doch wieder an die Welt über sich. Sie konnte den schönen Prinzen nicht vergessen und auch nicht ihren Kummer darüber, dass sie nicht, wie er, eine unsterbliche Seele besaß. Deshalb schlich sie sich aus ihres Vaters Schloss, und während alle drinnen sich bei Gesang und Fröhlichkeit vergnügten, saß sie betrübt in ihrem kleinen Garten. Da hörte sie das Waldhorn durch das Wasser hinunter erklingen, und sie dachte, nun fährt er gewiss dort oben, er, den ich lieber habe als Vater und Mutter, er, an dem meine Gedanken hängen und in dessen Hand ich meines Lebens Glück legen möchte. Alles will ich wagen, um ihn und um eine unsterbliche Seele zu gewinnen. Während meine Schwestern dort drinnen in meines Vaters Schloss tanzen, will ich zur Meerhexe gehen, vor der ich mich immer so gefürchtet habe. Aber sie kann vielleicht raten und helfen. Nun ging die kleine Seejungfer aus ihrem Garten hinaus, zu dem brausenden Mahlstrom, hinter dem die Hexe wohnte. Diesen Weg war sie nie zuvor gegangen. Da wuchsen keine Blumen, kein Seegras. Und der nackte graue Sandboden streckte sich gegen den Mahlstrom, wo das Wasser wie brausende Mühlenräder im Kreise wirbelte und alles, was es erfasste, mit sich in die Tiefe riss. Mitten zwischen diesen zermalmenden Wirbeln musste sie dahin gehen, um in das Reich der Meerhexe zu gelangen. Dann gab es eine ganze Strecke keinen anderen Weg, als über heiß sprudelnden Schlamm, den die Hexe ihr Torfmoor nannte. Dahinter lag ihr Haus, mitten in einem seltsamen Walde. Alle Bäume und Büsche waren Polypen, halb Tier, halb Pflanze. Sie sahen aus wie hundertköpfige Schlangen, die aus der Erde wuchsen. Alle Zweige waren lange, schleimige Arme mit Fingern wie geschmeidige Würmer. Und Glied für Glied bewegten sie sich von der Wurzel bis zur äußersten Spitze. Alles, was in ihre Greifennähe kam im Meer, umschnürten sie fest und ließen es nicht wieder los. Die kleine Seejungfer blieb ganz erschrocken draußen stehen. Ihr Herz klopfte vor Angst, fast wäre sie wieder umgekehrt. Aber da dachte sie an den Prinzen und an die Menschenseele, und das machte ihr Mut. Ihr langes, wehendes Haar band sie fest um den Kopf, sodass die Polypen sie nicht daran ergreifen könnten. Beide Hände legte sie über der Brust zusammen und schoss von dannen, schnell wie nur ein Fisch durchs Wasser schießen kann. Mitten hinein zwischen die hässlichen Polypen, die ihre geschmeidigen Arme und Finger nach ihr ausstreckten. Sie sah, wie jeder von ihnen etwas, was er aufgegriffen hatte, mit 100 kleinen Armen festhielt, wie mit starken Eisenbanden. Menschen, die in der See umgekommen waren und tief heruntergesunken waren, sahen als weiße Gerippe aus den Armen der Polypen hervor. Steuerruder und Kisten hielten sie fest, Skelette von Landtieren und eine kleine Meerjungfer, die sie gefangen und erstickt hatten. Das erschien ihr fast als das Schrecklichste. Nun gelangte sie an einen großen, mit Schleim bedeckten Platz im Walde, wo große, fette Wasserschlangen sich wälzten und ihre hässlichen, weißgelben Bäuche zeigten. Mitten auf dem Platz war ein Haus errichtet aus ertrunkenen menschenweißen Gebeinen. Da saß die Meerhexe und ließ eine Kröte von ihrem Munde essen, gerade wie Menschen einen kleinen Kanarienvogel Zucker picken lassen. Die hässlichen, fetten Wasserschlangen nannte sie ihre kleinen Küchlein und ließ sie sich auf ihrer großen, schwammigen Brust wälzen. »Ich weiß schon, was du willst«, sagte die Meerhexe. »Das ist zwar dumm von dir, aber du sollst trotzdem deinen Willen haben, denn er wird dich ins Unglück stürzen, meine schöne Prinzessin. Du willst gern deinen Fischschwanz los sein und dafür zwei Stümpfe haben, um darauf zu gehen, ebenso wie die Menschen, damit der junge Prinz sich in dich verlieben soll und du ihn und eine unsterbliche Seele bekommen kannst.« Gleichzeitig lachte die Hexe so laut und scheußlich, dass die Kröte und die Schlangen zur Erde fielen und sich dort wälzten. »Du kommst gerade zur rechten Zeit«, sagte die Hexe. »Morgen, wenn die Sonne aufgeht, könnte ich dir nicht mehr helfen, bevor wieder ein Jahr um wäre. Ich will dir einen Trunk bereiten, mit dem sollst du, bevor die Sonne aufgeht, ans Land schwimmen, dich ans Ufer setzen und ihn trinken. Dann verschwindet dein Schwanz und schrumpft zusammen zu dem, was die Menschen hübsche Beine nennen. Aber es tut weh. Es wird sein, als ob ein scharfes Schwert durch dich hindurch ginge. Alle, die dich sehen, werden sagen, du seist das liebreizendste Menschenkind, das sie je gesehen hätten. Du behältst deinen schwebenden Gang. Keine Tänzerin wird schweben können wie du. Aber jeder Schritt, den du tust, wird sein, als ob du auf scharfe Messer trätest,
sodass dein Blut fließen muss. Willst du all dies erleiden, so werde ich dir helfen. Ja, sagte die kleine Seejungfer mit bebender Stimme und dachte an den Prinzen und die unsterbliche Seele. Bedenke aber, sagte die Hexe, hast du erst menschliche Gestalt bekommen, so kannst du nie wieder eine Seejungfer werden. Niemals wieder kannst du durch das Wasser zu deinen Schwestern niedersteigen und zu deines Vaters Schloss. Und wenn du die Liebe des Prinzen nicht erringst, sodass er um deinetwillen Vater und Mutter vergisst, mit all seinen Gedanken nur an dir hängt und den Priester eure Hände ineinander legen lässt, sodass ihr Mann und Frau werdet, so bekommst du keine unsterbliche Seele. Am ersten Morgen, nachdem er sich mit einer anderen vermählt hat, muss dein Herz brechen und du wirst zu Schaum auf dem Wasser. Ich will es, sagte die kleine Seejungfer und war bleich wie der Tod. Aber mich musst du auch bezahlen, sagte die Hexe. Und es ist nicht wenig, was ich verlange. Du hast die herrlichste Stimme von allen hier auf dem Meeresgrunde. Damit willst du ihn bezaubern, hast du dir wohl gedacht, aber die Stimme musst du mir geben. Das Beste, was du besitzest, will ich für meinen kostbaren Trank haben. Ich muss ja mein eigenes Blut für dich da reinmischen, damit der Trank scharf werde wie ein zweischneidiges Schwert. Aber wenn du mir meine Stimme nimmst, sagte die kleine Seejungfer, was behalte ich dann übrig? Deine schöne Gestalt, sagte die Hexe. Deinen schwebenden Gang und deinen sprechenden Augen. Damit kannst du schon ein Menschenherz betören. Na, hast du den Mut schon verloren? Streck deine kleine Zunge hervor, dann schneide ich sie ab. Zur Bezahlung, und du bekommst dafür den kräftigen Trank. Es geschehe, sagte die kleine Seejungfer, und die Hexe setzte ihren Kessel auf, um den Zaubertrank zu kochen. Reinlichkeit ist ein gutes Ding, sagte sie und scheuerte den Kessel mit Schlangen ab, die sie zu einem Knoten band. Nun ritzte sie sich selbst in die Brust und ließ ihr schwarzes Blut hineintropfen. Der Dampf nahm die seltsamsten Gestalten an, sodass einem Angst und Bange wurde. Jeden Augenblick tat die Hexe neue Sachen in den Kessel und als es recht kochte, war es, als ob ein Krokodil weint. Zuletzt war der Trank fertig. Er sah aus wie das klarste Wasser. Da hast du ihn, sagte die Hexe und schnitt der kleinen Seejungfer die Zunge ab. Nun war sie stumm und konnte weder singen noch sprechen. Sobald du von den Polypen ergriffen wirst, wenn du durch meinen Wald zurückgehst, sagte die Hexe, so wirf nur einen einzigen Tropfen von diesem Trank auf sie, dann springen ihre Arme und Finger in 1000 Stücke. Aber das brauchte die kleine Seejungfer gar nicht. Die Polypen zogen sich erschreckt vor ihr zurück, als sie den leuchtenden Trank sahen, der in ihrer Hand glänzte. Gerade, als ob sie einen funkelnden Stern hielte. So kam sie bald durch den Wald, das Moor und den brausenden Mahlstrom. Sie konnte ihres Vaters Schloss sehen, die Lichter in dem großen Tanzsaal waren gelöscht. Sie schliefen alle gewiss darin, aber sie wagte doch nicht, noch einmal hinzugehen, nun sie stumm geworden war und sie auf immer verlassen wollte. Es war, als ob ihr Herz vor Kummer zerspringen wollte. Sie schlich sich in den Garten, nahm eine Blume von jeder Schwester Beet, warf tausende Kusshände zum Schlosse hin und stieg durch die dunkelblaue See empor. Die Sonne war noch nicht aufgegangen, als sie des Prinzen Schloss erblickte und die prächtige Marmortreppe emporstieg. Der Mond schien wundersam klar. Die kleine Seejungfer trank den brennend scharfen Trank und es war ihr, als ob ein zweischneidiges Schwert durch ihre feinen Glieder ging. Sie wurde darüber ohnmächtig und lag wie tot da. Als die Sonne über die See schien, erwachte sie und fühlte einen schneidenden Schmerz. Aber gerade vor ihr stand der schöne junge Prinz. Er heftete seine kohlschwarzen Augen auf sie, sodass sie die ihren niederschlug. Und nun sah sie, dass ihr Fischschwanz fort war. Und sie die niedlichsten kleinen weißen Füßchen hatte, die nur ein Mädchen haben konnte. Aber sie war ganz nackend, darum hüllte sie sich in ihr langes, dichtes Haar. Der Prinz fragte, wer sie wäre und wie sie hergekommen sei, und sie sah ihn mild, aber doch traurig mit ihren dunkelblauen Augen an. Sprechen konnte sie ja nicht. Dann nahm er sie bei der Hand und führte sie in das Schloss. Jeder Schritt, den sie tat, war, wie die Hexe es ihr vorausgesagt hatte, als ob sie auf spitzen Nadeln und scharfe Messer trete. Aber das erduldete sie gerne. An des Prinzen Hand stieg sie so leicht wie eine Seifenblase empor. Und er und alle anderen verwunderten sich über ihren anmutig dahinschwebenden Gang.
Mit köstlichen Kleidern aus Seide und Musselin wurde sie nun bekleidet. Sie war die Schönste im Schlosse, aber sie war stumm, konnte weder singen noch sprechen. Wunderschöne Sklavinnen, gekleidet in Seide und Gold, traten hervor und sangen vor dem Prinzen und seinen königlichen Eltern. Eine von ihnen sang schöner als die andere, und der Prinz klatschte in die Hände und lächelte ihr zu. Da ward die kleine Seejungfer ganz traurig. Sie wusste, dass sie selbst weit schöner gesungen hatte. Und sie dachte, oh, wüsste er nur, dass ich, um in seiner Nähe zu sein, meine Stimme für alle Ewigkeit hingegeben habe. Nun tanzten die Sklavinnen liebliche, schwebende Tänze zu der herrlichen Musik. Da hob die kleine Seejungfer ihre schönen weißen Arme, erhob sich auf den Zehenspitzen und schwebte über den Boden hin. Und sie tanzte, wie noch keine getanzt hatte. Bei jeder Bewegung offenbarte sich ihre Schönheit anmutiger und ihre Augen sprachen tiefer zum Herzen als der Gesang der Sklavinnen. Alle waren entzückt. Besonders aber der Prinz, der sie sein kleines Findelkind nannte, und sie tanzte fort und fort, ob auch bei jedem Male, wenn ihr Fuß die Erde berührte, sie einen Schmerz fühlte, als ob sie auf scharfe Messer träte. Der Prinz sagte, dass sie immer bei ihm bleiben müsse, und sie bekam die Erlaubnis, vor seiner Tür auf einem samtenen Kissen zu schlafen. Er ließ ihr eine Knabentracht nähen, damit sie ihm auch zu Pferde folgen könne. Sie ritten durch die duftenden Wälder, wo die Zweige an ihre Schultern schlugen und die kleinen Vögel unter den frischen Blättern sangen. Sie kletterte mit dem Prinzen die hohen Berge hinauf, und obgleich ihre feinen Füße bluteten, dass selbst die anderen es sahen, lachte sie dessen und folgte ihm doch, bis sie die Wolken unter sich dahinsegeln sah, wie einen Schwarm Vögel, der nach fremden Ländern zog. Daheim auf des Prinzen Schloss, wenn nachts die anderen schliefen, ging sie die breite Marmortreppe hinab. Es kühlte ihre brennenden Füße, im kalten Meereswasser zu stehen. Und dann dachte sie derer unten in der Tiefe. Eines Nachts kamen ihre Schwestern Arm in Arm. Sie sangen so traurig, während sie über das Wasser dahin schwamm. Und sie winkte ihnen zu. Und sie erkannten sie und erzählten, wie traurig sie alle um sie seien. Sie besuchten sie von nun an jede Nacht. Und in einer Nacht sah sie weit draußen die alte Großmutter, die seit vielen Jahren nicht mehr über dem Wasser gewesen war, und den Meerkönig mit seiner Krone auf dem Haupte. Sie streckte die Arme nach ihr aus, aber wagte sich nicht so nah ans Land wie die Schwestern. Tag für Tag wurde sie dem Prinzen lieber. Er hatte sie lieb, wie man ein gutes und liebes Kind gern hat. Aber sie zu seiner Königin zu machen, kam ihm nicht in den Sinn. Und sie musste doch seine Frau werden, sonst erhielt sie keine unsterbliche Seele und musste an seinem Hochzeitsmorgen zu Schaum vergehen. »Hast du mich nicht am liebsten von allen?« schien der kleinen Seejungfer Augen zu fragen, wenn er sie in seine Arme nahm und sie auf die schöne Stirn küsste. »Ja, du bist mir die Liebste«, sagte der Prinz, »denn du hast das beste Herz von allen. Du bist mir am meisten ergeben und du gleichst einem jungen Mädchen, das ich einmal sehr gewiss nie wiederfinden werde.« Ich war auf einem Schiffe, das unterging. Die Wogen trieben mich bei einem heiligen Tempel an das Land, wo mehrere junge Mädchen die Tempeldienste verrichteten. Die Jüngste fand mich am Meeresufer und rettete mir das Leben. Ich sah sie nur zweimal. Sie ist die einzige in dieser Welt, die ich lieben könnte. Aber du gleichst ihr. Du verdrängst fast ihr Bild in meiner Seele. Sie gehört dem heiligen Tempel an und deshalb hat mein Glücksengel dich mir gesendet. Nie wollen wir uns trennen. Er weiß nicht, dass ich sein Leben gerettet habe, dachte die kleine Seejungfer. Ich trug ihn über das Meer zu dem Walde, wo der Tempel stand. Ich saß hinter dem Schaum und passte auf, ob Menschen kommen würde. Ich sah das schöne Mädchen, das er mehr liebt als mich. Und die Seejungfer seufzte tief, denn weinen konnte sie nicht. Das Mädchen gehört dem heiligen Tempel an, hat er gesagt. Sie kommt nie in die Welt hinaus, sie begegnen einander nicht mehr. Ich bin bei ihm, sehe ihn jeden Tag. Ich will ihn pflegen, ihn lieben, ihm mein Leben opfern. Aber nun sollte der Prinz sich verheiraten, mit des Nachbarskönigs schöner Tochter, erzählte man. Deshalb rüstete er auch so ein prächtiges Schiff aus. Der Prinz reiste, um des Nachbarkönigs Länder kennenzulernen, hieß es allerdings, aber es geschah im Grunde genommen, um des Nachbarkönigs Tochter kennenzulernen. Ein großes Gefolge sollte ihn begleiten. Aber die kleine Seejungfer schüttelte das Haupt und lächelte. Sie kannte die Gedanken des Prinzen weit besser als alle anderen. »Ich soll reisen«, hat er ihr gesagt. »Ich soll die schöne Prinzessin sehen, meine Eltern verlangen das.
aber zwingen wollen sie mich nicht, sie als meine Braut heimzuführen. Ich kann sie ja nicht lieben, sie gleicht nicht dem schönen Mädchen im Tempel, der du gleich siehst. Sollte ich einmal eine Braut wählen, so würdest du es eher werden, du, mein stummes Findelkind mit den sprechenden Augen. Und er küsste ihren roten Mund, spielte mit ihren langen Haaren und legte sein Haupt an ihr Herz, das von Menschenglück und einer unsterblichen Seele träumte. »Du hast doch keine Furcht vor dem Meere, mein stummes Kind«, sagte er, als sie auf dem prächtigen Schiff standen, das ihn des Nachbarkönigs Land führen sollte. Und er erzählte ihr vom Sturm und Windstille, von seltsamen Fischen in der Tiefe und was der Taucher dort gesehen hatte. Sie lächelte bei seiner Erzählung. Sie wusste ja besser als nur irgendein Mensch im Meere Bescheid. In der mondklaren Nacht, als alle schliefen außer dem Steuermann, der am Ruder saß, saß sie an der Brüstung des Schiffes und starrte durch das klare Wasser hinab, und sie vermeinte, ihres Vaters Schloss zu sehen. Obendrauf stand ihre alte Großmutter mit der Silberkrone auf dem Haupte und starrte durch die wilde Strömung zu des Schiffes Kiel hinauf. Da kamen ihre Schwestern über das Wasser empor, und sie schauten sie traurig an und rangen ihre weißen Hände. Sie winkte ihnen zu, lächelte und wollte erzählen, dass sie glücklich sei und es ihr gut gehe. Aber der Schiffsjunge näherte sich ihr, und die Schwestern tauchten hinab, so dass er glaubte, das Weiße, das er gesehen, sei Meeresschaum. Am nächsten Morgen fuhr das Schiff in den Hafen bei des Nachbarkönigs prächtiger Stadt ein. Alle Kirchenglocken erklangen, und von den hohen Türmen wurden die Posaunen geblasen, während die Soldaten mit wehenden Fahnen und blinkenden Bajonetten dastanden. Jeder Tag brachte ein neues Fest. Bälle und Gesellschaften folgten einander, aber die Prinzessin war nicht da. Sie war weit entfernt von hier in einem heiligen Tempel erzogen worden, sagte man. Dort lehre man sie alle königlichen Tugenden. Endlich traf sie ein. Die kleine Seejungfer stand begierig, ihre Schönheit zu sehen, und sie musste anerkennen, eine lieblichere Erscheinung hat sie nie gesehen. Die Haut war so fein und zart, und hinter den langen schwarzen Wimpern lächelte ein paar dunkelblauer, treuer Augen. »Du bist es«, sagte der Prinz, »du, die mich rettete, als ich wie tot an der Küste lag.« Und er schloss die errötende Braut in seine Arme. »Oh, ich bin allzu glücklich«, sagte er zu der kleinen Seejungfer. »Das Allerhöchste, auf was ich nie zu hoffen wagte, ist mir in Erfüllung gegangen. Du wirst dich mit mir über mein Glück freuen, denn du meinst es von allen am besten mit mir.« Und die kleine Seejungfer küsste seine Hand, und sie fühlte fast ihr Herz brechen. Sein Hochzeitsmorgen sollte ihr ja den Tod bringen und sie zu Meeresschaum verwandeln. Alle Kirchenglocken läuteten, Herolde ritten in den Straßen umher und verkündeten die Verlobung. Auf allen Altaren brannten duftende Öle in kostbaren Silberlampen. Die Priester schwangen die Räucherfässer und Braut und Bräutigam reichten einander die Hand und nahmen den Segen des Bischofs entgegen. Die kleine Seejungfer stand in Gold und Seide gekleidet und hielt die Schleppe der Braut. Aber ihre Ohren hörten nichts von der festlichen Musik. Ihre Augen sahen nicht die heilige Zeremonie. Sie dachte an ihre Todesnacht und alles, was sie in dieser Welt verlor. Noch am selben Abend gingen Braut und Bräutigam an Bord des Schiffes. Die Kanonen donnerten, alle Flaggen wehten und inmitten des Schiffes war ein königliches Zelt aus Gold und Purpur mit herrlichen Kissen errichtet. Dort sollte das Brautpaar in der kühlen, stillen Nacht schlafen. Die Segel bauschten sich im Winde und das Schiff glitt leicht und ohne große Bewegung über die klare See. Als es dunkelte, wurden bunte Lampen entzündet und die Seeleute tanzten lustige Tänze auf dem Deck. Die kleine Seejungfer musste des ersten Abends gedenken, da sie aus dem Meere auftauchte und dieselbe Pracht und Freude mit angesehen hatte. Und sie wirbelte mit dem Tanze, schwebte, wie die Schwalbe schwebt, wenn sie verfolgt wird. Und alle jubelten ihr Bewunderung zu, denn noch nie hatte sie so wundersam getanzt. Es schnitt wie mit scharfen Messern in ihre zarten Füße, aber sie fühlte es nicht, denn weit mehr schmerzte ihr Herz. Sie wusste, an diesem Abend sah sie ihn zum letzten Male. Ihn, um dessen Willen sie die Heimat verlassen hatte, für den sie ihre herrliche Stimme hingegeben hatte und für den sie tagtäglich unendliche Qualen erlitten hatte, ohne dass er es auch nur ahnte. Es war die letzte Nacht, dass sie dieselbe Luft mit ihm atmete, das tiefe Meer und den blauen Sternenhimmel erblickte. Ewige Nacht, ohne Gedanken und Träume warteten ihrer.
die eine Seele nicht hatte und sie nimmermehr gewinnen konnte. Und ringsum war Lust und Fröhlichkeit auf dem Schiffe bis weit über Mitternacht hinaus. Sie lächelte und tanzte mit Todesgedanken im Herzen. Der Prinz küsste seine schöne Braut und sie spielte mit seinem schwarzen Haar. Und Arm in Arm gingen sie zur Ruhe in das prächtige Zelt. Es wurde ruhig und still auf dem Schiffe. Nur der Steuermann stand am Ruder. Die kleine Seejungfer legte ihre weißen Arme auf die Schiffsbrüstung und sah nach Osten der Morgenröte entgegen. Der erste Sonnenstrahl, wusste sie, würde sie töten. Da sah sie ihre Schwestern aus dem Meere aufsteigen. Sie waren bleich wie sie selbst. Ihre langen, schönen Haare wehten nicht mehr im Winde. Sie waren abgeschnitten. Wir haben sie der Hexe gegeben, damit sie dir Hilfe bringen sollte und du nicht in dieser Nacht sterben musst. Sie hat uns ein Messer gegeben. Hier ist es. Siehst du, wie scharf es ist? Bevor die Sonne aufgeht, musst du es dem Prinzen ins Herz stoßen. Und wenn sein warmes Blut über deine Füße spritzt, wachsen sie zu einem Fischschwanz zusammen. Und du wirst wieder eine Seejungfer. Kannst du uns ins Wasser herniedersteigen und noch 300 Jahre leben, ehe du zu totem, kaltem Meeresschaum wirst. Beeile dich. Er oder du musst sterben, bevor die Sonne aufgeht. Unsere alte Großmutter trauert so sehr, dass ihr weißes Haar abgefallen ist, wie das unsere von der Schere der Hexe. Töte den Prinzen und komm zurück. Beeile dich. Siehst du den roten Streifen am Himmel? In wenigen Minuten steigt die Sonne empor. Und dann musst du sterben. Und sie stießen einen tiefen Seufzer aus und versanken in den Wogen. Die kleine Seejungfer zog den purpurnen Teppich vor dem Zelte fort und sie sah die schöne Braut, ihr Haupt an der Brust des Prinzen gebettet, ruhen. Da beugte sie sich nieder, küsste ihn auf seine schöne Stirn, sah zum Himmel auf, wo die Morgenröte mehr und mehr aufleuchtete, sah auf das scharfe Messer und heftete die Augen wieder auf den Prinzen, der im Traume den Namen seiner Braut flüsterte. Nur sie lebte in seinen Gedanken und das Messer zitterte in der Hand der Seejungfer. Dann aber schleuderte sie es weit hinaus in die Wogen. Sie glänzten rot, und wo es hinfiel, sah es aus, als ob Blutstropfen aus dem Wasser aufquollen. Noch einmal sah sie mit halb gebrochenen Augen auf den Prinzen. Dann stürzte sie sich vom Schiffe ins Meer hinab und fühlte, wie ihre Glieder sich in Schaum auflösten. Nun stieg die Sonne aus dem Meere empor. Ihre Strahlen fielen so mild und warm auf den todeskalten Meeresschaum, und die kleine Seejungfer fühlte den Tod nicht. Sie sah die klare Sonne, und über ihr schwebten hunderte von herrlichen, durchsichtigen Geschöpfen. Durch sie hindurch konnte sie des Schiffes weiße Segel sehen und des Himmels rote Wolken. Ihre Stimmen waren wie Musik, aber so geisterhaft, dass kein menschliches Ohr sie vernehmen konnte, ebenso wie kein menschliches Auge sie wahrnehmen konnte. Ohne Flügel schwebte sie durch ihre eigene Leichtigkeit in der Luft dahin. Die kleine Seejungfer sah, dass sie einen Körper hatte, wie diese Wesen, der sich mehr und mehr aus dem Schaume erhob. »Zu wem komme ich?«, fragte sie, und ihre Stimme klang wie die der anderen, so geisterhaft zart, dass keine irdische Musik es wiedergeben vermag. »Zu den Töchtern der Luft«, antworteten die anderen. »Seejungfrauen haben keine unsterbliche Seele und können nie eine erringen, es sei denn, dass sie die Liebe eines Menschen gewinnen. Von einer fremden Macht hängt ihr ewiges Dasein ab. Die Töchter der Luft haben auch keine unsterbliche Seele, aber sie können sich durch gute Taten selbst eine schaffen. Wir fliegen zu den warmen Ländern, wo die schwüle Pestluft die Menschen tötet. Dort fächeln wir Kühlung. Wir verbreiten den Duft der Blumen durch die Lüfte und senden Erquickung und Heilung. Wenn wir 300 Jahre lang danach gestrebt haben, alles Gute zu tun, was wir vermögen, so erhalten wir eine unsterbliche Seele und nehmen teil an der ewigen Glückseligkeit der Menschen. Du arme kleine Seejungfer hast von ganzem Herzen dasselbe erstrebt wie wir. Du hast gelitten und geduldet, hast dich nun zur Welt der Luftgeister erhoben und kannst jetzt selbst durch gute Werke dir eine unsterbliche Seele schaffen, nach 300 Jahren. Und die kleine Seejungfer hob ihre durchsichtigen Arme empor zu Gottes Sonne. Und zum ersten Male fühlte sie Tränen in ihre Augen steigen. Auf dem Schiffe erwachte wieder Geräusch und Leben. Sie sah den Prinzen mit seiner schönen Braut nach ihr suchen. Wehmütig starrten sie in den wogenden Schaum, als ob sie wüssten, dass sie sich in die Wogen gestürzt hatte. Unsichtbar küsste sie die Stirn der Braut, lächelte dem Prinzen zu
und stieg dann mit den anderen Kindern der Luft zu der rosenroten Wolke hinauf, die über ihnen dahinsegelte. In 300 Jahren schweben wir so in Gottes Reich. Auch noch frühzeitiger können wir dorthin gelangen, flüsterte eine der Lufttöchter ihr zu. Unsichtbar schweben wir in die Häuser der Menschen, wo Kinder sind. Und um jeden Tag, an dem wir ein gutes Kind finden, das seinen Eltern Freude macht und ihre Liebe verdient, verkürzt Gott unsere Prüfungszeit. Das Kind weiß nicht, wann wir in die Stube fliegen. Und wenn wir vor Freude über ein Kind lächeln, so wird uns ein Jahr von den 300 geschenkt. Aber wenn wir ein unartiges und böses Kind sehen, dann müssen wir Tränen des Kummers vergießen. Und jede Träne legt unsere Prüfungszeit einen Tag hinzu. Der Brautspiegel. Es hat mir einmal einer die Geschichte von dem Brautspiegel und dem kleinen Herrn Leisegang erzählt, als ob sie ihm passiert wäre. Aber sie ist gewiss nur ein Märchen. Er erzählte ungefähr so. Als ich ein halbwüchsiger Knabe war, etwa 12 Jahre alt, da hatten wir eben die Franzosenzeit hinter uns, in der so viele Zöpfe abgeschafft worden sind. Auch die Zöpfe, die bis dahin die Männer getragen hatten, weil es so Mode gewesen war. Nur einige alte Käuze, welche die Veränderung nicht liebten, ließen sich fort und fort ihren Zopf einbinden, wenn sie dazu am Hinterhaupt noch Haar genug hatten. Und wenn nicht, so trugen sie ihre Zopfperücke. Es kümmerte sie wenig, dass sie von der lieben Jugend deswegen geneckt wurden. In meinem Heimatstädtchen hatte nur einer die alte Zierde beibehalten. Und das war der kleine Herr Leisegang, ein wunderliches, etwas erwachsenes Männlein. Er trug sich überhaupt sehr auffallend. Auf dem Haupt hatte er einen Dreispitz und im Übrigen einen grünen Frack voller Messingknöpfe oder sogenannten Jagdschniepel. Dazu schwarzsamtene Kniehosen, seidene hohe Strümpfe und Schnallenschuhe. Es hieß, er habe diese Sachen von einem alten Baron bekommen, dem ein benachbartes Herrschaftsgut gehört hatte. Das musste aber schon eine ziemliche Weile her sein, denn die Sachen waren sehr abgeschabt, wenngleich stets sauber gebürstet. Das Ergötzlichste an ihm war für uns Kinder jedenfalls der Zopf. Ich habe später erfahren, dass er Magister gewesen war und Pfarrer hatte werden wollen, aber daraus ist nichts geworden. Er war bei dem alten Baron geblieben, bei dessen Sohn er als Hauslehrer gewesen war, und der sollte ihn darum behalten haben, weil er sich auf gewisse geheime Künste verstanden hätte. Nach des alten Tod lebte er einsam in einem Häuschen am Waldgraben, von einer kleinen Gnadenpension aus dem Barons Hinterlassenschaft. Sehr sonderbar war es, womit er sich beschäftigte. Er war nämlich Freiwerber, das heißt, wenn ein junger Mann heiraten wollte, so half er ihm, eine Frau aufzusuchen und umgekehrt. Es gibt noch ein paar solcher Freiwerber in der Gegend, aber er war der berühmteste. Denn wenn er einmal eine Sache in die Hand nahm, dann ruhte er nicht, bis sie gelang und das zukünftige Paar und die Eltern ja gesagt hatten. Und alle Ehen, die er gestiftet, waren die glücklichsten von der Welt geworden. Freilich übernahm er auch nicht jede Ehestiftung. Manche junge Leute schickte er mit dem Bescheid fort, sie sollten unverheiratet bleiben, sonst würden sie unglücklich. Und wenn sie darauf nicht hörten, so geschah das wirklich. Geld nahm er für seine Dienste niemals. Für uns Kinder war das ein lustiges Leben in der Stadt. Viel zu lernen brauchten wir damals nicht und für den Zeitvertreib bot die Gegend alle Gelegenheit. Der Landstrich, in dem die Stadt lag, war zwar flach wie ein Teller, aber wir hatten zwei Teiche zur Verfügung, ferner ein Wäldchen, Gräben und Wälle bei der alten Stadtmauer und mitten in der Stadt sogar ein altes Schloss mit Zugbrücke, Schlossgraben und einem unterirdischen Gang. Wir waren sehr zu beneiden. Endlich gab es genug Personen, wie wir ihrer für unseren Mutwillen bedurften, und mutwillig waren wir sehr, ich aber am meisten. Zu diesen Personen gehörte eben der Herr Leisegang. Hätte er freundlich mit uns gesprochen oder wäre er lustig gewesen, so würden wir ihn nicht geärgert haben. Aber er war immer ernsthaft und gravitätisch. Wenn er mit seinem dicken Bambusstock und dem wackelnden Zopf über die Straße ging, und er kümmerte sich um uns gar nicht. Deshalb traf es mich auch wie ein Blitz, als er das erste Mal Notiz von uns nahm und von mir ganz besonders. Es war einmal in der Abenddämmerung und wir trieben unser Wesen auf dem Pflaster.
Da kam ein rothaariger Junge um die Marktecke gesprungen und brachte die Botschaft: Herr Leisegang kommt! Schnell, stellt euch an die Wand, sagte ich. Wir sind der Gesangsverein und wir wollen ihm eins singen. Ich werde euch gleich ein Lied machen. Nun überlegte ich einen Augenblick und dann war das Lied fertig. Es hieß: Hückelchen, Pückelchen, Leisegang, hat einen Zopf drei Ellen lang, hat zwei Strümpf und keine Waden, hat zwei Beine wie ein Faden. Herr Leisegang hatte wirklich sehr dünne Beine, aber es war doch ein recht ungezogener Vers. Ich machte den Gesangsmeister, schwang meinen Stock in der Hand und drehte der Straße den Rücken. Deshalb mussten die Sänger mir ansagen, wann Herr Leisegang vorüberginge. Jetzt, sagte der eine, und nun schwang ich den Stock und der Gesangsverein schrie: Pöckelchen, Pöckelchen, Leisegang, hat einen Zopf drei Ellen lang, hat zwei Strümpfe und keine Waden, hat... Schon bei den ersten Worten schlichen sich etliche Sänger davon, und beim dritten hat stob alles auseinander und ein Stock legte sich auf meine Schulter. Wie ich mich umsah, da stand Herr Leisegang vor mir und seine schwarzen Augen blickten mich aus dem glattrasierten, faltigen Gesicht durchdringend an. Ich wollte fort, aber ich war wie gelähmt. Herr Leisegang sagte nach einer Weile mit einer krächzenden Stimme: Hey, wir sind ein kluger Bursch, weiß schon, weiß schon. Aber hier fehlt's, hier. Und damit stieß er mit der Spitze seines dicken Bambusstockes auf meine Brust, gerade dahin, wo das Herz so heftig hämmerte. Dann wandte er sich um und ging weiter. Die verscheuchten Küchlein sammelten sich wieder. Sie wollten wissen, was er gesagt hätte, aber ich behielt es für mich, weil ich mich schämte. Du, er hat dich ja gestoßen, sagte der Rothaarige. Das müssen wir ihn eintränken. Jenes war richtig. Ich fühlte noch immer den Stock auf der Brust und dies Gefühl wollte sich nachher ein paar Tage lang nicht verlieren. Es ärgerte mich jetzt jedoch, dass er mich gestoßen hatte. Ja, sprach ich, dafür geben wir ihm noch etwas. Denk dir noch ein Lied aus, hieß es. Das singen wir, wenn er wiederkommt. Wir wollen ihm ein Ständchen vor seinem Haus bringen, entschied ich. Das ist etwas Neues. Aber um das Neue dabei war es mir eigentlich nicht zu tun, sondern nur darum, dass er mich dabei nicht sehen sollte. Ich fürchtete mich vor den kleinen schwarzen Augen, die mich soeben durchschaut hatten. Wir stürmten aus dem Wall hinaus und warteten, bis er kam. Wir sahen das nur an dem Licht, das sich jenseits des Grabens in dem kleinen Haus entzündete. Dies Häuschen war in die Mauer gebaut und hatte nach der Grabenseite keinen Ausgang. Vor einem Überfall durch den Alten waren wir also sicher. Als wir möglichst geräuschlos die Grabenwand hinaufkletterten, starrten uns die beiden hellen Fenster in der dichten Efeu-Überrankung wie glühende Augen an. Es war schon dunkler Herbstabend. Ich versteckte mich etwas hinter den anderen, welche auch ein wenig kleinlaut geworden waren. Ich dachte an die Künste, die Herr Leisegang verstehen wollte, und es kam mir vor, als ob das Licht der Fenster bald heller, bald dunkler würde und als ob sich wundersame Töne hören ließen, wie von schnarrenden Saiten. Das neue Lied war schon vorher richtig einstudiert, und so fasste ich mir denn ernstlich ein Herz und gab das Zeichen. Und wie der Lärm des wilden Heeres tobte es: Herr Leisegang, Herr Leisegang, verschafft mir einen Mann. Es koste, was es kosten mag, 4 Groschen wend ich dran. Wohl 6-mal wurde das wiederholt. Immer fing einer aufs Neue an, wenn wir zum Schluss gekommen waren. Aber da geschah plötzlich etwas Überraschendes. Ein Strom hellen Lichtes, fast wie Sonnenlicht so hell, schoss aus dem einen Fenster über uns hernieder, dass wir geblendet die Augen schließen mussten. Zuvor aber hatte ich noch mit schnellem Blick erkannt, dass am zweiten Fenster die Gestalt des Herrn Leisegang erschien und dass derselbe, anstatt der Perücke mit dem Zopf, eine weiße Zipfelmütze auf dem Kopf trug. Nur ein paar Augenblicke verloren wir die Fassung, dann stürzte alles Kopf über den Abhang hinunter und kletterte drüben auf den Wall. Das war leicht genug, denn immer war es taghell um uns, bis auf den Wall verfolgte uns das gespenstische Licht vom Fenster des Herrn Leisegang. Dann wurde es plötzlich dunkel, mit einem Schlag. Die Fenster drüben glommen trübe wie zuvor, und wir verloren uns nach Hause, ohne recht zu wissen, wie wir dahin kamen. Die Nacht träumte ich, der Spazierstock des Herrn Leisegang stände auf meinem Herzen. Er hatte sich aber oben in ein dickes Licht verwandelt, wie sie der Küster immer in der Kirche anzündete. Und Herr Leisegang kam im schwarzen Küsteranzug, den Flor über den Arm geschlagen, und steckte das Licht an. Es brannte so hell, dass mir die ganze Nacht die Augen wehtaten.
Den anderen Tag war mir nicht wohl zumute. Ich hatte eine unbestimmte Ahnung, als ob mir die Strafe des Herrn Leisegang drohe. Gewiss hatte er mich bei dem wunderbaren Licht erkannt. Ich lebte in der Stadt bei meiner Tante Salome, die mich sehr lieb hatte, aber im Ganzen streng hielt. Sie war unverheiratet und wohnte recht hübsch, und ich war der Schule wegen zu ihr getan worden, als meine Eltern auf das Land gezogen waren. Da saß sie denn am Nachmittag strickend und ich nicht weit von ihr über die Schularbeiten, als es an die Türe klopfte. »Herein«, sagte Tante Salome, und herein trat Herr Leisegang. Ich wollte vor Scham unter den Tisch sinken, als die kleinen schwarzen Augen mich streiften und wurde rot bis über die Ohren. Doch kümmerte sich Herr Leisegang nicht weiter um mich, sondern sagte bloß, »Ich hätte mit der Jungfer ein paar Worte und dafür Augen zu reden.« »Wenn's beliebt«, sprach die Tante, sperrte das Nebenzimmer auf und ging mit Herrn Leisegang hinein. Mein Mut war dahin. Ich ließ die Tafel und Bücher im Stich und flog die Treppe hinunter auf die Straße. Als ich am Abend verschüchtert ins Zimmer trat, sagte die Tante erst eine Weile gar nichts. Dann holte sie aus einem Schrank meinen Sonntagsrock und die neue Mütze, legte sie neben mich auf den Stuhl und sprach, »Zieh dich an, du wirst auf die Mauer zum Herrn Leisegang gehen.« »Was soll ich denn da? Ihn um Verzeihung bitten, muss ich dir das wirklich erst noch sagen?« »Allein gehe ich nicht zum Herrn Leisegang, ich fürchte mich vor ihm.« »Schön, so werde ich mitkommen.« Sie kleidete sich ohne weitere Umstände zum Ausgehen an, und mir blieb nichts übrig, als dasselbe zu tun. So schritten wir denn durch die Dämmerung zum Herrn Leisegang. Allein hätte ich zu dieser Zeit um die Welt nicht die kleine, knarrende Tür in dem schmalen Mauergässchen geöffnet und danach die dunklen, wackelnden Stufen erstiegen. Ich bekam das stärkste Herzklopfen, trotz der Gesellschaft der Tante. Herr Leisegang schien uns übrigens erwartet zu haben. Er empfing uns feierlich auf der obersten Treppenstufe, ein Licht in der Hand, und er war noch in vollem Anzug, nur Stock und Dreispitz fehlten. In der Stube stammelte ich meine Abbitte, so gut ich sie herausbrachte. Er klopfte mir auf die Schulter und sagte, »Übermütig sind wir, junger Herr. Wird sich geben, wird sich schon geben. Junger Most, alter Wein.« Dann mussten wir uns auf zur Adelinsesse setzen. Die Stube sah gar nicht wie eine Hexenküche aus, eine Ecke abgerechnet. In dieser standen allerlei sonderbare Apparate und Gläser beisammen, auf deren halbdunklem Gewirr ein paar Lichtreflexe brannten. Ich zerbrach mir den Kopf, mit welchem von diesen Dingen Herr Leisegang am letzten Abend das wunderbare Licht gezaubert haben möchte. Der saß inzwischen und hatte ernsthafte Gespräche mit der Tante Salome, und als ich die erste Neugier befriedigt hatte, horchte ich zu. Die Tante fragte ihn eben, wie es komme, dass er lauter glückliche Ehen stifte. »Sehen Sie, Jungfer Salome«, erwiderte Herr Leisegang, »das ist ganz einfach. Jeder Mensch hat seine bestimmte zweite Hälfte, die zu ihm passt. Das ist immer nur eine, und wenn er die findet und heiratet, so wird er glücklich.« »Jeder?« fragte die Tante. »Ja, jeder«, gab er zur Antwort. »Ich bringe bloß solche zusammen, und deshalb werden sie glücklich.« Die Tante schwieg nachdenklich und war ganz rot. »Also, wissen Sie wohl, wer zu einem Menschen als seine andere richtige und bestimmte Hälfte gehört?« sagte sie. »Zu dienen, lebenswerteste Jungfer Salome, das ist mein Geheimnis, mein Geheimnis. Ich kann sie Ihnen malen bis auf das Pickelchen im Gesicht. Sehen Sie, ich habe das noch niemandem gesagt als Ihnen, Jungfer Salome. Bloß des Herrn Barons selige Gnaden und Ihr Herr Vater, der mein Dutzfreund war, wussten Sie das?« »Ich werde es für mich behalten«, sagte die Tante und lächelte. »Ich auch«, fügte ich hinzu. lachte Herr Leisegang, griff mich bei den Schultern und schüttelte mich. »Gute Vorsätze, gute Vorsätze. Wir werden wiederkommen, junger Mann, und ein bisschen was lernen vom alten Leisegang, hä?« Ich nickte verlegen, beschloss aber wirklich, den Vorschlag in Erwägung zu ziehen. »Nehmen Sie es mir nicht übel, Herr Leisegang«, fing die Tante wieder an und errötete aufs Neue. »Warum haben Sie denn aber selber nicht geheiratet, wenn Sie Ihre andere Hälfte kannten?« Ich werde nie das Gesicht vergessen, das der Alte auf diese Frage machte. Er fiel auf einen Stuhl zurück, sodass ihm das Licht gerade ins Gesicht schien,
und nun lief ein Zucken über dasselbe, so wunderlich, dass es mit allen seinen Falten aussah wie eine bewegte Wasserfläche, in die jemand einen Stein geworfen hat. Nur etwas war darin ruhig, und das waren die kleinen schwarzen Augen. Die waren so starr und tief melancholisch, dass es einen erbarmte. »Habe ich Ihnen wehgetan mit dieser Frage?« sprach Tante Salome mitleidig. »So, so«, antwortete der Alte nach einer Weile mit dumpfer Stimme. »Sie müssen wissen, es geht mir wie so vielen Junggesellen und Jungfrauen. Glauben Sie nicht«, flüsterte er geheimnisvoll, »dass die füreinander Bestimmten immer zugleich auf der Welt leben. Mancher geht herum und das Wesen, das sein höchstes Erdenglück ausmacht haben möchte, ist schon 1000 Jahre tot oder wird erst 1000 Jahre nach dem Tag geboren, da man ihn in die Grube scharrt. Die einen von diesen laufen herum und schleppen eine Sehnsucht mit sich, welche die Arme in das Leere streckt und sucht, was doch gar nicht da ist. Und sie träumen bis zum Tod von jemandem, den sie auf Erden nicht finden. Die anderen verlieren die Geduld und heiraten den ersten Besten oder die erste Beste. Das gibt Unglück, Jungfer Salome, glücklose, kalte, langweilige Ehestände.« Und der leise Gang starrte in eine Ecke, in der ich weiter nichts entdecken konnte als ein kahles Stück Wand. »Sollten die Vorsehen das wirklich zulassen?« fragte die Tante mit sanftem Zweifel. »Vorsehung, Vorsehung, jawohl«, sprach der kleine Mann hastig. »Wenn die machen könnten, was sie wollte, dann wäre es gewiss anders. Aber die Geister, die zu Menschen werden und auf die Welt kommen, haben ihren eigenen Willen. Es ist alles in Verwirrung seit dem Sündenfall, Jungfer Salome. Das können Sie mir glauben. Ich hätte auch glücklich werden können. Aber sie kommt zu spät auf die Welt. Zu spät.« Damit legte er die Hände über die Augen und schwieg. »Ich weiß, wie sie aussehen wird, Jungfer. Das ist eben mein Unglück. Wie hübsch sie sein wird, so weiß und rot, mit einem Stumpfnäschen und schwarzem Haar und blauen Augen. Das Schönste aber sind die Grübchen, wenn sie lächelt. Es ist unbeschreiblich. Und fremde Menschen, die sie nichts angehen, werden sie bewundern, wenn sie über die Erde wandelt. Das Farbenspiel ihres Reizes und ihre Anmut genießen. Mit ihnen wird sie reden und lächeln. Und ich bin einsam und glücklos. Aber sie wird es am Ende auch bleiben, wenn sie einst auf die Welt kommen wird. Entweder beides, einsam und glücklos, oder bloß das Letzte.« »Das kann ich nicht glauben«, sagte Tante Salome. »So«, rief der Alte erregt, »das können die Jungfer nicht glauben. Sie sollen es sehen, sie sollen es sehen.« Herr Leisegang hatte nichts mehr von seiner gewöhnlichen Würde. Wie ein Eichhorn sprang er von seinem Stuhl auf, umständlich murmelnd, und rannte in die Ecke, wo der kahle Wandfleck zu sehen war. Er drückte an eine Stelle und plötzlich sprang eine Tapetentür auf, hinter der ein rotseidener Vorhang sichtbar wurde. »Bleiben Sie noch, Jungfer Salome«, schrie er und rannte an uns vorbei zu den Gerätschaften in der entgegengesetzten Ecke, von wo er mit einem weißen Papier zurückkehrte. Er schob den Vorhang zurück und wir erblickten eine Nische, in der schräg ein mächtiger Spiegel stand. Unter ihm befand sich ein Pfändchen, in das Herr Leisegang etwas aus dem Papier schüttete. Nun kam er zu uns, schraubte die Lampe herunter und entzündete ein Stückchen Papier, das er nachher in die Pfanne warf. Ein weißlicher Rauch quoll auf und die Spiegelfläche überzog sich mit einem feurigen Hauch. »Jetzt kommen Sie, Jungfer«, sagte die Stimme des Herrn Leisegang. »So sieht sie als Seele aus, jetzt, wo sie noch nicht geboren ist.« Ich schlich der Tante nach und verbarg mich ein wenig hinter ihr, aber ich konnte alles sehen. Die Spiegelfläche mit dem Hauch darüber war hell, als stände ein Licht hinter bläulichem, mattgeschliffenem Glas. Anfangs war nichts darauf zu sehen, dann zeigten sich trübe Wolken und allmählich kam deutlich und deutlicher ein schönes, schlankes Mädchen zum Vorschein, ein Bild und doch wie lebendig. Sie war lebensgroß zu sehen, der Spiegel reichte vollständig dazu aus, ihr Haar war gelöst und sie trug kein anderes Kleidungsstück als ein langes, einfaches, silberweißes Gewand. Man konnte die Äderchen an ihren Schläfen schimmern sehen und einmal legte sie die Hand über die Augen, als ob sie weit in die Ferne blickte
und dazu lächelte sie wunderlich. Dann wurde das Bild blasser. Und als der Hauch vor dem Spiegelecken zu schwinden begann, zog Herr Leisegang wieder den seidenen Vorhang darüber und es war fast ganz dunkel um uns. Ich hörte einen Stuhl knarren, sonst regte sich nichts. »Herr Leisegang«, sagte die Tante. Keine Antwort. Sie ging und schraubte die Lampe empor. Da saß der kleine Herr Leisegang auf einem Stuhl zur Seite des Vorhangs, hatte die Arme über die Lehne gelegt und den Kopf hinweg vergraben und schüttelte ihn langsam, dass der ganze Zopf hinten sich wie ein Rattenschwanz hin und her bewegte. Ich dachte mir, dass er weinen müsse. »Leben Sie wohl, Herr Leisegang«, sprach Tante Salome lauter. Ich hätte ihr Gesicht noch nie so ernsthaft und traurig gesehen wie in diesem Augenblick. Der Alte gab kein Zeichen von sich, dass er ihre Worte gehört hatte. Er veränderte seine Stellung auch dann nicht, als Tante Salome mich beim Arm ergriff und mit mir das Zimmer verließ. Auf der Straße presste sie heftig meinen Arm. »Du wirst über das schweigen, was du gesehen und gehört hast. Versprich mir das«, sagte sie. »Ja, ganz gewiss, Tante«, gab ich zur Antwort. Seitdem waren wir öfter beim Herrn Leisegang und er bei uns. Zuweilen ging ich oder Tante Salome auch alleine hin. Er brachte mir allerlei chemische und physikalische Experimente bei und machte mir andere zu meiner Ergötzung vor, die er mich nicht lehrte. Die Tapetentür mit dem Brautspiegel dahinter habe ich noch manchmal offen gesehen, wenn Leute mit ihren Anliegen wegen des Heiratens zu ihm kamen. Er ließ sie dann ein paar Augenblicke in den Spiegel sehen, meist so, dass sie es gar nicht merkten. Dann schickte er sie fort und bestellte sie auf ein andermal. Kaum waren sie hinaus, so schloss er die Läden, zündete das Pulver in dem Pfändchen an und dann gab es jedes Mal ein Bild im silberweißen Gewand oder in einem ähnlichen schwarzen. Dies waren schon Verstorbene, viele auch in gewöhnlicher, menschlicher Kleidung, das waren die, welche noch lebten. Die Letzteren befanden sich immer in einer Stube oder mit irgendeiner Umgebung im Freien. Hatte er einmal einen Bittsteller in den Spiegel blicken lassen, so durfte niemand anderes vor denselben treten, bis der Hauch des Pulverdampfes ihn überzogen hatte. Ich tat es einmal und er riss mich in hellem Zorn weg. Dann aber besann er sich, fing an zu lachen und hieß mich das Bild genauer ansehen, das nachher zum Vorschein kam. Es war ein kleines, blauäugiges Wickelkind, das eben aus vollem Hals schrie und kirschbraun davon im Gesicht war. »Haha«, lachte er, »ist schon da, ist schon da. Wir können uns gratulieren, junger Herr.« Und dabei fasste er mich in den Haaren und schüttelte mich hin und her. Er nannte mich nämlich nie anders als junger Herr. Als ich später nach Hause kam, war ich ganz atemlos. »Tante Salome«, sagte ich, »heute habe ich beim Herrn Leisegang meine zukünftige Frau gesehen. Sie ist schon da, aber sie war noch ein Wickelkind.« »Herr Leisegang hätte auch etwas Besseres tun können«, warf Tante Salome hin. »Hast du deinen künftigen Mann auch schon gesehen, Tante?«, fragte ich. »Denk an deine Schularbeiten«, sagte sie heftig, drehte sich um und setzte sich an das Fenster. Sie hatte einen hochroten Kopf an meiner Frage und sah ungewandt zum Fenster hinaus, und ich hätte schwören mögen, dass sich ein paar Mal die Augen wischte. Eines Tages stolperte ich die dunkle Treppe in dem Häuschen an der Mauer hinauf. Mit einem Mal hörte ich einen lauten Schrei im Zimmer, der von niemand anderem als dem Herrn Leisegang herrührte. Als ich schüchtern anklopfte, bekam ich keine Antwort, und als ich dann öffnete, da lag der kleine Herr Leisegang ausgestreckt auf dem Boden vor dem Spiegel. Der war hell und das Zimmer dunkel. Der Alte wandte den Kopf zu mir herum und sprang plötzlich auf, und indem er mich bei den Schultern packte, riss er mich vor den Spiegel. »Nein, ich bin nicht blind«, sagte er zitternd vor Aufregung. »Hey, junger Herr, was sehen wir da, was sehen wir da?« »Nichts«, antwortete ich. »Nichts. Es ist richtig, ich sehe nichts mehr von ihr, und er sieht auch nichts.« Und damit stülpte er seinen Dreispitz auf, nahm seinen Bambus und stürmte hinaus und die Treppe hinunter. Ganz verdutzt stand ich in der dunklen Stube allein und sah, wie der Hauch vom Spiegel lief und wie letzterer auch dunkel wurde. Mir wurde unheimlich zumute und ich schlich mich fort. Als ich nach Hause kam, fand ich Herrn Leisegang bei der Tante. Er war noch immer in großer Aufregung und die Tante war es auch ein wenig, aber ich konnte nicht erfahren, weshalb. Wieder verging eine lange Zeit, wohl ein Jahr. Es war ein schöner Sommerabend und ich ging mit Tante Salome zu dem Alten.
Er empfing uns mit großer Feierlichkeit und über sein ganzes Wesen war eine tiefe Rührung ausgegossen. »Es ist gut, dass Sie kommen, Jungfer Salome«, sagte er. »Sie sollen sie sehen. Jetzt ist sie auf die Welt gekommen.« »Also wirklich?« rief die Tante kopfschüttelnd. Er schlug wieder die Läden zu, drückte die Tür vor dem Brautspiegel auf und sah hinein. Das Pulver flammte auf, der glimmende Hauch lief darüber und wir saßen auf zwei Sesseln davor und warteten. Und was zum Vorschein kam, war wieder ein Wickelkind. »Ich dachte erst, es wäre das meine«, stieß die Tante Salome an und flüsterte ihr zu. »Das ist sie, Tante, das ist sie!« Aber da lachte der Alte, der meine Worte gehört hatte, und sagte mit gerührter Stimme, »Ey, wir denken, wie unsere bleibt ewig ein Wickelkind. Das ist meine Braut, junger Herr. Das ist das Schwarzköpfchen des alten Herrn Leisegang.« Und ich verstand ihn. Die Frau, die eigentlich Herr Leisegang hätte haben sollen, war nun doch noch bei seinen Lebzeiten geboren worden. »Zu spät, liebwerteste Jungfer Salome«, klagte Herr Leisegang mit unterdrückter Stimme. »Es ist doch zu spät. Nur das eine Glück wünschte ich mir, dass ich sie noch sehen könnte, ehe meine alten Augen sich schließen.« »Können Sie nicht erfahren, wo sich das Kind befindet?« »Wie soll ich das?« seufzte der Alte. »Ich habe kein Glück, Jungfer. Darum wird sich der Zufall meiner auch nicht erbarmen.« Und er hatte doch eine Art von Glück, der gute alte Herr Leisegang, freilich erst sehr viel später. Und es war doch nur ein Blitz von Glück. Ich hatte die niederen und hohen Schulen durchlaufen und war wohlbestallter Amtsrichter geworden. Es war wohl 18 Jahre später, als ich in den Ferien die Tante Salome besuchte, die ich lange nicht gesehen, und ich erkundigte mich in der ersten Stunde des Wiedersehens gleich nach dem Alten. »Er lebt noch«, sagte die Tante, »aber er ist recht schwach und geht jetzt wenig aus. Er wartet noch immer, dass ihm ein Zufall seine Braut zuführen könnte.« »Es ist doch eine sonderbare Geschichte, die mit dem Spiegel«, meinte ich. Ich war nämlich sehr ungläubig geworden und bildete mir manchmal ein, ich hätte alles das, was mir von dem Brautspiegel im Gedächtnis war, als Kind bloß nicht scharf genug angesehen, indem alles natürlich zugegangen wäre und Herr Leisegang sich nur einen Scherz mit uns gemacht hätte. Die Tante antwortete bloß ein kurzes »Ja«, dann sprach sie schnell von etwas anderem. Mir aber wollte der Herr Leisegang und sein Brautspiegel nicht aus dem Sinn, und ich benutzte einen freien Augenblick gegen Abend, um den Alten aufzusuchen. Als ich von der kurzen Straße in das Mauergässchen abbiegen wollte, kam eben ein Wagen zum Tor hereingefahren. Ein paar wilde, feurige Pferde zogen ihn, und ich blickte etwas ängstlich auf den Kutscher, der die Augen halb geschlossen hatte und auf dem Bock hin und her schwankte, als wollte er einschlafen. In dem Wagen saß ein schönes, junges Mädchen. Und merkwürdig, es wollte mich bedünken, als hätte ich vor längerer Zeit dieses Gesicht schon gesehen. Ich zog meinen Hut, und sie lächelte und verneigte sich ein wenig. Wer konnte das sein? Den alten Mann traf ich an einem Lehnstuhl am Fenster sitzend, und ich erschrak, so verfallen sah er aus. »Hey, junger Herr«, sagte er müde, »ist hübsch, dass wir noch einmal zu dem alten Krüppel, dem Leisegang, kommen. Wäre lange schon gern gestorben, der alte Leisegang, aber die da, die lässt ihn nicht sterben.« Und damit zeigte er den Winkel mit der wohlbekannten Tapetentür. »Kann ich sie nicht noch einmal sehen?« fragte ich, während er meine Hand ergriff. »Versteht sich! Versteht sich!« rief er und wurde plötzlich lebendiger. »Kennen Sie ja von den Windeln auf, versteht sich!« Er richtete sich mit einer Kraft auf, die ich ihm nicht mehr zugetraut hätte, und er nickte mir freundlich zu, als ich eilte, um an seiner Stadt die Läden zu schließen. »Ein bisschen auf die Seite treten«, hörte ich ihn dann sagen. »Wir wissen das schon.« Ich trat beiseite und sah neugierig zu, wie er das Übrige zurüstete. Es geschah alles, wie ich es von meiner Knabenzeit in Erinnerung hatte. Die Spiegelfläche schimmerte endlich hell auf, und ich war im Begriff vorzutreten. Da ereignete sich etwas Unerwartetes. Herr Leisegang tat einen Schrei, einen furchtbaren, marktdurchschütternden Schrei, und fiel auf den Stuhl beim Fenster. »Sie ist da! O, du gnädige Vorsehung, sie ist in derselben Stadt wie der närrische alte Leisegang. Sie sitzt in einem Wagen und der hält vor dem schwarzen Adler draußen.« So stöhnte und jubelte der alte Herr Leisegang.
Mit einem Satz stand ich vor dem Spiegel. Und richtig, da war sie gewesen, das schöne junge Mädchen in dem Wagen mit dem verschlafenen Kutscher auf dem Bock. Da stand der Wagen und sie stieg eben aus. So natürlich war alles, dass ich meinte, zu springen zu müssen, um sie zu stützen. Aber ich hatte schon etwas anderes zu stützen, nämlich den Herrn Leisegang. Der war wieder aufgestanden und umklammerte meinen Arm wie einen Schraubstock. »Ich will zu ihr«, ächzte er. »Nur ein einziges Mal will ich sie leibhaftig sehen und ihr kleines weißes Händchen anfassen. Ach, mein liebenswertester junger Herr, wir werden den alten Herrn Leisegang in den schwarzen Adler bringen. Den armen alten Leisegang, der uns so lieb gehabt hat. Ich bin ein glücklicher Mensch. Wie schön sie ist, liebenswerter junger Herr. Da steigt sie wieder ein. Sie wird wieder fortfahren. Hilfe, schnell, schnell! Oh, du blutiger Heiler, sie wird fortfahren, ehe ich sie gesehen.« Ich hatte ihn im Arm und bückte mich zu ihm nieder. Er ächzte und stöhnte und seine verkrüppelte Brust arbeitete wie im Krampf. Plötzlich hörte ich in dieser Brust ein Geräusch, als ob eine Uhr abläuft, in der die Kette gesprungen ist. Er wurde mir so schwer und unbehilflich im Arm. Der arme Herr Leisegang war tot. In diesem Augenblick tat der Spiegel einen Krach und ich sah empor. Der goldflimmernde Hauch löste sich auf und mitten durch den Spiegel lief ein klaffender Sprung. Ich war außer mir. Ich legte den alten Herrn in seinen Stuhl und setzte ihm die Zopfperücke fest, die zur Seite gerutscht war. Und dann stürzte ich davon. Ich wollte zum schwarzen Adler. Es war mir, als müsste ich sie wenigstens zur Leiche des armen Herrn Leisegang führen und ihr alles erzählen. Als ich atemlos draußen vor dem Tor am Ende der Hauptgasse anlangte, wo der schwarze Adler lag, da war sie richtig fortgefahren. Niemand hatte sie gekannt. Ich lief auch noch die Chaussee hinaus. Draußen, weit draußen, rollte ein Wagen und in dem Wagen saß die Braut des Herrn Leisegang, dem das Herz zersprungen war. Der Totengräber. Der Totengräber, den ich meine, ist ein Käfer, welcher diesen Namen führt, weil er kleine tote Tiere einscharrt. Er kriecht dann zu ihnen unter den Staub und frisst von ihnen. Er ist dir wohl manchmal über den Weg gelaufen, wenn du auf schattigen Waldpfaden gewandert bist und du hast dich über die lebhafteste schwarz- und gelbe Zeichnung seiner Flügeldecke gefreut. Er sieht so schön aus. Und was er treibt, ist doch so hässlich. Da sitzt er seitwärts von dem breiten, offenen Parkweg, hart am Rand des Grabens, der den Weg von dem Jasmingebüsch und dem hohen, sonnendurchleuchteten Busch trennt. Streitige Wegbreitblätter werfen ihren Schatten über ihn. Er ist träge und gesättigt, denn er ist eben unter dem Staub hervorgekrochen, in den er die Leiche eines späten Maikäfers eingesagt hat. Und der Staub hat ihm die grellgelben Flecken seines Kleides beschmutzt. Er ist jetzt hässlich, wie sein Handwerk. Seine Fühler bewegen sich leise und seine kleinen Augen blicken schläfrig in die glühende Sommerluft über dem Parkweg. »Und du wirst doch mein«, murmelte der Totengräber. Er meinte die kleine Libelle, die über dem Weg hin und her fliegt. Sie war in dem Graben geboren, an dessen Rand der Totengräber saß, und schwebte immer über der heimatlichen Stätte wie der Gedanke eines Menschen an seine Jugend. Sie war auch so zart wie ein Gedanke. Ihr Leib war fadendünn und ihre Flügel wie das Gewebe einer Spinne. Es ist unbeschreiblich, wie schön die Flügel schillerten, wenn sie in der Sonne flog. Mehr grün, bläulich und ein wenig rot. Und sie war noch so jung. Sie hatte keinen anderen Gedanken als den, welchen ihr die warme, wallende Luft und die strahlende Sonne und das glimmende Grün der Buchen, des Jasmins und des Schilfes einflößte, nämlich den, wie unbeschreiblich köstlich es sei, zu leben. Sie kreuzte den Weg bald hoch, bald tief, und in einem Augenblick setzte sie sich auf eines der Wegbreitblätter über dem Totengräber, ohne ihn zu sehen.
Er rührte sich nicht, aber er sagte, »Und du wirst doch mein.« Und die kleine Libelle hörte es, kroch an den Blattrand und blickte hinunter. Da sah sie die gierigen Augen des Totengräbers und erschrak ein wenig, dass sie schnell abflog. Aber als sie wieder in der Luft schwebte und die Sonnenstrahlen über sie streichelten, muss sie innerlich lachen. »Wie albern er ist«, sagte sie. »Was habe ich mit ihm zu schaffen? Ich werde nie wieder dorthin fliegen, wo er sitzt.« Und sie flog so hoch, dass sie nicht einmal die Wegbreitblätter mehr erkennen konnte, unter denen er sich befand. Der Parkweg war so verlassen heute. Kein Fuhrwerk hatte ihn seit Stunden passiert und kein menschlicher Fuß ihn betreten. Die Blätter hingen unbewegt und das Wasser im Graben war glatt wie ein Spiegel. Bloß die Insekten waren lebendig und die Vögel im Baum und Busch. Ein paar Amseln und die Nachtigall hörte man durch alle anderen Stimmen am deutlichsten. Da lief ein Rauschen die Jasminbüsche herauf und dann rissen sie auseinander und es sprang etwas Helles über den Graben. Das war Irmgard. Ihre schwarzen Zöpfe mit den blauen Schleifen flogen wie dicke Schlangen von dem Musselinkleid auf. So schnell lief sie den Weg herauf, dass man nicht einmal erkennen konnte, wie hübsch sie war. Aber der junge Mann, der hinter ihr dreinlief, war doch noch schneller. Und dicht bei dem Wegbreit und dem Totengräber hatte er sie um den Leib gefasst und hielt sie fest. Sie sträubte sich erst aus allen Kräften, aber dann war sie plötzlich ruhig, drehte den Kopf herum und sah ihn lachend an, indem sie die Hand auf ihr pochendes Herz legte. »Nun, Vetter Alfred«, sagte sie mit raschem Atemholen, »ich dächte, jetzt könntest du mich loslassen.« »Noch nicht«, antwortete der schlanke junge Mann in der Jagdjoppe, dem die braunen Locken feucht in die perlene Stirn niederhingen. »Dazu war die Mühe zu groß, um dich einzufangen, du Wirbelwind.« Und er sah mit seinen Augen, kecken Augen, in ihr gerötetes Antlitz und hielt ihre trotzigen Blicke aus, denn dicht vor ihm lachte der kleine Mund mit dem schwellenden Lippen und den weißen Zähnchen dazwischen. Und ihr warmer Atem wehte ihn berauschender an, als der Jasminduft, der von den Büschen herüberkam. »Warum siehst du mich so an?« fragte sie. Er wurde tiefrot und ließ sie los und zog die Stirn finster zusammen, wie sein Herz sich zusammenzog. Ihre Frage hatte ihm wehgetan und er wusste doch nicht, warum. Er ging an das Wasser und blickte hinein, wie dunkel es war. Es spiegelte das Schilf und drüben die ganze Parkseite in allen Farben und es spiegelte auch sein schmales, gebräuntes Gesicht mit den zornigen Augen und gesenkten Mundwinkeln. Irmgard hatte sich auf dem Absatz herumgedreht und heimlich gelacht. Sie wusste, warum, und das machte sie so übermütig. Sie hob einen Stein auf und warf ihn in den Graben, dass das Wasser aufspritzte, gerade an der Stelle, die das Bild des Vetters gespiegelt hatte. Aber er wandte sich nicht um, wie sie erwartet hatte. Die zitternden Wellenkreise verrannen und als die Fläche wieder glatt war, spiegelte sie zwei Gesichter. Und als er sich überwand und ein wenig zur Seite blickte, sah er in die Augen ihres Spiegelbildes, deren Blick dem seinen begegnete. Es war ein so eigener Blick, fragend und traurig, er meinte, ihre junge Seele daraus trinken zu können. So standen sie ein Weilchen. Endlich flog ein Blatt in das Wasser und im feuchten Spiegel zitterten ihre Bilder leise wie ihre Seelen. »Irmgard«, sagte Alfred und breitete die Arme aus, und da lag sie an seiner Brust und hatte die Augenlider halb gesenkt und hielt ihm die wenig geöffneten Lippen hin, dass er sie küssen konnte. Der Jasmin duftete, die Nachtigall schlug und die Amseln flöteten und in der Ferne rief ein Kuckuck. Sie legte den Kopf auf seine Schulter und er nahm weiße, verstreute Jasminblätter aus ihrem Haar und warf sie in den Graben. Da fiel ihr Blick auf das Gras zu ihren Füßen und sie sah die Wegbreitblätter mit dem Käfer darunter. »Ein Totengräber«, sagte sie mit dem Finger deutend. »Was ist ein Totengräber?« gab er zur Antwort. »Was ist der Tod? Ich weiß es nicht, denn ich bin glücklich.« Irmgard aber hob die Fußspitze, setzte sie auf die Blätter und trat sie nieder. »Was tust du?« fragte er. »Wer einen Totengräber zertritt, lebt lange. Jetzt werde ich so alt wie Methusalem.« Sie löste sich von ihm und lachte. »Auf Wiedersehen!« Und sie warf ihm eine Kusshand zu, sprang über den Graben und verschwand in dem Jasmin. Er ging langsam den Parkweg hinauf zum Schloss.
Die Wegbreitblätter richteten sich wieder auf. Und der Totengräber saß unversehrt darunter und äugelte wieder nach der kleinen Libelle, die nun wieder tiefer schwebte. »Und sie wird doch mein«, wiederholte er. Es wurde Nacht. Die Libelle hing an einem Buchenblatt und schlief, und der Totengräber war unter das Gras gekrochen und schlief auch. Anderswo im Park lag ein Weiher. Die Sterne spiegelten sich in ihm, und zwei schlafende Schwäne schwammen darauf, den Kopf unter die Flügel vergraben. Am Ufer blühten Schilflilien, tief im Dunkel, denn die Uferbäume neigten die Zweige weit über sie zum Wasser, als ob sie dürsteten. Zwischen den Stämmen schimmerte es weiß. Dort, wo man zu der seichten Stelle des Weihers gelangte, trat Irmgard mit einem Kammermädchen an das Ufer. Sie hatten die leichten Nachtgewänder an und machten leise Schritte. »Dass es nur niemand merkt«, sagte Irmgard. Dann sahen sich die beiden an und fingen an zu lachen. Nun half eine der andere auskleiden und im lichten Hemd, das Haar gelöst, stiegen sie in das Wasser. Es plätscherte kaum, so vorsichtig gingen sie. »Es ist kalt«, flüsterte Irmgard. »Und die Luft ist doch so lau. Man muss tauchen.« Und die beiden tauchten unter und wieder auf, gleich Schwänen. Jetzt rauschte das Wasser um sie, und die Tropfen, die sie in den Weiher schütteten, gaben feine Töne von sich, als ob Gläser einander berührten. »Die Nixen singen«, sagte das Kammermädchen. Sie bewegten sich dreister, schlugen Wirbel um sich und warfen sich Wasser mit der hohlen Hand zu. Im Schilf wachten verschlafene Vögel auf und flogen träge ein paar Schritte weiter, und plötzlich blickte Irmgard über den Weiher hin. »Ich werde einen Schwan wecken«, sie schlug langsam die Richtung nach den träumenden Schwänen ein und kam näher und näher. Nur wenige Schritte von dem ersten entfernt, tat sie einen halblauten Schrei. »Laura, hilf! Ich habe keinen Boden!« Der Schlamm gab nach. Tückische Wasserpflanzen schlängen sich um ihren Fuß. Die weißen Arme rangen über das Wasser hinaus und der Kopf mit den schwarzen Haarsträhnen tauchte angstvoll auf und nieder. Der Schwan vor ihr erwachte und ruderte neugierig auf sie zu, bis er hart neben ihr schwamm. Und in Todesnot schlang sie die Arme um den Leib des Tieres. Die Flügel arbeiteten unter ihr, um sich zu befreien. Der stolze weiße Hals krümmte sich mit gellendem Laut hierhin und dorthin. Das Wasser gischte und wirbelte um den Knäuel, der um das Leben rang. Nun schlugen flatternd die mächtigen Schwingen auf. »Laura, ich bin verloren und ich will doch nicht sterben!« Das Kammermädchen stürzte zum Ufer und lief zwischen die Bäume. »Hilfe, das gnädige Fräulein!« Am Stamm einer alten Buche brach sie ohnmächtig zusammen. Kreischende Krähen flogen um die finsteren Wipfel, die Schwäne flatterten ans Ufer und stießen zischende Töne der Aufregung aus. Im Schloss begannen die Hunde zu bellen. Dann wurde es allmählich still. Ein paar Tage später war es und ein trüber Morgen. Die Amseln flöteten wieder und die Nachtigall und Grasmücken sangen, aber die Blätter blitzten nicht und der Tau im Gras funkelte nicht. Der Totengräber kroch aus dem Rasen und schlich über den Weg. Der Maikäfer war verzerrt und er hatte Hunger. Er blickte begehrlich nach den Fliegen, die gar nicht sterben und sich von ihm begraben lassen wollten. Da schwirrte es dicht über ihn hin, wieder und wieder. Das war die Libelle. Sie war ein paar Tage älter geworden und sie fürchtete sich nicht mehr vor ihm. »Was würdest du mit mir machen, wenn ich dein wäre?«, fragte sie. »Dich begraben«, sagte er grimmig. »Erst begraben und dann auffressen. Wenn du gestorben sein wirst, so wirst du mein sein.« »Sterben«, lachte die kleine Libelle. »Ich weiß nicht, was das ist. Ich werde mich hüten zu sterben.« Und sie flog wieder in die Höhe zu den Buchwipfeln. Da fingen die Glocken an zu läuten, die im Turm der Dorfkirche hingen, so traurig, als ob sie weinten. Und vom Schloss her kam es den Parkweg herunter, ein schwarzbehangener Wagen mit schwarzbehangenen Pferden davor und ein Zug Menschen dahinter. Auf dem Wagen lagen Blumen. Und unter den Blumen lag ein Sarg mit der toten Irmgard, die sie aus dem Wasser gezogen hatten. Und draußen vor dem Park, beim offenen Gattertor, standen wieder Menschen und wischten mit Tüchern die Augen. Ein kleiner Junge war der Erste, der sagte, »Jetzt kommt sie!« Und die Leute murmelten untereinander und eine alte Frau schluchzte und meinte, »Sie war so jung und so reizend und so gut, aber es ist niemand daran schuld als die dumme Laura.«
Die kleine Libelle setzte sich tief unten auf ein Buchenblatt und ganz vorn auf den Rand, damit sie alles gehörig sehen konnte. Aber sie sah eines nicht, nämlich den Sperling, der hinter ihr geflogen kam. Mit einem Mal hatte er sie im Schnabel. »Ach Gott«, sagte sie, »ich glaube, ich muss sterben.« Der Sperling ließ sie fallen und sie kam auf die Erde. Er war auch gleich neben ihr und sah sie mit seinen großen bösen Augen an. »Nicht sterben«, jammerte die arme kleine Libelle. »Ich bin noch so jung und ich bin so hübsch. Warum darf ich nicht leben?« Aber der Sperling sagte nichts als Piep und damit hackte er sie tot. Er würde sie auch gefressen haben, aber der Wagen und die Menschen waren nah und er bekam einen Schrecken und flog plötzlich davon. Eine Weile nachher krabbelte es in dem Gras. Das war der Totengräber, der sich ja auch geflüchtet hatte. Und wie er sich umschaute, sah er die kleine Libelle liegen und steuerte mit langen Schritten auf sie zu. Seine Fühlhörner wackelten und die kleinen, gierigen Augen funkelten. »Jetzt ist sie mein«, sprach er. »Und ich habe doch recht gehabt. Erst werde ich sie begraben und dann auffressen. Sie wusste nicht, was Sterben war, und sie wollte nicht sterben. Das ist immer so, wenn man jung und hübsch ist.« Und er schleppte sie zu einem Häufchen Staub und schob und zerrte, bis sie darunter verschwunden war. Ein trauriges Märchen. Aber die Märchen vom Totengräber sind niemals lustig. Hast du die Geschichte von der alten Straßenlaterne gehört? Sie ist gar nicht sehr belustigend, doch einmal kann man sie wohl hören. Es war eine gute alte Straßenlaterne, die viele, viele Jahre gedient hatte, aber jetzt entfernt werden sollte. Es war der letzte Abend, an dem sie auf dem Pfahle saß und in der Straße leuchtete. Und es war ihr zumute wie einer alten Tänzerin, die den letzten Abend tanzt und weiß, dass sie morgen vergessen in der Bodenkammer sitzt. Die Laterne hatte Furcht vor dem morgigen Tage, denn sie wusste, dass sie dann zum ersten Mal auf das Rathaus kommen und von dem hochlöblichen Rat beurteilt werden sollte, ob sie noch tauglich oder unbrauchbar sei. Da sollte bestimmt werden, ob sie nach einer der Brücken hinausgerichtet werden könne, um dort zu leuchten, oder auf das Land in eine Fabrik. Vielleicht sollte sie geradezu in eine Eisengießerei kommen und umgeschmolzen werden. Dann konnte freilich alles aus ihr werden. Aber es peinigte sie, dass sie nicht wusste, ob sie dann die Erinnerung daran behalten würde, dass sie eine Straßenlaterne gewesen war. Wie es nun auch werden mochte, so werde sie doch vom Wächter und seiner Frau getrennt werden, die sie ganz wie ihre Familie betrachteten. Sie wurde zur Laterne, als er Wächter wurde. Damals war die Frau sehr vornehm, und wenn sie des Abends an der Laterne vorüberging, blickte sie diese an. Am Tage aber nie. Dagegen in den letzten Jahren, als sie alle drei, der Wächter, seine Frau und die Laterne, alt geworden waren, hatte die Frau sie auch gepflegt, die Lampe abgeputzt und Öl eingegossen. Es war ein ehrliches Ehepaar, sie hatten die Lampe um keinen Tropfen betrogen. Es war der letzte Abend auf der Straße und morgen sollte sie auf das Rathaus. Das waren zwei finstere Gedanken für die Laterne und so kann man wohl denken, wie sie brannte. Aber es kamen ihr noch andere Gedanken. Sie hatte vieles gesehen, vieles beleuchtet, vieles ebenso viel wie der hochlöbliche Rat. Aber das sagte sie nicht, denn sie war eine alte, ehrliche Laterne. Sie wollte niemanden entzürnen, am wenigsten ihre Obrigkeit. Es fiel ihr vieles ein und mitunter flackerte die Flamme in ihr auf. Es war, als ob ein Gefühl ihr sagte, ja, man wird sich auch meiner erinnern. So war da der hübsche junge Mann. Ja, das ist viele Jahre her. Er kam mit einem Briefe, der war auf rosarotem Papier, fein und mit goldenem Schnitt. Er war niedlich geschrieben. Es war eine Damenhand. Er las ihn zweimal und küsste ihn und blickte mit seinen beiden Augen zu mir empor und sagte, ich bin der glücklichste Mensch. Nur er und ich wussten, was im ersten Brief von der Geliebten stand. Ich entsinne mich auch zweier anderer Augen. Es ist merkwürdig, wie man mit den Gedanken springen kann. Hier in der Straße fand ein prächtiges Begräbnis statt. Die junge hübsche Frau lag im Sarge auf dem mit Samt überzogenen Leichenwagen.
Da prangten so viele Blumen und Kränze, da leuchteten so viele Fackeln, dass ich dabei ganz verschwand. Der ganze Bürgersteig war mit Menschen angefüllt, sie folgten alle dem Leichenzug. Als aber die Fackeln verschwunden waren und ich mich umsah, stand hier noch einer am Pfahl und weinte. Ich vergesse nie die beiden Augen voll Trauer, die gegen mich aufblickten. Viele Gedanken durchkreuzten so die alte Straßenlaterne, die an diesem Abend zum letzten Mal leuchtete. Die Schildwache, die abgelöst wird, kennt doch ihren Nachfolger und kann ihm ein paar Worte sagen. Aber die Laterne kannte den ihrigen nicht. Und doch hätte sie ihm einen oder einen anderen Wink über Regen und Schnee, wie weit der Mondschein auf dem Bürgersteig gehe und von welcher Seite der Wind blies, geben können. Auf dem Rinnsteinbrette standen drei, die sich der Laterne vorgestellt hatten, indem sie glaubten, dass diese es sei, die das Amt zu vergeben habe. Der eine davon war ein Heringskopf, denn auch ein solcher leuchtet im Dunkeln. Und daher meinte er, es würde eine große Ölersparnis sein, wenn er auf dem Laternenpfahl käme. Der zweite war ein Stück faulen Holzes, das auch leuchtete, und überdies war es das letzte Stück von einem Baume, der einst die Zierde des Waldes gewesen war. Der dritte war ein Johanniswurm. Woher der gekommen, begriff die Laterne nicht, aber der Wurm war da und leuchtete auch. Aber das faule Holz und der Heringkopf beschworen, dass er nur zu gewissen Zeiten leuchte und dass er deshalb nie berücksichtigt werden könne. Die alte Laterne sagte, dass keiner von ihnen genug leuchte, um Straßenlaterne zu sein, aber das glaubte nur keiner von ihnen. Und als sie hörten, dass die Laterne selbst die Anstellung nicht zu vergeben habe, so sagten sie, dass das höchst erfreulich sei, denn sie sei schon zu hinfällig, um noch wählen zu können. Gleichzeitig kam der Wind von der Straßenecke. Er sauste durch den Schornstein der alten Laterne. »Was höre ich?« sagte er zu ihr. »Du willst morgen fort? Ist dies der letzte Abend, an dem ich dich hier treffe? Ja, dann mache ich dir ein Geschenk. Nun erfrische ich deinen Verstandeskasten, sodass du klar und deutlich dich nicht allein dessen entsinnen kannst, was du gehört und gesehen hast, sondern wenn etwas in deiner Gegenwart erzählt oder gelesen wird, so sollst du hellsehend sein, dass du alles auch siehst.« »Das ist viel«, sagte die alte Straßenlaterne. »Mein besten Dank, wenn ich nur nicht umgegossen werde.« »Das geschieht noch nicht«, sagte der Wind. »Und nun erfrische ich dir dein Gedächtnis. Kannst du mehr derartige Geschenke erhalten, so wirst du ein recht frohes Alter haben.« »Wenn ich nur nicht umgeschmolzen werde«, sagte die Laterne. »Oder kannst du mir dann auch das Gedächtnis sichern?« »Alte Laterne, sei vernünftig«, sagte der Wind. Und dann wehte er. Gleichzeitig kam der Mond hervor. »Was geben Sie?«, fragte der Wind. »Ich gebe gar nichts«, sagte dieser. »Ich bin ja am Abnehmen, und die Laternen haben mir nie, sondern ich habe den Laternen geleuchtet.« Darauf ging der Mond wieder hinter die Wolken, denn er mochte sich nicht quälen lassen. Da fiel ein Wassertropfen, wie von einer Dachtraufe, gerade auf den Schornstein. Aber der Tropfen sagte, er komme aus den grauen Wolken und sei auch ein Geschenk, vielleicht das Allerbeste. »Ich durchdringe dich so, dass du die Fähigkeit erhältst, in einer Nacht, wenn du es wünschest, dich in Rost zu verwandeln, sodass du ganz zusammenfällst und zu Staub wirst.« Aber der Laterne schien das ein schlechtes Geschenk zu sein, und der Wind meinte es auch. »Gibt es nichts Besseres? Gibt es nichts Besseres?« blies er, so laut er konnte. Da fiel eine glänzende Sternschnuppe. Sie leuchtete in einem langen Streifen. »Was war das?« rief der Heringskopf. »Fiel da nicht ein Stein gerade herab? Ich glaube, er fuhr in die Laterne. Nun, wird das Amt auch von so Hochstehenden gesucht, dann können wir uns zur Ruhe begeben.« Und das tat er, und die anderen mit. Aber die alte Laterne leuchtete auf einmal wunderbar stark. »Das war ein herrliches Geschenk«, sagte sie. »Die klaren Sterne, über die ich mich immer so gefreut habe und die so herrlich scheinen, wie ich eigentlich nie habe leuchten können, obgleich es mein ganzes Streben und Trachten war, haben mich, arme Laterne, beachtet. Sie schickten mir einen davon mit einem Geschenk herab, das in der Fähigkeit besteht, dass alles, dessen ich mich entsinne und das ich recht deutlich erblicken, auch von denjenigen gesehen werde, die ich liebe.
Das ist erst das wahre Vergnügen. Denn wenn man es nicht mit anderen teilen kann, so ist es nur eine halbe Freude. Das ist recht ehrenwert gedacht, sagte der Wind. Aber du weißt noch nicht, dass dazu Wachslichter gehören. Wenn nicht ein Wachslicht in dir angezündet wird, kann keiner der anderen etwas bei dir erblicken. Das haben die Sterne nicht gedacht. Sie glauben, dass alles, was leuchtet, wenigstens ein Wachslicht in sich hat. Aber jetzt bin ich müde, sagte der Wind. Nun will ich mich legen. Und dann legte er sich. Am folgenden Tage, ja, den folgenden Tag können wir überspringen. Am folgenden Abend lag die Laterne im Lehnstuhl. Und wo? Bei dem alten Wächter. Vom hochlöblichen Rat hat er sich für seine langen, treuen Dienste erbeten, die alte Laterne behalten zu dürfen. Sie lachten über ihn und dann ließen sie ihm den Willen. Und dann lag die Laterne im Lehnstuhl dicht bei dem warmen Ofen. Es war, als ob sie dadurch größer geworden wäre. Sie füllte fast den ganzen Stuhl aus. Die alten Leute saßen schon beim Abendbrot und warfen der alten Laterne, der sie gern einen Platz am Tische eingeräumt hätten, freundliche Blicke zu. Sie wohnten zwar in einem Keller, 2 Ellen tief unter der Erde, man musste über einen gepflasterten Flur, um zur Stube zu gelangen. Aber warm war es darin, denn sie hatten Tuchleisten um die Tür genagelt. Rein und niedlich sah es hier aus, Vorhänge um die Bettstellen und über die kleinen Fenster, wo da oben auf dem Fensterbrette 2 sonderbare Blumentöpfe standen. Der Matrose Christian hatte sie von Ost- und Westindien mit nach Hause gebracht. Es waren 2 Elefanten von Ton, denen der Rücken fehlte, aber an dessen Stelle wuchsen aus der Erde, die hineingelegt war, in dem einen der schönste Schnittlauch, das war der Küchengarten der alten Leute, und in dem anderen ein großes, blühendes Geranium. Das war ihr Blumengarten. An der Wand hing ein großes, buntes Bild, die Fürstenversammlung zu Wien. Da besaßen sie alle Kaiser und Könige auf einmal. Eine Schwarzwälder Uhr mit den schweren Bleigewichten, tick, tack, ging immer zu schnell, aber das sei besser, als wenn sie zu langsam ginge, meinten die alten Leute. Sie verzehrten ihr Abendbrot und die alte Straßenlaterne lag, wie gesagt, im Lehnstuhl dicht bei dem warmen Ofen. Der Laterne kam es vor, als wäre die ganze Welt umgekehrt. Als aber der Wächter sie anblickte und davon sprach, was sie beide miteinander erlebt hatten, in Regen und Schneegestöber, in den hellen kurzen Sommernächten und wenn der Schnee trieb, sodass es ihm wohltat, wieder in den Keller zu gelangen, da war für die alte Laterne wieder alles in Ordnung. Denn wovon er sprach, das erblickte sie, als ob es noch immer da wäre. Ja, der Wind hatte sie inwendig wahrlich gut erleuchtet. Sie waren fleißig und flink, die alten Leute. Keine Stunde waren sie untätig. Am Sonntagnachmittag kam das eine oder andere Buch zum Vorschein, gewöhnlich eine Reisebeschreibung. Und der alte Mann las laut von Afrika, von den großen Wäldern und Elefanten, die da wild umherliefen. Und die alte Frau horchte auf und blickte dann verstohlen nach den Tonelefanten hin, die Blumentöpfe waren. »Ich kann es mir beinahe denken«, sagte sie. Die Laterne wünschte dann sehnlichst, dass ein Wachslicht da wäre, damit es angezündet werde und in ihr brenne. Dann sollte die Frau alles genauso sehen, wie die Laterne es erblickte. Die hohen Bäume, die dicht ineinander verschlungenen Zweige, die schwarzen Menschen zu Pferde und ganze Scharen von Elefanten, die mit ihren breiten Füßen Rohr und Büsche zermalmten. »Was helfen mir all meine Fähigkeiten, wenn kein Wachslicht da ist?« seufzte die Laterne. »Sie haben nur Öl- und Talglichter, und das ist nicht genug.« Eines Tages kam ein ganzer Bund Wachslichtstückchen in den Keller. Die größten Stücke waren gebrannt und die kleineren brauchte die alte Frau, um ihren Zwirn damit zu wachsen, wenn sie nähte. Wachslicht war nun da, aber es fiel den beiden Alten nicht ein, davon ein Stück in die Laterne zu setzen. »Hier stehe ich mit meinen seltenen Fähigkeiten«, sagte die Laterne. »Ich habe alles in mir, aber ich kann es nicht mit ihnen teilen. Sie wissen nicht, dass ich die weißen Wände in die schönsten Tapeten, in reiche Wälder, in alles, was sie sich wünschen wollen, verwandeln kann. Sie wissen es nicht.« Die Laterne stand übrigens gescheuert und sauber in einem Winkel, wo sie jederzeit in die Augen fiel. Die Leute sagten zwar, dass es nur ein altes Gerümpel sei, aber daran kehrten sich die Alten nicht.
Sie liebten die Laterne. Eines Tages, es war des alten Wächters Geburtstag, kam die alte Frau zur Laterne hin, lächelte und sagte, »Ich will die Stube heute für ihn glänzend beleuchten.« Und die Laterne knarrte im Schornstein, denn sie dachte, »Jetzt wird ihnen ein Licht aufgehen.« Aber da kam Öl und kein Wachslicht. Sie brannte den ganzen Abend, wusste aber nun, dass die Gabe der Sterne, die beste Gabe von allen, für dieses Leben ein toter Schatz bleiben werde. Da träumte sie. Und wenn man solche Fähigkeiten hat, kann man wohl träumen, dass sie selbst zum Eisengießer gekommen und umgeschmolzen werden sollte. Sie war ebenso in Furcht, als da sie auf das Rathaus kommen und von dem hochlöblichen Rat beurteilt werden sollte. Aber obgleich sie die Fähigkeit besaß, in Rost und Staub zu zerfallen, sobald sie es wünschte, so tat sie das doch nicht. Und dann kam sie in den Schmelzofen und wurde zum schönsten eisernen Leuchter, in dem man ein Wachslicht stellt. Er hatte die Form eines Engels, der einen Blumenstrauß trug. Mitten in den Strauß wurde das Wachslicht gestellt und der Leuchter erhielt seinen Platz auf einem grünen Schreibtisch. Das Zimmer war behaglich. Da standen viele Bücher, dahingegen herrliche Bilder. Es war die Wohnung eines Dichters. Und alles, was er sagte und schrieb, zeigte sich ringsherum. Das Zimmer wurde zu tiefen, dunklen Wäldern, zu sonnenbeleuchteten Wiesen, wo der Storch umherstolzierte, und zum Schiffsverdeck, hoch auf dem wogenden Meere. »Welche Fähigkeiten besitze ich?« sagte die alte Laterne, indem sie erwachte. »Fast möchte ich mich danach sehen, umgeschmolzen zu werden. Doch nein, das darf nicht geschehen, solange die alten Leute leben. Sie lieben mich meiner Person wegen. Ich bin ihnen ja an Kindesstatt. Sie haben mich gescheuert und haben mir Öl gegeben. Und ich habe es ebenso gut wie das Bild, das doch so etwas Vornehmes ist.« Von dieser Zeit an hatte sie mehr innere Ruhe. Und das verdiente die ehrliche, alte Straßenlaterne. Es war entsetzlich kalt. Es schneite und der Abend dunkelte bereits. Es war der letzte Abend im Jahre, Silvesterabend. In dieser Kälte und in dieser Finsternis ging auf der Straße ein kleines armes Mädchen mit bloßem Kopfe und nackten Füßen. Es hatte wohl freilich Pantoffeln angehabt, als es von zu Hause fortging, aber was konnte das helfen? Es waren sehr große Pantoffeln. Sie waren früher von seiner Mutter gebraucht worden. So groß waren sie. Und diese hatte die Kleine verloren, als sie über die Straße eilte, während zwei Wagen in rasender Eile vorüberjagten. Der eine Pantoffel war nicht wieder aufzufinden. Und mit dem anderen machte sich ein Knabe aus dem Staube, welcher versprach, ihn als Wiege zu benutzen, wenn er einmal Kinder bekäme. Da ging nun das kleine Mädchen auf den nackten, zierlichen Füßchen, die vor Kälte ganz rot und blau waren. In ihrer alten Schürze trug sie eine Menge Schwefelhölzer und ein Bund hielt sie in der Hand. Während des ganzen Tages hatte ihr niemand etwas abgekauft, niemand ein Almosen gereicht. Hungrig und frostig schleppte sich die arme Kleine weiter und sah schon ganz verzagt und eingeschüchtert aus. Die Schneeflocken fielen auf ihr langes blondes Haar, das schön gelockt über ihren Nacken hinabfloss. Aber bei diesem Schmucke weilten ihre Gedanken wahrlich nicht. Aus allen Fenstern strahlte heller Lichterglanz und über alle Straßen verbreitete sich der Geruch von köstlichem Gänsebraten. Es war ja Silvesterabend und dieser Gedanke erfüllte alle Sinne des kleinen Mädchens. In einem Winkel zwischen zwei Häusern, von denen das eine etwas weiter in die Straße vorsprang als das andere, kauerte sie sich nieder. Seine kleinen Beinchen hatte es unter sich gezogen, aber es fror nur noch mehr und wagte es trotzdem nicht, nach Hause zu gehen, da es noch kein Schächtelchen mit Streichhölzern verkauft, noch keinen Heller erhalten hatte. Es hätte gewiss vom Vater Schläge bekommen und kalt war es zu Hause ja auch. Sie hatte das bloße Dach gerade über sich und der Wind pfiff schneidend hinein, obgleich Stroh und Lumpen in die größten Ritzen gestopft waren. Ach, wie gut musste ein Schwefelhölzchen tun.
Wenn es nur wagen dürfte, eins aus dem Schächtelchen herauszunehmen, es gegen die Wand zu streichen und die Finger daran zu wärmen. Endlich zog das Kind eins heraus. Ritsch! Wie sprühte es, wie brannte es. Das Schwefelholz strahlte eine warme, helle Flamme aus, wie ein kleines Licht, als es das Händchen um dasselbe hielt. Es war ein merkwürdiges Licht. Es kam dem kleinen Mädchen vor, als säße es vor einem großen eisernen Ofen mit Messingbeschlägen und Messingverzierung. Das Feuer brannte so schön und wärmte so wohltuend. Die Kleine streckte schon die Füße aus, um auch diese zu wärmen. Da erlosch die Flamme. Der Ofen verschwand. Sie saß mit einem Stümpfchen des ausgebrannten Schwefelholzes in der Hand da. Ein neues wurde angestrichen. Es brannte, es leuchtete, und an der Stelle der Mauer, auf welche der Schein fiel, wurden sie durchsichtig wie ein Flor. Die Kleine sah gerade in die Stube hinein, wo der Tisch mit einem blendend weißen Tischtuch und feinem Porzellan gedeckt stand, und köstlich dampfte die mit Pflaumen und Äpfeln gefüllte, gebratene Gans darauf. Und was noch herrlicher war, die Gans sprang aus der Schüssel und watschelte mit Gabel und Messer im Rücken über den Fußboden hin. Gerade die Richtung auf das arme Mädchen schlug sie ein. Da erlosch das Schwefelholz, und nur die dicke, kalte Mauer war zu sehen. Sie zündete ein neues an. Da saß die Kleine unter dem herrlichsten Weihnachtsbaum. Er war noch größer und weit reicher ausgeputzt als der, den sie am Heiligabend bei dem reichen Kaufmann durch die Glastür gesehen hatte. Tausende von Lichtern brannten auf den grünen Zweigen und bunte Bilder, wie die, welche in den Ladenfenstern ausgestellt werden, schauten auf sie hernieder. Die Kleine streckte beide Hände nach ihnen in die Höhe. Da erlosch das Schwefelholz. Die vielen Weihnachtslichter stiegen höher und höher und sie sah jetzt erst, dass es die hellen Sterne waren. Einer von ihnen fiel herab und zog einen langen Feuerstreifen über den Himmel. »Jetzt stirbt jemand«, sagte die Kleine, denn die alte Großmutter, die sie allein freundlich behandelt hatte, jetzt aber längst tot war, hatte gesagt, »Wenn ein Stern fällt, steigt eine Seele zu Gott empor.« Sie strich wieder ein Schwefelholz gegen die Mauer. Es warf einen weiten Lichtschein ringsumher, und im Glanze desselben stand die alte Großmutter hell beleuchtet, mild und freundlich da. »Großmutter«, rief die Kleine, »oh, nimm mich mit dir. Ich weiß, dass du verschwindest, sobald das Schwefelholz ausgeht, verschwindest wie der warme Kachelofen, der köstliche Gänsebraten und der große flimmernde Weihnachtsbaum.« Schnell strich sie den ganzen Rest der Schwefelhölzer an, die sich noch im Schächtelchen befanden. Sie wollte die Großmutter festhalten, und die Schwefelhölzer verbreiteten einen solchen Glanz, dass es heller war als am lichten Tag. »So schön!« So groß war die Großmutter nie gewesen. Sie nahm das kleine Mädchen auf ihren Arm und hoch schwebten sie empor in Glanz und Freude. Kälte und Hunger und Angst wichen von ihm. Sie war bei Gott. Aber im Winkel am Hause saß in der kalten Morgenstunde das kleine Mädchen mit roten Wangen, mit Lächeln um den Mund, tot, erfroren am letzten Tag des alten Jahres. Der Morgen des neuen Jahres ging über der kleinen Leiche auf, die mit den Schwefelhölzern, wovon fast ein Schächtelchen verbrannt war, da saß. »Sie hat sich wärmen wollen«, sagte man. Niemand wusste, was sie Schönes gesehen hatte, in welchem Glanze sie mit der alten Großmutter zur Neujahrsfreude eingegangen war.